Ich habe jetzt mal die Mikrofone noch gemutet. Okay. Das Intro verschoben war. Wieder bei unserem Livestream. Ja, mich hat es jetzt gerade geschmissen gehabt, ne? Connection lost, aber ich bin schon wieder eingeloggt wieder. Ne? Alles klar, scheint das Video scheint ein bisschen mein Laptop überlastet zu haben. Ja, meine lieben Freunde, willkommen bei unserem Pfingst-Livestream 2020. Die Thema, die wir heute besprechen, das sind diesmal diese sogenannten unheimlichen Begegnungen. Wir hatten ja vor kurzer oder vor längerer Zeit mal eine Abstimmung gemacht über die Community und ihr habt einfach eure, sag ich mal, eure Themen mal eingebracht, über was eigentlich besprochen werden sollte. Und aus den besten 5 haben wir dann ein Votesystem durchgeführt. Und es waren unter anderem auch einige dabei, die ziemlich knapp am Rennen waren, sowie Alois Irlmeier, UFO-Phänomene und auch andere Phänomene. Und in diesem Sinne habt ihr euch für die unheimliche Begegnungen entschieden. Und ich bin heute wieder da, und zwar wieder mit Gästen im Teamspeak. Und die begrüße ich jetzt heute auch mal nachhinein. Und einmal ist hier der Quipus Paranormal Scanner. Servus. Ja, servus. Schönen guten Abend zusammen. Hallo, ich sehe euch. Ja, und auch ihr kennt ihn natürlich auch, wenn es um den Mod-Bereich geht, als Administrator, auch im Chat. Das ist nichts weiter als der Captain Unbrauchbar. Ja, guten Abend. Und auch ein weiterer Mod in unserem Forumbereich auf unserer Webseite bei mrbanten.de. Das ist nichts weiter als unser guter Gunni. Hallo und frohen Pfingsten an alle. Ja, und mittlerweile haben wir auch einen neuen hier, weil ich habe mich immer ein bisschen rumgeschaut, wen man eigentlich so in einem Livestream eigentlich einladen kann. Und das ist einer, den ich es euch mal vorstellen möchte. Und zwar ist das der Josef Wolt. Und ich begrüße hier Josef Wolt. Habe ich richtig ausgesprochen? Ja. Ja, Josef Wolt, genau. Ja. Schönen Abend und frohe Pfingsten wünsche ich euch allen. Ja, vielleicht kannst du dich mal kurzerhand vorstellen, die Leute, die dich noch nicht kennen, was so dein Bereich ist, was du so... Ja, also ich bin der Josef. Ich habe einen YouTube-Kanal, der da heißt Josef's World. Und ich habe diesen Kanal schon seit längerer Zeit, glaube ich schon 7, 8 Jahre. Ich habe begonnen, erstmal Urlaubsvideos hochzuladen. Und später bin ich dann umgestiegen in Richtung Ufologie, weil ich dieses Thema schon seit der Jugend mich beschäftigt, habe dann rüber geswitcht in die, ich sag mal, in die Kornkreisszene, weil seit 2007 beschäftige ich mich auch mit den Kornkreisen, was ich seit 2007 auch jährlich in Großbritannien besuchen tue. Habe ja bereits 70 bis 80 Kornkreise besichtigt gehabt. Und neuerdings beschäftige ich mich jetzt auch mit der seltsamen Art der Tierverstümmelung. Zu diesem Thema werde ich auch gleich nachher kommen. Und ja, das ist so, was ich mich, also in den Bereichen ich mich jetzt hier beschäftige und auch aktiv bin halt. Ne? Ja, vielen Dank, Josef. Auf das Thema werden wir dann gleich nochmal eingehen. Ich denke, das passt dann gut zu diesen unheimlichen Begegnungen, auch mit diesen Tierverstümmelungen. Ich denke, mit den Tierverstümmelungen werden wir beginnen. Als nächster, als Gast möchte ich auch vorstellen, den Para Invest. Grüße dich.
Hallo, frohe Pfingsten. Und natürlich auch ihr kennt ihn, besonders die Pesoten-Fans, nichts weiter als Peso. Grüße dich, Peso. Kaplas, wie wir Klingonen zu sagen pflegen, und ich wünsche euch auch schöne Pfingsten. Sehr schön, gut. Und wir haben auch mittlerweile auch wieder einen weiteren Neuen hier, und das ist einer, der nennt sich Vic. Und ich begrüße hier mit Vic. Vielleicht kannst du dich mal kurzerhand vorstellen, was du so machst. Es ist nämlich auch YouTuber und ja, Radiomoderator, ne? Ja, gerne. Ich stelle mich gerne vor. Ich bin Vic, Radiomoderator ist übertrieben. Ich mache einmal eine Sendung im Monat auf Radio Westfalica. Wir haben da knapp 6.000 bis 8.000 Zuhörer und YouTube mache ich seit knapp, ja, über ein Jahr. Meine Leidenschaft ist Musik. Ich habe eine Metalband und habe jetzt eine Band gegründet seit April, März und da bearbeiten wir auch, ja, ganz viele paranormale Themen. Bislang haben wir nur Horrorthemen. Paranormale Themen, keine anderen Texte, aber ja, wir bereiten das auch nicht so böse und hart auf, sondern so, dass es halt für jeden zugänglich ist. Naja, ich beschäftige mich schon seit meiner Jugend mit sämtlichen Phänomenen, die im Mainstream nicht vorhanden sind, weil ich auch selber Erlebnisse hatte und ja, dann interessiert man sich dafür. Sehr schön, Dankeschön. Und als letztes, den ich euch noch vorstellen möchte, das ist Mick von Paraworld. Vielleicht kannst du dir auch mal kurz den Leuten vorstellen, was du eigentlich so machst. Ja, klar, kein Problem. Ja, hallo, ich bin der Mick von Paraworld. Ja, Gründer und erster Admin. Ja, Paraworld selber gibt es seit 5 Jahren ungefähr auf Facebook. Mittlerweile sind wir auch ja, beim Cello-Chat vertreten, das ist ein Sprachchat. Da machen wir mal regelmäßig Specials. Anders tun wir Gäste ein zu diesen außergewöhnlichen paranormalen Themen. Wir interessieren uns extrem. Als Hauptthema sage ich einfach mal UFO-Sichtung, Lichtkugeln am Himmel. Zeitphänomene und so weiter. Nebenbei auch ein bisschen Kryptozoologie, also alles, was so ein kleines bisschen außergewöhnlich ist. Ja, ich persönlich bin seit über 40 Jahren in diesem Themenbereich unterwegs, bin durch Zufall drüber gestolpert als junger Bengel, sag ich einfach mal, da lagen plötzlich mal zwei Bücher rum, natürlich ein Erich von Däniken und noch ein Charles Berlitz, nach dem Motto die Geheimnisse vom Bermuda-Dreieck und so eine Sachen eben. Und die haben mich damals einfach gefesselt und nicht mehr losgelassen. Und seitdem bin ich eigentlich sehr aktiv in der ganzen Sache. Bin auch auf Reisen, um da selber Sachen zu erkunden, zu ergründen und Befragungen zu machen und so weiter. Also doch recht aktiv, sag ich mal. Du bist ja ziemlich aktiv, was den Paranormalen betrifft. Also bist du überall auf den Spuren, den Paranormalen, was mit den UFOs, mit den Geistern zu tun hat, auch Kryptozoologie und so Genau. weiter. Das ist ein sehr interessantes Thema. Das ist schon weit gefächert. Ja, meine lieben Freunde, es geht heute um das Thema unheimliche Begegnungen. Aber noch zur Information. Ich habe übrigens die ganzen YouTuber, auch eine Mikro-Konsole, findet ihr übrigens alle in der Videobeschreibung. Also ihr könnt da gerne mal bei denen vorbeischauen und sie gerne auch abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Die würden sich sehr drauf freuen, wenn ihr mal ein Abo da lässt. Dem ersten Thema unheimliche Begegnungen. Man stellt sich mal vor, man ist Landwirt und plötzlich schaut man einmal nach zum Rechten und sieht plötzlich totes Vieh. Man stellt sich dann die Frage, was passiert? Man betrachtet sich das Vieh dann genau und erkennt, dass sie verstümmelt sind. Nicht nur das, dass man der Meinung ist, es wäre irgendein wildes Tier gewesen. Nein, man sieht plötzlich, dass die Tiere chirurgische Fleischstücke entfernt worden sind aus ihren Körpern. Man muss sich die Frage stellen, wie ist das möglich? Und einer, der sich da schon sehr lange damit be beschäftigt, das ist der Josef, der euch jetzt ein bisschen da was einbringen kann in dieses Thema. Ja, und zwar, ich beschäftige mich jetzt intensiv, ganz genau etwa 2 Jahre mit dieser Thematik. Und zwar angefangen hat dieses bei mir Anfang 2019, Januar. Also ich kenne dieses Thema schon aus den 90er Jahren. Also ich muss das hier erstmal ergänzen. Dieses Thema ist ja kein neues Thema. Wir kennen dieses Thema aus Amerika, meistens aus dem südamerikanischen Raum. Und dieses Thema ist eigentlich für uns hier in Europa oder beziehungsweise auch in Deutschland oder wie auch immer ganz weit weg. Ja, man kann sich das so vorstellen, das geht uns nichts an. Es findet ja alles drüben statt. Und ich sage, nein, es findet auch hier in Europa statt, auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, überall, tagtäglich und jeden Tag. Man kann dieses auch
wenn man Pech hat, vor der Haustür haben. Ja? Und auf einen Fall komme ich jetzt mal zurück. Und zwar, dazu muss ich jetzt erstmal was erzählen. Und zwar am 16. November 2017 gab es eine seltsame Art der Tierverstümmelung in Hamberg bei Bremen. Und zwar der Kuh fehlten ein Auge, eine Zunge, also die Zunge, ein Ohr, die Zitzen, der Anus. Und ja, und diese Kuh wurde aufgefunden damals von einem jungen Mann namens Mattes, einem jungen Studenten, der frühmorgens dort bei Hamberg mit seinem Hund spazieren gelaufen ist. Ich kam zu der Geschichte erst 2018 und ich kontaktierte damals den Mattes über Facebook. Ich hatte da Glück gehabt, dass er auch auf Facebook vertreten ist. Ich habe ihn angeschrieben und habe ihn gefragt, ob ich mich mal mitnehmen könnte, weil ich würde seine Geschichte aus erster Hand erfahren wollen. Also jetzt nicht über Medien, sondern ich bin ein Mensch, ich reise, also wenn es möglich ist, zu diesen Orten hin, um das, also von mir aus selber, dieses auch zu sehen, um da mitreden zu können. Ja, und ich hatte Glück, Mattes hat sich mit mir getroffen, ich habe ihn auch interviewt, dieses Interview ist auch auf meinem YouTube-Kanal, und Mattes hat mir ja auch diese Fotos zur Verfügung gestellt für das Video und auch die Videoaufnahmen von dieser Kuh. Und die Merkmale, ja, sind exakt dieselben Merkmale, wie wir die Verstümmelung kennen aus dem mittelamerikanischen und südamerikanischen Raum. Das sind exakt dieselben Merkmale. Letztes Jahr im Sommer hatte ich eine Vorlesung gehabt in der Slowakei. Ich wurde eingeladen, eigentlich wegen das Thema Kornkreise. Und ich begab mich auch nach Slowakei. Ich hatte dort eine Dolmetscherin, die von Deutsch in Slowakisch übersetzt hat und habe zusätzlich zu der Kornkreis-Thematik auch diese Tierverstümmelung erwähnt und habe auch natürlich Bilder gezeigt von dieser Kuh aus Bremen bei der Vorlesung. Nach der Vorlesung kamen einige Zuschauer von dieser Vorlesung zu mir und hatten berichtet gehabt, dass sie das auch drüben in der Slowakei haben. Nur leider kümmert sich kein Mensch drum, weil diese Thematik nicht ernst genommen wird. Diese verstümmelte Kühe werden einfach abtransportiert und sie werden weder untersucht noch nachgeschaut, hey, ist da noch Blut vorhanden oder was auch immer, nichts. Also die Menschen nehmen irgendwie keine Kenntnis von dieser Thematik. Und ich finde, man sollte dieses Thema ernster nehmen und auch näher untersuchen. Also Josef, das heißt, dass dieses Phänomen nicht nur in Amerika stattfindet, sondern auch eigentlich auch in Europa. So wie du das. Definitiv. Ja, also es ist auch wieder so ein globales Phänomen, oder? Nur dass es hier in Europa wird das halt nicht so hochgeklatscht wie in Amerika, glaube ich, oder in dem Sinn. Ne? Dann findet man totes Vieh auf. Ne? Also in Amerika ist es ja so, oder beziehungsweise auch in Argentinien. In Argentinien ist ja ein richtiger Hotspot und die Leute leben damit. Die kennen dieses Phänomen schon seit Jahrhunderten. Das ist ja kein neues Phänomen. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Und zwar, es gibt ein Buch, dieses Buch wurde geschrieben von Silvia Lapp. Silvia Lapp, also mit Silvia Lapp bin ich heute befreundet, wir telefonieren des Öfteren und wir haben Informationsaustausch. Und Silvia Lapp erwähnte in ihrem Buch, der da heißt, sie kamen um zu jagen, dass vor 200 Jahren schon die seltsame Art der Tierverstümmelung hier in Deutschland stattgefunden hat. Damals sprach man von der wilden Jagd. Die wilde Jagd war damals, also ich versuche mal zu erklären, die Leute damals vor 200 Jahren nannten dieses Phänomen die wilde Jagd, weil die Jäger, die kamen mitten in der Nacht und haben sich die Tiere geklaut, also gestohlen, die haben sie mitgenommen. Und nächsten Morgen oder nächsten Tag fielen tote Kühe vom Himmel und auch Pferdekeulen. Und dieses ist damals passiert, ist im Buch geschrieben worden von der Silvia Lapp mit Quellen. Also das hat sie jetzt nicht irgendwo hergezogen, sondern da sind auch die Quellen dazu. Das ist ein altes Phänomen. Ja, also muss ich immer wieder betonen. Interessant. Peso, von diesem Phänomen hast du sicherlich auch schon einiges berichtet, glaube ich, auf deinem Kanal. Was denkst du davon, was das sein könnte? Es ist ja die Rede, entweder was verursacht diese Viehverstümmelung überhaupt? Sind es Tiere, die da überfallen, weil das ist, diese Tiere dann reißen, diese Kühe, oder... Ist das eine Verbindung? Also man spricht ja auch mit dem Chupacabra, den sogenannten Ziegensauger. Oder was steckt dahinter? Außerirdische vielleicht?
Also ich habe da, wie du schon sagst, darüber berichtet, was wirklich sehr interessant ist, dass um diesen Kuhleichnam, dass da wirklich nichts ist. Also die Tiere liegen da, die sind ausgesaugt, der Anus wurde entfernt, Augen, wie der Josef vorher schon gesagt hat. Und die ganzen Aasgeier und Aasfresser bleiben von diesen Überresten von dem Tier einfach fern. Deswegen bezweifle ich das, dass es einfach Tiere sind. Gut, der Chupacabra wäre natürlich eine Erklärung. Aber das, was mich fasziniert an dem Ganzen, ist die Präzision, wie die Organe entfernt werden. Der wird dann auch, also wenn man überlegt, da wird das ganze Blut von so einem Tier entfernt und man sieht keine Bluttropfen um das Tier herumliegen. Und dann wird mit einer Präzision, wie mit einem Laserskalpell, werden dort die Organe entfernt. Und ich vermute dort Menschen dahinter, die irgendwie einen kranken Spaß verfolgen. Es gab auch mal Theorien bezüglich Adrenochrom, nur man hat dann das Ganze mal untersucht und hat festgestellt, dass die Tiere nicht so einen Adrenochrom-Ausstrom liefern wie ein Mensch, der unter panischer Angst solche Sachen erleben muss. Außerirdische, weiß ich nicht, also da tue ich mir ein bisschen schwer vom Bauch aus, würde ich sagen, nein. Ich meine, es gibt dieses tolle Bild, wie ein UFO eine Kuh hochbeamt oder hochzieht. Was interessant ist, dass die Tiere auch weiter weg gefunden werden, also die Gebiete, wo die Rancher haben, sind ja relativ groß, dass die Rinder zum Beispiel auch weiter weg fern gefunden werden. Und ich sehe dahinter meistens einen kranken Spaß, nur ich habe den Sinn immer noch nicht verstanden, weil es wiederholt sich ja immer wieder. Was wollen Leute mit einem Kuhanus oder was wollen Leute mit dem Auge von einem Rind? Und Außerirdische kann ich mir gut vorstellen, also in Vergangenheit gut vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, wir schauen uns mal die Tiere an, aber ich habe da keine Erklärung dafür. Ja, vielleicht gibt es... Ich muss mal kurz dazwischen grätschen, und zwar eine Frage gleich aus dem Chat von Dani Panik. Werden die Rinder auch mal komplett entführt oder sterben die an Ort und Stelle und da werden einfach nur Teile entfernt? Kann ich darauf antworten? Oder ja, Piso, ja, ja. Will, ja, ja. Oder Piso geht, na, mach Josef, nee, mach du, Josef. Also ich muss dazu sagen, durch Eigenrecherche und auch mit Kontakt zu Leuten zu Amerika, weil ich pflege den Kontakt auch in mehreren Gruppen in Facebook. Da gibt es ja auch eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Cattle Mutilation. Dort in der Gruppe sind amerikanische Leute und die posten auch ihre Fälle. Und was herausgefunden worden ist, und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, diese Tiere werden nicht vor Ort und Stelle verstümmelt. Diese Tiere werden vor Ort erstmal entfernt und erst später wieder zurückgebracht, verstümmelt. Weil man findet dort keine Spuren von Menschen, keine Spuren von Raubtieren und auch keine Spuren von Fahrzeugen. Und ganz wichtiges Merkmal, jetzt, was ich jetzt hier betonen werde, ist, man findet noch nicht mal die eigenen Hufspuren von der verstümmelten Kuh oder Rind, was auch immer, noch nicht mal die eigenen Hufspuren sind zu sehen von dieses verstümmelte Tier. Und das ist ein ganz wichtiger Indiz, dass diese Tiere nicht vor Ort und Stelle verstümmelt werden, sondern die werden weggenommen, wie auch immer, aber werden natürlich wieder zurückbefördert. Teilweise manchmal 50, 100 oder 200 Meter weiter weg, aber teilweise genau in der präzisen, also in derselben Position, wo sie die entführt haben. Und ich kenne auch Fälle aus Eigenrecherche. Ich habe ja auch Videos gemacht. Da wurde zum Beispiel ein Hausschwein verstümmelt im Garten von jemand, der einen eingezäunten Garten hat und wurde nur ein Schwein verstümmelt. Und dieser Schwein war nächsten Morgen tot zwischen den anderen lebendigen Schweinen. Und das muss man sich vorstellen. Mhm. Also sowas passiert. Also es passiert sowas, dass die Entführten verstümmelt werden, wieder zurück an denselben Ort gebracht werden. Ja? Interessant das Ganze. Also es ist schon echt. Mick, du hast ja auch viele Leute bei dir in den Chat oder so. Von diesem Thema hast du sicherlich auch schon einiges gehört von diesen Viehverstümmeln. Wie ist denn da so deine Meinung, ne? Ja, also um noch mal kurz zurückzukommen, vor 200 Jahren wurde diese Erscheinung ja wilde Jagd genannt, ne? Genau. Und diese wilde Jagd ist ja, wenn man das jetzt nicht kennt, worum sich das eigentlich dreht, war das also nicht so, dass jetzt irgendwelche eine Jagdgesellschaft oder wilde Tiere über den Boden
gerannt sind, sag ich einfach mal, auf irgendein Tier drauf los, sondern diese Geräusche beziehungsweise wurden meistens im Himmel wahrgenommen. Das war wie so eine Art Sturm mit so einem, genau. Also ja, als wenn da Pferde, sag ich einfach mal, oben im Himmel lang reiten würden. Mhm. Man konnte das aber nicht erfassen. Und deshalb haben die Leute das, also die Bauern oder die damaligen Menschen, das als wilde Jagd bezeichnet, weil man danach öfters so eine verstümmelten Tiere aufgefunden hatte. Genau. Nur um die Leute nochmal so ein bisschen klar zu machen, wie kommt das dazu der wilden Jagd? Also es wurde meistens am Himmel bemerkt, sag ich einfach mal. Ne? Genau, die Jäger kamen aus dem Himmel, genau, und die erzeugten auch Lärm. Ne? Ja, und genau. Da wurde auch noch erwähnt, dass sie teilweise rote Augen hätten, was auch immer darauf von oben runterkam, die hätten roten Augen gehabt. Aber gut, rote Augen kann man ja interpretieren in alles halt. Ne? Heute würde man sagen, okay, da ist ein roter Orb oder rotes UFO oder was auch immer halt. Ne? Ja, nur, ja, richtig. Nur zu dieser Zeit nannte man, oh, da kommen die wilden Jäger aus dem Himmel, erzeugten Lärm, ja, machten Krach, klauten die Tiere und schmissen ihre Kadaver später von Himmel runter. Ne? Mhm. Und das ist Faktum. Vor 200 Jahren passierte das, auch in Deutschland. Das ist so wieder so ein klassisches UFO-Phänomen, also eine UFO-Entführung, nur mit Rindern. Vic, hast du sicherlich schon einiges davon gehört, nehme ich mal an, oder? Von diesen genau, Tief, da stelle ich mir halt auch immer die Frage, warum sollten sich die Außerirdischen mit den Bühnen auseinandersetzen, anstatt jetzt zum Beispiel mit Menschengut. Und warum bringen die das wieder zurück, die Leiche? Weil für mich wäre das ja, ich habe jetzt irgendwas untersucht und ich möchte auch nicht unbedingt, dass die Leute wissen, dass ich hier aktiv bin. Ich würde die Leiche ja nicht zurückbringen. Ich könnte jetzt mal darauf antworten, aber das ist jetzt nur meine Theorie. Okay. Ich habe dieses Mal in ein Video erwähnt gehabt, ich glaube letztes Jahr. Und zwar... Es ist immer dasselbe. Wenn die Tiere zurückgebracht werden, dann sieht man immer die Verstümmelung oben. Die Verstümmelung liegt nicht auf der Bodenseite. Das heißt, sie platzieren diese verstümmelten Tiere so, dass wir die sofort sehen sollen. Und genau, das finde ich halt so auffällig. Genau, und ich gehe davon aus, dass hier Vorsatz dahinter liegt. Also hier ist mit Absicht, werden die Tiere so platziert, dass wir die sofort sehen. Hm. Und vielleicht aus diesem Grund zu sehen, wie wir darauf reagieren. Und zwar, ich erinnere mich an einen Beitrag, was David Paulides, also viele kennen ihn ja, Missing 411, ja. Genau. Er beschäftigt sich ja zurzeit auch mit der Skinwalker Ranch. Und David Paulides sagte in seinem letzten Video, er hat ja auch einen YouTube-Kanal, dass auch die Leute, die jetzt sich mit der Skinwalker Ranch beschäftigen, auch der Meinung sind, dass dieses gewisse Etwas, also ich nenne sie persönlich nicht Außerirdische, ich nenne sie die andere Intelligenz. Dass eine andere Intelligenz sie die Tiere halt mitnimmt, verstümmelt, egal jetzt auch wieso, weshalb, warum, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Aber sie bringt diese Tiere ja wieder zurück und platzieren die so, dass wir es sofort erkennen, dass sie verstümmelt worden sind. Das ist wahrscheinlich uns... dass sie es sehen wollen von uns, wie wir darauf auch reagieren. Es ist eine Theorie, hat David Paulides auch bestätigt in dem letzten Video, was ich aber schon seit letztes Jahr schon erwähnt habe, dass dieses vielleicht eventuell auch sein könnte, uns zu testen, wie wir nebenbei noch darauf reagieren halt. Ne? Also das sehe ich auch so, man will, dass wir das, also das glaube ich genauso, die das nicht machen, weil das Tier irgendwo anders entsorgen oder generell mitnehmen, kein Thema, genau. Wir sollen das sehen. Genau, wieso. Aber ich habe auch noch mal eine Frage. Was ist denn mit den schwarzen Hubschraubern, die meistens gleichzeitig oder kurz danach gesehen wurden? Meistens in Amerika. Ja, da gibt es zwei Theorien. Die erste Theorie ist, dass die Amerikaner, also das Militär, Bescheid weiß, was da passiert. Die haben Kenntnis. Selbstverständlich, weil das FBI ist ja schon seit den 90er Jahren an diese Fälle auch beteiligt und sehr stark beschäftigt. Die haben natürlich auch keine Antworten. Und auch wenn die Antworten hätten, würden sie damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Das FBI wurde natürlich damals in den 90er Jahren von den Indianern, also von den nativen Amerikanern beauftragt, dieses zu untersuchen, weil auch die nativen Amerikaner, die dort leben, haben in massiver Form Rinderverstümmelung erlebt. Und natürlich, wenn jemand von so einer Rinderherde lebt, ja, und Geld verdient und da massig Tiere verstümmelt werden. Da reicht der
normaler Puls ist nicht mehr aus. Und da hat man auch jetzt das FBI involviert, dass sie sich darum kümmern sollen. Und bis heute gibt es keine Antworten, wer dieses halt macht. Und die schwarzen Hubschrauber, wie gesagt, es gibt zwei Theorien. Entweder, wenn da eine Verschwindung stattgefunden hat, dass die schwarzen Hubschrauber losgeschickt werden, um dieses zu untersuchen, wie und was da genau passiert ist. Oder es gibt noch eine andere Theorie, wobei ich das nicht so teile, dass manche Leute sagen, diese schwarzen Hubschrauber sind gar nicht von den Menschen gebaut, sondern das ist wieder eine Technologie von den anderen Intelligenz, die aber sich tarnen mit der schwarzen, mit schwarzen Hubschrauber. Kann ich natürlich jetzt nicht teilen, die Meinung. Ja. Ich mal so in die Runde schmeißen jetzt an die Frage an Quipus, gibt es da vielleicht sogar eine logische Erklärung? Also unser Skeptiker in dieser Runde, der kann ja da vielleicht ein bisschen darauf eingehen, ob es da nicht vielleicht eine Art Naturphänomen gibt, das diese Tierverstümmelung auch verursacht. Vielleicht gibt es da was von deiner Seite zu berichten, Quipus. Ja, also Tierverstümmelungen sind ja wirklich schon auch lange beobachtet worden und es ist ja auch schon beobachtet worden, wie das zustande kommen kann. Nee, nicht kann, sondern eine Möglichkeit ist ja schon eigentlich nicht mehr so geheim. Und zwar sind das dann Ameisen, andere Insekten, die nach dem Tod der Tiere sehr ähnliche Fraßspuren an diesen Tieren machen. Die gehen immer zuerst an die Weichteile, an die ersten Körperöffnungen, wo sie drankommen. Somit kann man vielleicht einen Teil dieses Phänomens erklären. Aber ob man damit das gesamte Phänomen erklären kann, das halte ich dann auch selber für sehr fraglich, insbesondere wenn die Tiere dann woanders aufgefunden werden oder in und umzäunten Gegenden wiedergefunden werden, wo sie vorher nicht waren und. Das kann ich mir dann auch nicht erklären. Aber wie gesagt, ein Teil kann man durchaus durch Fraß von Ameisen oder noch kleineren Viechern, ich habe es gerade nicht wiedergefunden hier im Internet, ich hatte mir das mal irgendwo notiert, das ist erklärbar, das ist auch reproduzierbar und das ist für mich immer wichtig. Ist irgendwas reproduzierbar, sodass ich sagen kann, ah ja, so kann es wirklich funktionieren. Ich denke mal, ein Teil kann man damit erklären. Aber was mit den restlichen ist, ist die große Frage. Also eine wirklich logische, vernünftige Erklärung habe ich dazu auch nicht. Ja, also nicht leider, sondern finde ich auch spannend, dass ich die eben nicht habe. Es ist interessant. Das freut mich, ja. Ja, es ist aber sehr interessant, wenn man diesem Thema nachgeht, ne? Wenn man so ein bisschen recherchiert oder so, dann plötzlich, wie auch mit der Skinwalker Ranch, UFO-Sichtungen, Vieh plötzlich verstümmelt oder es verschwinden Sachen und es gehen ganz seltsame Dinge vor sich, was man auch mit unheimlichen Begegnungen in Verbindung bringen kann. Dann stellt man sich die Frage, ist dann vielleicht irgendwann ein kleines Experiment im Gange, sei es mit diesen einer außerirdischen Zivilisation oder vom Militär anwesend oder von irgendeiner Organisation. Gunni, du bist noch nicht ins Gespräch gekommen übrigens. Ich habe zugehört. Ja, schmeiß mal deine Meinung aus, ganz spontan. Also jetzt mal den Fall mit in Deutschland, den werde ich mir auch später genauer angucken noch auf deiner Seite. Fand ich das Buch interessant. Okay, ja, super. Ich kann mir das auch richtig gut vorstellen, wie viele dieser mysteriösen Themen, gerade in Deutschland oder weltweit, werden ja viele Sachen, ob jetzt mit Absicht oder unabsichtlich, nicht wahrgenommen. Ne, man merkt ja auch oft hinterher, die Amerikaner sind in den letzten Jahren sehr offen geworden, haben ja sehr viele Programme auch offiziell eingeleitet, dass solche Dinge existieren und nachgegangen wird. Deutschland ist ja sehr dagegen, ne, oder unwissentlich, ne, oder nicht interessiert, wie man es ausdrücken will. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das wirklich auch nicht nachgegangen wird. Wie ich mir auch vorstellen kann, dass auch viele Leute vielleicht sowas auch nicht haben wollen, durch den möglichen Nachhall, der kommen könnte im negativen Bereich. Wenn dann ein Bauer seine verstümmelte Kuh findet und sagt, okay, die schaffe ich mal eben weg, oder ich hack da mal der Axt rein und sage, das war der Wolf. Ne? Genau. Ne, und kriegt da nochmal Geld von Vater Staat, weil sonst würde ich kein nicht sehen. Oder in den USA, da hat man ja eh grundsätzlich viel mehr Fälle, gerade im mysteriösen Bereich, die offengelegt werden, weil man auch dem Thema ganz anders zugetan ist oder das Geschichtswissen noch vorhanden ist. Ich sag ja auch mal, bei uns in Europa vor allem, ich meine, wir haben die letzten paar tausend Jahre, weiß Gott, wie viele Kriege geführt, zwei Weltkriege, und da ist so viel Wissen und Informationen verloren gegangen an Geschichte, an Informationen, dass sie auch nicht mehr sagen können, oh, was ist in dem einen Wald mal vorgefallen. Und da kann ich mir echt vorstellen, dass da auch viel bei uns mal gab oder noch stellenweise vielleicht ein bisschen gibt, was in den USA natürlich in einer viel größeren Masse da ist. Und was die uns damit sagen wollen, da sind wir wirklich in der reinen Spekulation. Ne? Also klar, ohne Botschaft uns geben, dass sie sagen, hey, wir sind hier oder wir essen das gerne. Ne? Wissen wir ja nicht unterm Strich, was es da wirklich ist. Ich hoffe nur irgendwann, vor allem gerade durch, dass so viele
mysteriöse Dinge zurzeit passieren mit Sichtungen, ne, wie mit Toms Schimmer Obermumui, Asteroiden und viele andere Geschichten, dass, glaube ich, momentan wirklich sehr viel in Bewegung ist, um auch uns abzulenken. Ich sehe auch, dass die Problematik oben, die wir zurzeit in der Welt haben, ich will es nicht aussprechen, was es ist, auch, glaube ich, auch eine sehr große Ablenkung von Dingen ist. Zum Beispiel in Brasilien mit dieser UFO-Geschichte. Ne? Da wird auch viel zu wenig darüber berichtet. Oder jetzt mit der Erkenntnis, dass es dann doch eine Parallelwelt gibt, ne? Ist in Deutschland medial total untergegangen, war gar nicht vorhanden im Ausland, ja. Und das sind Dinge, die ich hochinteressant finde, wo ich sage, wir sind leben gerade echt in sehr spannenden Zeiten. Oder wie eben auch der eine Kollege erzählt hat, der Peso hier mit der Pyramidenentdeckung, wo noch ein cooler Bericht gleich noch von Peso kommt und ich mich drauf stürzen werde. Sehr gut. Und sag ja, es ist sehr viel in Bewegung. Und das ist dieses, wo ich sage, wir leben echt in spannenden Zeiten. Und ich kann es nur hoffen und einsaugen, dass jetzt echt viel mehr an den Tag kommt und darüber berichtet wird, um auch Erkenntnisse zu kriegen. Das ist einfach schön. Das stimmt allerdings. In der letzten Zeit wird sehr viel berichtet oder viel zugegeben, auch vom Pentagon, was sich da momentan auch in der Situation, die wir momentan haben, auch viel abspielt, was eigentlich auch sehr an die Öffentlichkeit gerät, was mit den UFO-Sichtungen auch zu tun hat und mit dem Ganzen. Und ich finde das sehr interessant, auch das jetzt mit Brasilien. Ja. Und wie gesagt, Peso hat ja schon, ich glaube, du hast 2 oder 3 Videos schon davon gemacht. Ne? 3 Videos jetzt. 3 Videos ein Stück, ne? Um eben diesen Absturz. Und wie gesagt, das war ja damals so, es war letzte Woche oder vorletzte Woche, soll da etwas abgestürzt sein. Und zur selben Zeit wurden da einige Posts auch veröffentlicht in bestimmten Foren, die dann später angeblich dann wieder gelöscht worden sind. Also die wurden grundsätzlich entweder gesperrt oder entfernt. Und da denkt man sich schon ein bisschen, ist da vielleicht was dran, weil das ähnelt fast schon sehr wie diesen Roswell-Absturz von 1947 hin. Ja. Und wenn es um unheimliche Begegnungen geht, haben wir hier natürlich auch jemanden, der eine Erfahrung machen durfte. Und ich gehe da mal ein, das ist der gute Vic, glaube ich. Ne? Ja, genau. Was ich aber noch sagen wollte, ich glaube auch, dass in Deutschland so wenig über diese ganzen Phänomene wie auch das gespiegelte Universum, ne, was sich jetzt gerade andeutet, dass so wenig darüber berichtet wird, ich glaube, hier ist kein Interesse. Also die Medien suggerieren, dass das kein Interesse ist, aber wir sehen ja selber, wenn du mal die Abonnenten anschaust von uns allen, es sind Leute da, die das interessiert, aber der Mainstream hat entschieden, das interessiert keinen. Ja, ja, eben. Ich denke, wenn damit viel mehr Leute in Verbindung gebracht werden würden, würden auch viele dafür ihr Interesse enden. Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel Ich kenne aus, meine Eltern sind genauso, die unterrichten sich halt hauptsächlich aus den Standardmedien, so Tagesschau und sowas alles, ja, und da wird man sowas halt auch nicht erfahren. Das ist es, wie gesagt, also die Medien schreiben vor, für was sich die Leute zu interessieren haben, in diesem Fall. Genau. Ja, und ich denke auch, wenn auch in Deutschland, wenn da mehr Leute an das Thema herangeführt werden würden, würden sich auch viel mehr dafür interessieren. Und vor allem die Brandmarkung, wenn die nicht ist. Man weiß doch ganz genau, wenn irgendjemand von was erzählt, da ist doch schon fast der gesellschaftliche Ruin vorprogrammiert. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt, weil wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, ich habe mal das und das erlebt und das und das und gesehen und dann kommen sie richtig davor gehaltene Hand, also nicht tatsächlich, aber die schämen sich dann zuzugeben, dass sie auch was erlebt haben, ne? Ja, aber sie haben Angst davor. Ja, es wird da gerne alles ein bisschen, so ein bisschen verpönt. Gerne ein bisschen ins Lächerliche dann gezogen, auch von den Medien selbst. Ne? Und das schockiert auch die Leute ein bisschen. Die halten sich da noch ein bisschen zurück. Deswegen machen wir eigentlich auch solche Livestreams, wo die Leute gemütlich sich hinsetzen können und einfach unsere Unterhaltung lauschen können. Ne? Und ich finde, das sollte man auch ein bisschen ernst nehmen. Weil wenn die Leute was erlebt, dann haben die auch was erlebt. Und wenn das dann von den bestimmten, ich rede jetzt nicht von allen Medien, aber von den bestimmten Medien, das dann ins Lächerliche gezogen wird, ich finde das nicht kein No-Go. Das sind nämlich die, sei für die Medien selbst, die Abonnenten sozusagen, für die das zugucken. Und die ziehen sich zurück einfach. Ne? Wenn sie merken, sie werden ein bisschen, wie sagt man so schön, verarscht. Ne? Also das Thema sollte man schon ein bisschen ernst nehmen. Ne? Auch wenn es vielleicht. Also, was ich noch, es wäre ja schön, wenn da wirklich viele Medien mal drauf anspringen würden und es wenigstens ins Lächerliche ziehen würden, weil selbst dann wäre es ja Thema. Selbst das passiert ja in der Regel nicht. Es sei denn wirklich, irgendjemand outet sich und rennt zum Fernseher oder zur Zeitung und sagt, hier, ich habe ein UFO gesehen. Dann wird es ins Lächerliche gezogen, weil die Meldung ja dann da ist. Aber so allgemein
wird es ja gar nicht berichtet. Es wird nicht mal ins Lächerliche gezogen, es wird einfach gar nicht berichtet. Ja, genau, dafür gibt es dann uns schrägen Kanäle, wo alle drüber lachen. Drüber irgendwie als ins Lächerliche gar nicht zu berichten, ist noch ein Schritt schlimmer, finde ich. Was ich noch anmerken möchte zu den Tierverstümmelungen, wenn man sich mal so anschaut, das darf man auch nicht vergessen, also zum Beispiel als reines Beispiel, da gibt es ein Rind, das heißt Limousinenrind, also wie die Limousine, weil die Ortschaft dort so heißt in Frankreich. Und wenn man mal anschaut, eine Kuh, die kann zwischen 600 bis 900 Kilogramm schwer werden und ein Bulle, der wird so, sagen wir mal, ab 1000 Kilo bis 1500 Kilogramm schwer. Und wenn man überlegt, so ein Tier in der Masse, und das wehrt sich ja auch, also wenn dort jemand kommt und dem Tier was antun möchte, das bewegt sich ja auch, das ist ja kein Kasten, der irgendwo rumsteht, und so ein Gewicht, das muss man ja irgendwie, also Der Meinung bin ich ja auch, auch wenn es jetzt grausam ist, ich muss es jetzt mal sagen, so eine Kuh, wenn sie jetzt beim Metzger geschlachtet wird, die stehen nicht ohne Grund in so einem engen Käfig, während das passiert. Du kannst eine Kuh nicht einfach abstechen und die fällt dann um. Die wird mit ihrer letzten Kraft wird sie dich noch umhauen. Also, das ist auch so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, so ein Irrer, weiß nicht, entweder betäubt er die Kuh vorher oder, ne, also man geht nicht auf eine Weide mit einem Messer auf eine Kuh zu und sticht die ab. Genau, es gab ja Untersuchungen an den Rindern, weil das war auch der erste Gedanke. Also in dem letzten Video, was ich gemacht habe, da gab es ja auch eine gute Untersuchung von dem Überrest. Und man hat dort im Rest von der Kuh nichts gefunden, was auf ein Betäubungsmittel hindeutet. Das ist schon interessant, wie schafft man das, so ein Riesenviech, dass man das so stilllegt, dass das einfach all das über sich geschehen lässt, ohne sich zu wehren. Und wenn man sich auch hinschaut, da wo die Tiere verstümmelt werden, das ist ja meistens dann auch der Fundort, sag ich jetzt mal, da ist nichts. Also da ist weder krasse Bewegung im Sand oder im Boden noch zu sehen, sondern das liegt einfach da, leer, wie ein Luftballon, dem die Luft ausgegangen ist, inklusive aller entfernter Organe, die interessant waren, und dem Blut. Und das ist irgendwie krass. Wie kriege ich das hin, aus so einem Tier, sagen wir mal, im Durchschnitt 1200 Kilogramm schwer, ich weiß nicht, wie viel Liter Blut da drin durchwandern, das abzupumpen, ohne einen Tropfen irgendwo liegen zu lassen. Ja, das finde ich schon krass, ne? Dass da kein Tropfen Blut dann zu finden ist, wenn da hantiert wird mit irgendwelchen chirurgischen Eingriffen. Da muss mindestens jede Menge Blut vorhanden sein. Ist es aber nicht. Ich muss mal kurz dazwischen grätschen. Tom, du musst die Lautstärke ein bisschen anpassen. Ich habe gerade eben angepasst. Also, der Guni hat mich schon... Peso und Guni sind gut zu verstehen. Ja. Alle anderen, alle sind zu leise wohl. Alle ich anderen auch? Alle anderen sind wohl zu leise. Also wenn ich so hoch drehe, muss ich bei meinem Headset die Lautstärke runterdrehen, weil sonst fliegt mir... das soll natürlich nicht sein. Deine Ohren sollen ja noch erhalten. Aber heute ist die Tonqualität. Jetzt haben wir hier super, die nächste Verstümmelung hier. Ja. Wieso? Binaurale Beats. Soll ich drehen? Aber was ich auch sagen wollte, ist, also das Wegführen wäre noch für den Menschen easy. Ne? Ein bisschen Gras, ne? An die Leine genommen und das Tier trappelt dir hinterher. Ne, aber dieses Zurückbringen ohne Spuren, wenn es schon tot ist, ne, also eine Kuh, die hat schon Gewicht, ne? Ja, du müsstest dann theoretisch dann auf so einen Pick abladen und ja, abschmeißen. Also, ja, nicht nur das, du brauchst dann, um dann keine Spuren zu machen, schon einen kleinen Kran dabei, der hinten dran wäre. Das würde ja auch Spuren ergeben von den Haltebändern, genau, die du drauf hast, runterlegst, runter raus siehst. Also es ist schon sehr, sehr mysteriös, ne? Und ja, wenn es Außerirdische sind, dann haben die bestimmt so einen Traktorstrahl. Wieder bei UFO-Entführungen berichtet, dass die Menschen dann durch so einen Strahl durch die Decke hinausgehievt werden. Warum nicht bei den Kühen, ne? Aber was mich auch fasziniert... Menschen sind, ist da auch ganz einfach. Dann nehmen die einen Heißluftballon und hängen die Kuhen dran. Dann legen die dann ganz gut dann wieder ab. Das gab es doch mal in einem Film, Red Race. Ja. Also man hat, wenn ich kurz ergänzen darf, man hat ja in Amerika, weil in Amerika werden ja diese Kühe oder Rinder auch mehr untersucht als hier in Deutschland oder Europa. Und dort hat man festgestellt, dass einige Kühe oder Rinder, wie dem auch sei, gebrochene Rippen haben. Und da ist eine Theorie auch zustande gekommen, dass die eventuell vom Himmel runtergeschmissen werden, aber kurioserweise ist immer, auch wenn die von Himmel aus runtergeschmissen werden, dass sie immer auf der verstümmelten Seite nach oben landen. Das heißt, die unverstümmelte Seite liegt auf dem Boden und die verstümmelte Seite ist immer oben für uns sichtbar. So, da könnte ich aber jetzt dazu noch was ergänzen, dass
diese gebrochenen Rippen nicht daher stammen, dass man die Kuh runterschmeißen tut, sondern mit Druck runterpresst. Mit Druck. Also egal jetzt, wie jetzt, welche Technologie da angewendet wird, dass hier eine Druck hintersteht. Meine Theorie. Ich weiß es nicht genau, aber mit runterschmeißen weiß ich nicht, weil das müsste man hören. Gerade wenn der Bauer sein Haus da nur 50 Meter weiter weg hat und er findet diese verstümmelte Kuh da nur 50 Meter weiter weg. Und wenn dann eine Tonne Bulle oder eine Tonne Kuh runtergeschmissen wird, das hört man. Ja. Also ich würde sagen, da wird eventuell irgendeine Art Technologie angewendet, wo Pressung, Druck hintersteht. Okay, mit den Geräuschen könnte man sagen, du bist ja auch schon in der echten Welt schon erfolgreich getestet worden, du kannst ja mit Gegenschall Geräusche wegmachen. Ja. Wenn du die gleiche Frequenz einsetzt, ja. Ist es nicht mehr zu hören, ne? Dass sie auch wirklich mit ihrer Technologie vielleicht das wirklich alles direkt bestrahlen und du hörst nichts mehr. Weil man müsste ja auch theoretisch das UFO hören, ne, wenn es irgendwie einen klassischen Antrieb hätte, wenn es 50 Meter entfernt herumbrödelt. Aber mit der Landeseite kann ja auch sein, dass es so ein Marmeladenphänomen ist. Die schwere Seite fällt nach unten und die andere Seite, die schon ein bisschen verstümmelt ist, ist leicht. Ja, gut. Das könnte man ja auch so nennen. Ja. Oder wir haben hier es mit reiner Teleportation zu tun, wenn ich jetzt so einfach mal sagen darf. Könnte man ja auch meinen. Aber dazu muss ich jetzt auch nochmal kurz mal ausholen. Wir erinnern uns ja bei der Skinwalker Ranch, diese drei schwarze aggressive Bullen, die da auf der Ranch verschwunden sind für ein paar Stunden. Und die nachher von den Ranchern oder von dem Mann und die Ehefrau da in diesen Metallcontainer gefunden haben. Alle drei hineingequetscht. Wobei dieser Metallcontainer schon 6 Monate nicht mehr geöffnet worden war. Piso, du müsstest dieses doch wissen. Skinwalker Ranch. Diese drei schwarze aggressive Bullen, die da tagsüber verschwunden sind. Und nachhinein das Ehepaar, diese drei schwarze Bullen in den Metallcontainer gefunden haben. Richtig, also irgendwas, wie gesagt, es ist mit dieser Teleportation, Paralleldimensionen, Verschiebung von Dimensionen, also irgendwas ist da im Gange und Skinwalker Ranch ist ein guter Begriff, weil das scheint ja wirklich, auch wenn dieser Livestream, der da jetzt eine Woche lang lief, nicht wirklich irgendwas zutage gefördert hat, da ist irgendwas am Laufen und das ist ja nicht umsonst so, dass die nativen US-Bewohner, also die amerikanischen Indianer, ebenfalls über das Ganze schon berichtet haben, bevor jetzt die Europäer dort das besiedelt haben. Und da ist irgendwas im Laufen. Und wie du sagst, also wenn die dort zum Beispiel in so einem Metallcontainer auftauchen, es ist halt vielleicht, wenn wir mal von Dimensionen ausgehen, in der anderen Dimension dieser Container nicht. Und was auch immer die Tiere da entführt und wieder zurücksendet, sendet das einfach oder lasst es dort liegen und das taucht dann hier in unserer Dimension einfach zum Beispiel in so einem Metallcontainer auf. Oder Lisa Lam zum Beispiel, wie ist die in diesen Wassercontainer auf dem Hotel oben drauf gekommen? Genau. Ach Gott, ja, das war auch so eine schreckliche Geschichte. Genau. Das ist auch so eine, wie soll die das machen alleine? Genau. Also, da vermute ich auch, dass jetzt ungefähr so dasselbe dahinter steckt. Das passt perfekt dazu, ja. Genau, Piso, das ist genau das, was du sagst. Darüber habe ich ja ein Video gemacht, dass auch die 19 Kühe in Argentinien auch in einem Wassertank gelandet sind. 19 Kühe in einem Wassertank. Wie geht das denn? Das ist dasselbe. Ja. Dass da irgendwas, ja. Was man ja vielleicht auch mal realistisch überlegen muss, es kann ja auch wirklich sein, wie es ja bei uns Menschen ja auch zu Genüge gibt, ne, dass da, sag ich mal, so einer von den Wesen, ob jetzt nur ein Parallelwesen oder Aliens, einfach nur perversen, schlechten Humor haben. Ne, das ist ja echt, kann man sich mal überlegen, ne, dass dann wirklich also nicht, das ist ein halber Scherz, ist klar, aber das kann ja wirklich sein, ne? Ja. Also, nein, aber diesen Gedanken hatte ich auch, als Josef meinte, die möchten, dass wir das sehen. Das kam mir dann so vor wie so ein Klingelstreich, den kleine Kinder machen, ne, dass die dann einfach mal aus. Das sieht doof an, aber ja. So, schau mal, was ich kann. Ja, ärgere dich mal, richtig. Ne? Hahaha. Ha, ha. So, ne? Ja, aber dann weltweit immer das Gleiche wird ja auch langweilig. Naja, ja, seit Generationen machen wir Klingelstreich. Ja, überall auf der Welt. Jeden Tag. Ja. Obwohl, Klingelstreich, ich habe da hinterher mit Stein geworfen. Das wäre langweilig. Das war ein Witz. Deine Schmeißer. Steine geschmissen, ja. Aber es wäre. Ja, ich gehe also davon aus, dass der Gunigunni gleich. Aber so doof, wie es sich anhört, das wäre ein Erklärungsansatz. Ja, also ich gehe davon aus, dass sie vielleicht Experimente durchführen an irgendwelchen Rindern.
dass die Organe entnehmen, vielleicht irgendwie wissenschaftlich oder so, weil ich denke mal immer, das sind vielleicht Wissenschaftler, die auf unserem Planeten Experimente durchführen. Die entführen Vieh, verstümmeln diese, entnehmen bestimmte Organe, ja, und untersuchen die auch. Vielleicht jetzt Tom, da, ja. Ganz kurz, Tom, ich würde sagen, dieses geht ja schon seit mindestens hunderte von Jahren, wenn nicht sogar in den tausende Jahren zurück. Also wenn eine Intelligenz diese hunderte Jahre macht oder tausende, dann ist das kein Experiment mehr. Ich würde, irgendwie. Keine Ahnung. Genau, das wollte ich jetzt sagen. Genau da hast du recht, dass ich dieses auch vermute und wahrscheinlich auch die anderen Leute, die sich damit beschäftigen, dass hier irgendwas aus den Tieren gezogen wird, um sie irgendwo weiter zu züchten oder neue Mischwesen zu produzieren auf anderen Planeten oder wie auch immer. Es sind ja oft auch die gleichen Körperteile, die Laser genau rausgeschnitten werden. Genau, Auge, also Zunge, Auge. Ja. Am Mund war es Zunge, ja. Genau. Genau. Was wird das für ein Wesen? Ich versuche mal zusammenzufassen. Vielleicht wollen die auch irgendwelche Hormone oder so irgendwas gewinnen. Also ich würde es vielleicht noch auf was ganz Einfaches runter rationieren, wenn sie jetzt nicht pervers und krank sein sollten. Es sind ja alles, was entfernt wird, auch bei uns stellenweise Delikatessen. Feinschmecker. Ja, das ist wirklich. Gleich. Ja, ist so. Ja, ich weiß. Ja. Also, es wäre auch eine Möglichkeit, dass sie einfach sagen: Boah, Rind schmeckt voll gut, ne? Augen. Ja. Weil Arabien, da kriegst du Auge angeboten. Ja, so stimmt. Die Delikatesse. Ne? Oder gibt Zunge. Mehr Sinn. Gibt mehr Sinn. Kann halt auch so was ganz Belangloses sein. Es gibt mehr Sinn, Gunni, weil ich habe mir auch schon mal überlegt damals, weil der deutsche oder der menschliche Jäger, der hängt sich ja dann die Trophäen an die Wand. Und ich habe mir dann überlegt, wie das aussehen würde, wenn da lauter Anusse an der Wand hängen. Ja, genau, sowas in der Art. Das hatte ich auch so. Entweder sind das Trophäen oder so ein komischer Modefetisch. Dann haben die irgendwelche Geschlechtsprobleme. Was macht man mit einem Kuhanus? Vielleicht ein Lederschal oder was? Keine Ahnung. Es sind ja auch Schließmuskeln, ne? Und Muskeln, vielleicht schmeckt der einfach besonders gut, ne? Naja, ich weiß nicht. Also Wesen, die sowas essen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Also ich auch nicht. Das ist mir zu rektal. Ja. Mal den Mick mal zu Wort kommen lassen. Der aber das wäre doch auch übel, wenn die dann Lichtjahre durch den Weltall reisen, nur um die Anusse von Kühen zu essen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist so ein Nebeneffekt-Snack. Das ist so Tradition. Du fliegst zur Erde, musst einmal Anus essen. Und dann hinterher, wenn die zurückkommen, die Raumfahrer sagen, oh, rein drin gefallen. Ne, so. Und das Restaurant heißt, es rumpelt im braunen Salon. Vielleicht sehen wir das aber nur verkehrt, mal so nebenbei eingeworfen. Mhm. Wir sehen immer nur das Endresultat. Also, dass dann irgendein Tier, eine Kuh, ein Rind, ein Pferd, je nachdem, dann verstümmelt irgendwo rumliegt. Vielleicht ist das einfach nur so ein Vorgehen, so wie wir denn, ich meine, wenn man irgendwann mal in die ärztliche Berufung gehen möchte, man zerschneidet irgendwelche Frösche und so ein Schnickschnack alles, was dann auch klassenweise immer vonstatten geht und jedes Jahr immer das Gleiche ist. Wie viele Menschen, jüngste Menschen haben schon ihre Frösche seziert? Ja. So, und zum Endeffekt bleibt ein sezierter Frosch übrig, wo andere zu sagen würden, um Gottes Willen, was macht ihr denn da für einen Quatsch? Ja. So, und sowas passiert vielleicht da genauso, dass das so eine Art Schulung ist oder eine Weiterbildung. Wie entführt man zum Beispiel Lebewesen? Wie kann man da was entnehmen? Aus welchen Gründen auch immer? Entweder haben die vielleicht zu Hause, ich gehe jetzt einfach mal ganz frech davon aus, wenn das jetzt wirklich eine andere Rasse ist, die von außerhalb kommt, die einfach jetzt sich einfach mal gesagt hat, okay, wir nehmen einfach mal Lebewesen von der Erde. So, sprich mal ein Rind, was auf der Weide steht, mal ein Schaf, mal ein Pferd, keine Ahnung, was nicht alles. Und immer passieren die gleichen Sachen. Immer fehlt irgendwie ein Auge, eine Anus. Also das hat ja irgendwie Methodik, sage ich einfach mal, für die Sachen, die wir denn finden. Also kein Blut und keine Spuren ringsrum, also sowas in der Art. Ja. So, vielleicht ist das wirklich einfach nur so eine, nicht ein Forschungsprogramm, nicht, dass sie nicht wissen, wie so ein Tier funktioniert, sondern einfach, da lernen welche. Das ist wie eine Schulklasse, die einen Ausflug macht. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist interessant. Das ist sehr gut, ja. Deshalb passieren weltweit auch immer die gleichen Sachen, denn größtenteils, wenn die Tiere gefunden werden, wenn man so hinschaut, da fehlt ein bisschen was an der Lippe zum Beispiel oder ein Auge fehlt und so weiter. Das wiederholt sich immer wieder und das seit ewigen Zeiten schon, sag ich einfach mal. Genau.
Also die und was ja auch ein bisschen dafür spricht, abgefahren, aber ist die einzige, die wirklich Sinn macht. Ich finde, ja, gut. Ja, ne? Dann würde es auch Sinn machen. Ich hoffe nur nicht, dass dann nach den Tieren irgendwann dann auch mal die weiterentwickelten oder wenn die dann auf eine andere Stufe ihres Lernens hochkommen, dass sie dann mal so andere Säugetiere, so zweibeinige, dann auf einmal entführen. Und so. Ja, ja, gut, das ist auch mein Gedanke. Ja. Danke. Da muss ich mal kurz einwerfen. Angeblich, sag einfach mal, also das kann ich leider nicht zu 100% bestätigen, soll es wohl einen Fall gegeben in Brasilien, ja, meines Wissens, in den 70ern oder? Habe ich auch berichtet, ja. Genau, genau. Da gibt es auch ein Bild oder mehrere Bilder von, wenn man auf der Suche geht. Da soll es also schon mal einen menschlichen Fall gegeben haben in der Art. Ist so, und, ja. Und das Schlimme ist, der lag ja auch da und wurde nicht angegriffen von Askayern. Ich meine, die Bilder sehen schon ganz schön heftig aus. Für Leute, die sich, sagen wir mal, jetzt nicht so mit den Sachen so extrem beschäftigen, die könnten sich ein bisschen erschrecken, sag ich einfach mal, aber es ist wirklich interessant. Und weil ich noch kurz zuletzt einwerfen möchte, bevor ich mich wieder ein bisschen zurückhalte, zu den Auffindeorten der Tiere zum Beispiel, wo man sagt, okay, wie kommen die jetzt dahin, wo sie denn gefunden werden, weil ja keine Spuren da sind, keine Reifenspuren, keine Fußspuren, selbst die Hufe fehlen von den Tieren selber. Es existieren Bilder, wo ich aber nicht genau weiß, wo die jetzt herstammen, dass zum Beispiel entweder Kuh oder Rind auf dem Telegrafenmast oben drauf liegt. So richtig, als wenn die vom Himmel gefallen ist und peng. Ja. Oder auf einem großen Zaun und so weiter, wo man sich sagt, okay, so ein Tier wiegt ja wirklich viel. Da kann ich nicht einfach mal kurz hingehen oder Spaß, das einfach mal so ein Telegrafenmast hochhebeln, um das da irgendwo abzulegen da oben. Ne? Und das sind so interessante Kleinigkeiten, wo wir sagen, ja, muss nicht überall so sein, aber manche Sachen sind einfach vielleicht entsorgt worden, also beim Vorbeifliegen einfach raus. Also ich kenne da zwei Fotos. Einmal, da war ein Reh, ein Typhoonmast, glaube ich, gewesen, habe ich auch schon gesehen. Und dann, ich glaube, noch eine Ziege, habe ich auch schon mal gesehen im Internet. Die wurden auch in so einen Kabelmast gefunden halt. Ne? Und 10, 15 Meter Höhe halt gewesen. Ja. Ja, könnte man in die Kategorie einsetzen, in diese Tierverstümmelung. Na gut, wir wissen aber jetzt nicht, wie die Tiere da ausgesehen haben. Wir haben ja nur die Fotos gesehen, dass sie auf einem Kabelmast hängen. Ja, und die haben ja keine anderen Fotos gezeigt. Aber ich muss nochmal zu was du jetzt gerade gesagt hast, nochmal ergänzen über die verstümmelte Menschen. Da habe ich ein Video gemacht. Das hat mir YouTube runtergenommen letztes Jahr. Ich habe 5, 6 Fälle herausgefunden und die meisten, wie du schon sagst, aus Brasilien. Da waren sogar 2 Männer verstümmelt worden, eine Frau, dann ein Mann in Russland und natürlich eventuell die Jatov-Pass-Gruppe, eventuell, die habe ich jetzt so mal reingefügt, aber das ist jetzt nun erstmal offen mit den Jatov-Pass-Gruppe, ob die jetzt Opfer geworden sind, auch von dieser Verstümmelung, also auf jeden Fall die Dominia, ne? Ja. Dieses Video wurde mir leider von YouTube runterbekommen, eine Verwarnung bekommen, sowas wieder zu posten, da wo Menschen auch so genauso verstümmelt werden. Und das ist auch definitiv der Fall. Ja, ich auch der Meinung, dass Menschen da keinesfalls ausgenommen sind aus solchen. Absolut gar nicht. Gar nicht. Und ich wage auch noch zu sagen, dass einige Missing 411-Fällen dazugehören. Nicht alle, aber einige. Kann man dazu zählen. Ja, bin ich eigentlich auch deiner Meinung, muss ich sagen. Also ich beschäftige mich ja auch mit Missing 411 noch nebenbei und wenn man 1 und 1 zusammenfügt, dann kann man leicht auf so eine Ergebnisse kommen. Natürlich, man muss sich noch ein bisschen beschäftigen, die ganze Fälle zusammentragen. Und ich habe zum Beispiel auch mit der Tierverstümmelungsserie, ich habe erstmal vor 1,5 Jahren, 2 Jahren erstmal die Verstümmelung angeschaut, die Raubtiere machen und sadistisch veranlagte Menschen, also diese Pferderipper. Ja. So, jetzt habe ich erstmal unterscheiden müssen, was ist eine seltsame Art der Verstümmelung, wie sieht die Verstümmelung aus, wenn das bekloppte Menschen machen, also hier perverse, aus satanische Rituale, und wie sieht das aus, wenn Raubtiere arbeiten? Ich habe hunderte Fotos erstmal aussortieren müssen. Was kann ich in meine Videos reinnehmen? Was kann ich wegschmeißen? Wie gesagt, aber ich kann so viele Videos darüber nicht machen, weil es besteht die Gefahr, dass gemacht wird. Ne? Ja. Und mein Kanal ist wirklich nicht das Allerbeste für Leute, die jetzt Spaß haben wollen. Mein Kanal ist wirklich ernst gemeint. Und kleiner Vorschlag zu deinem gelöschten Video. Es wurde hier gerade im Chat gefragt, ob es einen Alternativlink gibt.
Wäre vielleicht die Möglichkeit, dass man das mal auf der Mystery-Banden-Seite postet? Ist jetzt nur eine Frage. Das, Also das Video habe ich ja, also das ist ja, nur ich darf es nicht auf YouTube posten. Ja, aber ich könnte es in eine andere Medienplattform hochladen, weiterleiten. Bitchkute oder sowas kannst du da dich anmelden und da. Ja. Wäre klar, so eine Alternative, wenn die Videos gesperrt werden. Also ich musste da auch schon Videos entfernen, weil da YouTube seine Richtlinie da durchgezogen hat und das ist leider so. Auch bei dir, ja? Ja, war letztes Jahr, glaube ich, ne? Wo ich weil da wirklich was es scheint ja auch eine Menge Leute zu geben, die das Video mal interessieren würde. Also, ja, klar, das könnte ich machen. Und das ist wirklich nicht schön, da muss ich euch warnen. Man kann es also vielleicht bei Bitchkute hochladen, mal gucken, ob er akzeptiert, sonst müsste man da eine eigene Alternative finden. Ne? Also wir kennen das Problem. Leute, wir haben das Thema unheimliche Begegnungen und am Anfang des Chats haben welche gefragt, ob welche von uns schon solche Erfahrungen machen durften. Und ich habe vorhin schon mal gesprochen gehabt, bevor wir den Livestream begonnen haben mit Vic, der wollte damals was dazu sagen. Und zwar hatte der was sehr Ungewöhnliches erlebt. Ist das richtig so, Vic? Das ist richtig so und ja, ist jetzt ein harter Cut für dich, ne? Zum Thema Verstümmelung. Ja. Aber kommen wir einfach mal zurück zum Thema unheimliche Begegnung. Also meine erste unheimliche Begegnung, in dem Sinne hatte ich nur eine wirkliche 1:1 Situation, was man als unheimliche Begegnung beschreiben kann. Aber die Geschichte, die ich danach erzähle, ist vielleicht nochmal ein bisschen interessanter. Also, in meiner Familie war das sowieso immer ein Thema, dass es Geistersichtung gab oder seltsame Phänomene, über die man gesprochen hat. Es war also bei uns niemals so ein Thema, was ein Tabuthema war. Ich kann mich erinnern, da war ich 13, 14 Jahre, also ein junger Teenager, da war ich allein zu Hause. Ich habe da in meinem Zimmer, war eigentlich sehr groß, da habe ich mit dem Fußball gespielt. Ne? Hochgehalten, hast du nicht gesehen. Und Das war einfach ein Moment, wo ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Hier stimmt was nicht. Also mir wurde eiskalt, ich habe eine Gänsehaut gekriegt und ich fing an zu zittern, aus nichts. Ja? Und es war einfach nur dieses Feeling, ey, irgendwas passt hier nicht. Ich hatte mich umgedreht und auch wenn die meisten mir nicht glauben werden, aber ich habe da echt Geist gesehen, ne? So, das war eine Gestalt. Ich wünschte, ich könnte euch das beschreiben. Das war wie so ein Nebel. Man hat eine Form erkannt, man hat irgendwie, ja, man hat was erkannt, aber es war nicht dreidimensional, ne? Es waren keine Vertiefung, keine Schattierung, trotzdem hat man eine Form erkannt, ein Gesicht erkannt und es kam mir vor, als hätte sich dieses Wesen, Geistwesen vor mir erschreckt, Mund auf, also wenn ich jetzt noch erzähle, ich merke, ich kriege eine Gänsehaut und ich werde dann ein bisschen hibbelig bei dieser Geschichte, also es geht mir bis heute noch echt an die Nerven, ne? So, und es ist dann wie ein Staub zerfallen. Es ist wie ein Staub zerfallen. Ich wollte losschreien, ich konnte nicht. Ich konnte nicht schreien. Ich war erstarrt vor Angst im wahrsten Sinne des Wortes. Und das dauerte knapp 10, 20 Sekunden, bis ich wirklich schreien konnte und bin dann losgerannt. Ne? Und ich meine, ich war jetzt nicht so alt, aber als Teenager war das dann schon vielleicht ein bisschen peinlich, dann heulend rauszulaufen. Und es war mitten in der Nacht, ich dachte, keiner hört mich oder sonst was, so meine Eltern waren weg, aber meine Nachbarn waren draußen, haben Bier getrunken, also die, nicht die Kids, sondern die Elternkids und die haben mich dann abgefangen, haben gefragt, was passiert ist, bla bla bla, so, ne. Aber Josef, denn eher so ein Schattenwesen oder eher doch Richtung Geist? Es war wie ein Nebel, so ein grauer Nebel und als es dann zum Boden gegangen ist, wie so ein Haufen Sand, ne? Wie so ein Haufen Sand, also das hört sich total irre an, aber das habe ich gesehen. Na, und ich schäme mich auch nicht, das zu sagen. Nö, ist auch richtig, und solche Sachen hatte ich auch, verschiedene Begegnungen. Und ich behaupte auch nicht unbedingt, dass es ein Geist war. Vielleicht ist es auch nur eine Einbildung. Aber dieses Phänomen, dass Menschen so etwas sehen und erleben, gibt es weltweit und das haben so viele. Selbst wenn es nur eine Einbildung ist, ist es ja auch nichts Schlimmes. Das ist ja das Problem an so Sachen, dass viele Menschen sich da auch nicht trauen, weil die sehen irgendwas, ob es nur erstmal nur Einbildung ist oder ob Tatsache irgendwas stattgefunden hat. Man muss ja damit erstmal jemanden erzählen und dann kann man ja im Nachhinein rausfinden, ob das jetzt wirklich nur eingebildet war oder ob da tatsächlich irgendwas stattgefunden hat. Weil es gibt ja nur Leute, die sammeln auch so eine Fälle und können dann sagen, ja, du bist nicht der Einzige, der das genauso schon mal erlebt hat.
Vic, hast du da noch was sehen können? Weil du meinst, du hast gesehen, es fällt zusammen in Staub. Gab es da irgendwie noch mal Reste davon oder irgendwas? Nix, gar nichts. Gar nichts, ne? Überhaupt nichts, ne? Okay. Deswegen könnte man sagen, hier, alles Kopfsache, ne? Ja, genau. Da wären wir auch wieder bei dem Thema, ne, gerade in Deutschland, wer will sowas freiwillig erzählen, gerade als Spinner herabgestempelt zu werden? Ja. Und, ich kann mir echt vorstellen, dass es viel mehr ist. Also ich leider, es sei denn, ich habe es verdrängt, kann mir jetzt bewusst von solchen Dingen nichts berichten, leider. Aber ich kann mir vorstellen, dass es viel, viel mehr gibt. Man hört ja ab und zu auch als Kind damals die Gruselgeschichte von Leuten, wo sie angeblich was gesehen haben. Ne? Oder von anderen Leuten, anderen Ländern. Ne? So der Vater vom Kumpel in Schottland, der hat auch so eine Geschichte erzählt, wo er jung war. Ich krieg die nicht mal ganz mal auf die Reihe. Aber wir haben so einen Jungen, der im Fluss stand und gewunken hat. Und hat er im Nachhinein erzählt, dass da irgendwann vor Jahren ein Kind ertrunken war am Fluss. Und dass er schon mal öfters mal gesehen worden ist. Dass gerade bei uns in der Gegend das gar nicht mehr traditionell ist, sowas zu erwähnen. Ja, weil einfach der mediale Hype zu heftig wäre. Ja, das sind so für diese Phänomene, die ich selber auch schon als Kind mal erlebt habe, so mit der weißen Frau, wo dann die Tante dann verstorben ist, die sich noch mal kurzerhand gemeldet hat. Das sind wirklich Berührungen, also wirklich ein Phänomen, die wirklich unter die Haut gehen. Und der Mick, der hat ja viel eigentlich auch mit diesen Ghost Hunter Teams zu tun. Und da gibt es einige Geschichten darüber zu erzählen. Und du hast da einiges schon gehört oder selber vielleicht schon was miterlebt, ne? Mick. Ja, das wohl wahr. Also erstmal muss ich mal sagen, dass der Umgang mit so einem außergewöhnlichen Phänomen in den verschiedenen Ländern komplett wirklich sehr unterschiedlich ist. Hier in Deutschland, wie gesagt, wird man entweder ausgelacht oder man wird in eine Ecke gestellt, sage ich einfach mal, wenn man jetzt so eine Geschichte erzählt. Ist man jetzt zum Beispiel in Schottland, da kann man sich wirklich auf offener Straße mit den Leuten einfach darüber unterhalten, mit so einem außergewöhnlichen Phänomen. Da kommen also auch viele und sagen, ja Mensch, ich habe bei mir auch zu Hause auch sowas erlebt. Oder ich war unterwegs oder bei mir auf dem Dachboden oder egal wo. Jeder hat irgendwo so eine kleine Story schon zu erzählen, die man dann auch ganz offen, ganz normal sich darüber austauschen tut. Ich war vor 3 Jahren in Schottland gewesen, also von Paraworld, so als ist so eine kleine, ich sag mal, Forschungsreise mit einem guten Freund von mir. Und um mal zu sehen, was steckt eigentlich hinter diesen sogenannten Ghost Hunter Sachen? Existieren Geister und so weiter? Oder wie kann man da wirklich eventuell rangehen mit Instrumente oder sonst irgendwelche Sachen? Und ich bin total unvoreingenommen an die Sache rangegangen. Also nicht nach dem Motto, ach, Geister gibt's nicht oder ich stehe auf Geister, je nachdem. Ich war einfach auf Null, um zu sehen, was passiert eigentlich? Oder passiert überhaupt irgendwas in der Art? Und ich muss sagen, wir waren 14 Tage da drüben an verschiedenen Locations mit einem einheimischen Ghost Hunter Team, die uns auch eingeladen hatten. Und wir haben wirklich verschiedene Sachen untersucht und auch erlebt. Und ich persönlich an meinem eigenen Körper kann sagen, ich habe sehr körperlich gespürt. Und wo ich mir denke, also im Endeffekt würde dich jeder jetzt würde sagen, ja klar, komm, spinn mal weiter. Ne? Aber ich habe die Sachen eben, ja, wie soll ich sagen, eine Begebenheit gehabt, die wurde auch aufgezeichnet, oder mit mehreren Kameras, da hat man so eine kleine, ich sag mal, so eine Großhunter-Untersuchung gemacht und wie man mittlerweile feststellt, dass Geister, sag einfach mal, um das einfach auszudrücken, gerne mal Energien abziehen, sprich Batterien, Akkus, alles, was irgendwo so Strom erzeugen kann, wird einfach runtergesaugt. Also die sind plötzlich leer, obwohl sie komplett voll waren. Dieses Vorgehen hat es mehrfach passiert bei Kameras, bei anderen technischen Geräten, Laptop und so weiter. Und ich habe das immer so als, naja, kann sein, wenn es draußen vielleicht zu kalt ist, dass dann der Akku schneller leer geht und dies und das. Und dann habe ich das persönlich erlebt, bei mir das plötzlich angefangen hat zu kribbeln in den Händen. Ich hatte eine Videokamera in der einen Hand und mit nagelneuen frischen Batterien drin, waren voll aufgeladen, ganzen die Balken. Und ein Kumpel von mir schräg hinter mir, hat die Sache gefilmt, wie die Balken immer leerer wurden. Und bei mir haben die Hände gekribbelt bis zu den Ellbogen hoch. Und was eigentlich nicht passieren kann, wenn die Batterien alle sind, sag einfach mal, dann kann man die nur rausnehmen und entfernen oder also wegschmeißen oder so. Und die haben sich wieder aufgeladen. Und zwar in einem Rhythmus von 1 bis 2 Minuten. Die sind also wieder von total null auf wieder komplett hoch. Also und man konnte das Gerät danach wieder benutzen. Also es ist ungefähr so, die haben sich komplett leer gesaugt. Die Akkus, ja. Aber dann wird es selbst hoch aufgeladen oder so. Das ist und danach wieder komplett hoch. Und das habe ich nicht alleine nur gesehen, das wurde auch gefilmt. Ich habe dir gesagt, du, schaut mal hier, da passiert jetzt gerade was bei der Akkuanzeige und so weiter. Und es sind auch verschiedene andere Sachen auch gleichzeitig in den Räumlichkeiten passiert.
Also da, wo ich sagen, tue für mich selber, kann ich mir nicht erklären. Es war also nicht so kalt, dass man sagen tut, okay, jetzt gehen die Batterien runter und dies und das. Das war ganz normal beheizt, sag einfach mal. Und ich kann mir das bis heute nicht erklären. Und da hatten wir so verschiedene Vorfälle und Begebenheiten in diesen 14 Tagen, wo ich bis heute sagen kann, für mich selber jedenfalls, es ist einfach unerklärlich. Ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt sofort alles glaubt und ich hinterfrage lieber dreimal. Und dann denke ich trotzdem nochmal nach, sag mal, kann das wirklich so passiert sein? Und das war einfach, sind so Kleinigkeiten, wo ich sage, Mann, es gibt schon seltsame Geschichten. Ne? Ja, solche ähnlichen Erfahrungen hatte ich ja auch. Erzähl mal. Ja. Ich bin ja August-Hunter. Und dass oft Kameras leer sind, die gerade geladen sind oder so. Oder ich war auf eine Burg, die haben oben eine Spiritbox im Laufen gehabt und schlagartig war die Batterien leer. Die waren ganz neu. Ja, ich sag, dann gehe ich mal im Keller, hol mal neue. Bin ich alleine runtergegangen. Ich habe ja bei so Untersuchungen eigentlich gar keine Angst. Eher selten. Dann war ich irgendwo auf so einer Zwischenetage, auf einmal klopft mir jemand auf die Schulter. Und ich dachte noch, mich da jetzt jemand verarschen, weil wir haben unser Team aufgespalten, die einen waren oben, die einen waren im Folterkeller irgendwo und ich dachte, ja, dreh mich um, da war aber niemand. Das ist unglaublich, wenn man sich das vorstellt. Ja, und da habe ich so ein bisschen Gänsehaut gekriegt, ja. Aber egal, ich bin in den Keller gegangen, habe Batterien besorgt, wieder nach oben. Sag mal, du bist Ghost Hunter, ne? Ja. So, komm noch mal einmal kurz zurück in der zweiten Geschichte. Ich versuche, die ganz knapp zusammenzufassen. Das war in einer Wohnung. Da habe ich eine Zeit mal alleine gelebt, dann wieder mal in einer WG, alleine WG, so. Das heißt, ich hatte da auch öfter mal Mitbewohner und die konnten das bezeugen. Die haben so etwas auch erlebt, ne? Und ich musste die gar nicht ansprechen, die kamen irgendwann zu mir und dann, ey Vic, ne, du lebst ja schon länger, sag mal, ist dir ganz vielleicht mal irgendwie was aufgefallen, wo du denkst, hä, das kann doch nicht sein, so, ne? Und wir hatten ganz klassisch, dass mal irgendwas vom Regal runtergeflogen ist, was ganz klar mitten auf ein Regal gelegen hat und mit Kraft weggeflogen ist, solche Geschichten. Aber was wir immer wieder hatten, da hatte ich, glaube, da haben insgesamt fünf Leute mit mir öfter mal mitgekriegt, akustische Phänomene. Das heißt, du hörst Stimmen, aber die können definitiv also nicht von der Wohnung nebenan kommen. Dieses körperlose Stimmenphänomen, was man am Ohr hat, man zeichnet es nicht auf. Das habe ich auch gehabt. Wir waren da mal in der Ehrenanstalt irgendwo gewesen, aus dem 18. Jahrhundert. Und wir haben alle dieses körperlose Stimmenphänomen gehabt, aber auf keine Kamera, auf keinem Tonbandgerät, nirgendwo war was drauf, ne? Ja. Aber alle haben es gehört. Ganz ja, komisch. Ja, genau. Genau. Und das können echt mehrere. Deswegen kann ich hier sagen, okay, ich bin jetzt nicht verrückt, sondern das haben echt viele mitbekommen. Nee, ich nehme dir das so ab. Also wirklich Sachen wie Tür ist aufgegangen, Tür ist zugegangen. Haben wir geguckt, wer kommt da rein? Ne? Wir sind die Einzigen mit Schlüssel. Keiner, niemand so, ne? Und ja, so ganz krasse Sache halt, ne? Aber wie kann so etwas kommen? Ich meine, gut, du hattest ja zu einem erwähnt, bei Geisterphänomenen, Energie wird gezogen, Wärme wird gezogen, Akkus werden gezogen, aber bei solchen Stimmphänomenen, das ist... Ja, das ist auch wird einfach nur umgewandelte Energie. Also, muss auch gucken, was war an diesem Ort vorher? Wie alt ist das Haus? Waren da irgendwelche Geschichten, Vorkommnisse? Ist da jemand gestorben? Oder war irgendwas, bevor das Haus gebaut wurde? Kann ja ein Römeracker gewesen sein, wo eine Schlacht stattgefunden hat. Oder bei den Germanen. Also das war ein Waffenlager. Also nicht die Wohnung an sich, sondern dort, wo die Wohnung steht, war vorher ein Waffenlager aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, zum Beispiel. Ja, das reicht doch schon. Ne? Wenn da irgendwas war, irgendwas vorgefallen ist, dass einer, der da verstorben ist, da irgendwie noch hängt. Ne? Mhm. Das sind quasi auch so unheimliche Begegnungen mit Soldaten. Wie aus dem Zweiten Weltkrieg, da gibt es auch diese Orte, wo... Ja, da gibt es ganz viel. Ich habe hier 10 Minuten von mir entfernt mit dem Auto, habe ich eine alte Flakstellung. Da war ich schon oft auf Untersuchungen und da begegnet mir immer ein Soldat. Ne? Mhm. Und ich rede dann auch wirklich so im Soldatenjargon mit denen, weil dann kommen die irgendwie, komischerweise. Ich habe den auch mal abgelichtet, einmal in Infrarot und einmal auf einer anderen Position in Full Spektrum. Kann man dann die Materialien auch irgendwo einsehen? Genau, das wollte ich auch fragen. Ja. Nee, das habe ich alles auf dem Rechner hier. Ich soll euch das mal zur Verfügung stellen. Müsst du mal hochladen bei dir. Ja, definitiv. Ja, finde ich auch. Aber ich habe noch eine spannende Geschichte. Also ich habe ja gut viele Klienten und Freunde, die irgendwas erlebt haben und die ich begleite. Ich kann jetzt keine Namen nennen, weil die wollen das alle nicht.
Na, auf jeden Fall, die Person, die da im Haus wohnt, die haben im Keller so ein Schlafzimmer gebaut mit so einer Wendeltreppe nach unten und hatten da ein Schlafzimmer. Und dann ist die nachts wach geworden und dann standen zwergenhafte, schattenhafte Figuren um das Bett herum und haben sie beobachtet. Also man könnte jetzt meinen, ob das jetzt Geister waren oder diese berühmten Schattenwesen oder Hutmenschen. Von diesen Schattenwesen, aber, da wird auch oft berichtet eigentlich. Ne? Von genau, aber das waren jetzt, ja, die Hutmenschen sind ja meistens die, ja. Die dann, die haben Hut auf, die steuern diese anderen Schatten. Ja, liebe Community. Aber die waren jetzt zwergenhaft, die sahen wohl kuttenhaft aus und die standen um das Bett rum, haben eigentlich so nichts gemacht. Die und irgendwann sind die abgerauscht, irgendwie die Wendeltreppe nach oben und dann sind die am Kleiderschrank vorbeigehuscht und die ganzen T-Shirt-Stapel, die sind rausgeflogen, obwohl die ganz press gepackt waren. Also die Person ist eine ordentliche Person und hat die schön gefaltet, gebügelt, die T-Shirts, und wirklich press in die, im Regal oder im Schrank da gestapelt, und plötzlich springen die alle raus, als die Schatten da vorbeihuschen. Ja, Quipus. Das könnte ja, ganz still geworden. Ich würde mal versuchen, interdimensionale Wesen oder, ja, ich würde weniger als Geist, auf Geister tippen. Was sagt ihr so dazu? Ja, also machen wir das Thema. Wisst ihr was über Schattenwesen? Quipus mal ins Gespräch kommen. Ich finde das spannend, dass ihr da alle schon solche Erlebnisse hattet oder welche kennt, die solche Erlebnisse hatten, euch geschildert haben. Ich habe da überhaupt keinerlei Erfahrung mit solchen Sachen, dass ich mal nachts wach werde und komische Schatten vor meinem Bett sehe oder Gestalten, die daher wuschen, und wenn man dann ganz wach wird, sind sie wieder weg. Ich denke, das hat jeder, aber das Phänomen, was ihr beschreibt, scheint ja dann doch ein anderes zu sein, wo man dann auch zumindest anhand der Sachen, die da aus dem Schrank gefallen sind, dann noch andere Anhaltspunkte hat. Weil ich gehe mal davon aus, wenn ich solche Schatten sehe, jo, bist noch nicht ganz wach, bist ja noch halb am Pennen, völlig normal. Und das halte ich auch wirklich völlig normal, dass fast alle Leute das sehen, so im Halbschlaf irgendwelche Schatten entdecken, die dann sich irgendwann wieder auflösen. Das halte ich jetzt nicht für irgendwas Paranormales. Ich denke mal, das kennt fast jeder. Oder vielleicht kennt es ja doch nur ich weiß nicht, aber ich vermute mal, das kennt jeder. Aber wenn ich diese Geschichten da höre, dass da wirklich Sachen, die im Zimmer vorhanden sind, wie Wäsche oder so, dass die dann mit diesen Schatten interagieren, ja, da frage ich mich immer, habe ich noch nicht erlebt, möchte ich das mal erleben? Oder möchte ich das lieber? Das ist wäre dann so, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja, ich denke, du wurdest nicht gefragt. Und das passiert Neugierde einfach. Her, auf jeden Fall von unserer Neugierde her. Oder auch dieses auf die Schulter tippen. Obwohl, okay, das Gefühl kenne ich auch, dass ich das Gefühl habe, dass mir irgendjemand von hinten eine Hand auf die Schulter legt. Das kann ich mir auch so ganz normal mit Nerven, Muskeln, Zuckung und sonst was erklären, dass ich da nicht. Nee, aber das war ganz deutlich. Also hat richtig tack, tack, tack gemacht, ne? Naja, aber aber gut, es gibt dieses Phänomen. Ich bin halt skeptisch, es gibt dieses Phänomen, wenn dich jemand von hinten anguckt, dass man erkennt, dass man angeblickt wird, ne? Ja, richtig. Und genau. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das funktioniert, ne? Ja. Gruselig wird es natürlich. Aber wie das funktioniert, weiß keiner. Wenn ich jetzt so tak, tak, tak auf meiner Schulter spüre und ich drehe mich um und da ist keiner, dann würde ich mir auch nie einen Kopf drüber machen, ob da Geister oder sonst was sagen würde. Ja, irgendwelche komischen Muskelzuckungen hat man schon mal. Damit ist der Fall für mich dann erledigt. Ja klar, aber wenn du dann gerade auf dem Schloss bist oder so, dann... Ja, auch dann, Also das ist ja immer so, wenn ich dabei bin, war jetzt mal mit einer Truppe los zum Gläserrücken, ist schon ein Weilchen her. Da hat sich nichts bewegt, als ich dabei war. Und ich kenne Gläserrücken von anderen, dass sich das Glas bewegt und so. Und ich glaube das auch, dass ohne absichtliches Schieben unterbewusst dieses Glas bewegt wird. Aber sobald ich dabei bin, passiert da gar nichts mehr. Ich muss sowas von negativen Einfluss auf diese Geister haben, dass alles weg ist, ja, wahrscheinlich. Muss man deine Aura reinigen lassen. Ich hab mal jetzt noch eine Frage aus dem Chat. Die würde ich jetzt hier gerne mal reinwerfen. Und zwar Libelle fragt, sie hat drei Kater. Manchmal schauen die etwas hinterher, was sie alle drei zu sehen scheinen, sie aber nicht. Okay. Das macht denen allerdings auch keine Angst. Was könnt ihr dazu? Da könnte ich was zu sagen. Entweder spielen die Katzen und diese 5 Minuten, die sie haben, aber Katzen können im ultravioletten Bereich wahrnehmen. Das ist dann fast wie eine Full-Spektrum-Kamera, die von Infrarot bis Ultraviolett wahrnimmt.
wo man dann Geister mit aufnehmen kann, wenn man welche erwischt. Und genau, Hunde und Katzen können dann diesen Bereich wahrnehmen. Es könnte da was sein. Das ist ja immer mein so. Mein Kater, ich hatte auch mal einen Kater, der verstorben ist. Der ist dann auch 5 Tage danach hier mehrmals aufgetaucht und auch mal wochenweise, jetzt lange nicht mehr. Aber der war auch hier und die haben dann hier auch geguckt, die anderen Katzen, die ich dann hatte. Ne? Ja, Tiere haben da einen ganz eigenen Instinkt, wenn es um emotionale, genau, Überwesen geht. Die spüren das auch, wenn etwas sich im Raum, ja, bewegt oder es gibt sich ja auch etwas die befindet. Tiere, die Tiere, die Erdbeben vorher wahrnehmen, ja, diese Infraschallschwingungen. Ne? Das erlebt, ja, man eigentlich das auch. Das kann man sich ja wissenschaftlich erklären. Mit, ja, aber so ist halt auch mit dem Sehen. Wir können uns ja nicht vorstellen, wie die, genau, Katzen oder wie die Hunde sehen. Genau. Aber man weiß durch Messungen, dass die im Infrarot oder in, besser gesagt im ultravioletten Bereich sehen. Genau, richtig. Und da kann man auch gut Geister erwischen manchmal. Ne? Ja, beim letzten bin ich ja dann wieder so skeptisch, dass sie ein anderes Farbspektrum haben zum Sehen. Okay, bin ich voll bei dir, ist alles wissenschaftlich, biologisch erklärbar. Aber ob sie dann da wirklich die Geister sehen, ich weiß nicht. Ja, also in der Fullspektrumkamera müsste man es ja dann auch relativ leicht immer einfangen können. Und es gibt ja noch wirklich kein Video, wo man wirklich deutlich sichtbar irgendein Phänomen hat, wo man mal sagen kann, oh geil, das schicke ich mal in den Kipo, der soll sich das mal angucken. Also es gibt da ein paar verschwommene Erscheinungen und solche Sachen. Aber ja, Erscheinungen sind ja immer verschwommen. Je nachdem, wie viel Energie die haben, erscheint auch nur der Torso, manchmal arm- oder beinlos, schwebend, manchmal nebelhaft, ne? Wie wir vorhin schon hatten, nebelhaft, ne? Dann gibt man dann ein paar Batterien, dann vollständig wert, Mensch. Genau, die brauchen Energie. Vielleicht sind die auch, haben die noch keine Ahnung, wie das funktioniert mit den Sichtbarwerden, ne? Das ist ja, das funktioniert ja auf Bewusstseinsbasis. Das Bewusstsein bleibt ja hinterher über, wenn der Körper gestorben ist, unser Biocontainer, ne? Übrigens, der Mythenmetzger hat gerade im Chat geschrieben, an dich, Kripus, gerichtet. Ich leite das mal weiter für den Mythenmetzger. Ich würde mir ich würde mir Gedanken machen, wenn selbst Entität nichts mit dir zu tun haben wollen. Ja, da habe ich mir wirklich schon mal Gedanken drüber gemacht. Also wenn es jetzt irgendwo wirklich gruselig spukt oder so und jemand möchte seinen Schloss verkaufen, wo es spukt und möchte, dass es eine Zeit lang nicht spukt, dann muss ich da wahrscheinlich nur eine Woche einziehen. Dann kann er die Hütte verscheuern und dann kann ich wieder ausziehen. Dann spukt. Wir suchen nach so einem Schloss und dann schicken wir dich dahin mit Kameras und all so ein Kram und dann wollen wir mal gucken. Ist aber nicht komm mit. Wollen wir mal gucken, wer abhaut oder der Geist. Kripo schreit, dass die Gebäude auch verlässt. Ich komme mit und spezialisiere mich auf die weiblichen Geister. Ja, 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 war klar. Und auf die hochgebrannten Geister. Dann siehst du diese ganzen Geister mit so einem Fake-Stempel auf dem Rücken aus dem Laden. Ja, genau, ja. Fake, weg mit dir. Der Wick wollte. So, was ich auffällig finde, ne? Das ist jetzt eine Frage an Kripos. Findest du das nicht auffällig, dass die Leute, die skeptisch dem gegenüberstehen, solche Erfahrungen null bis gar nicht machen und dann Leute, die, wie ich das vorweg erzählt habe, dass es in meiner Familie, dass ich so sozialisiert wurde, dass es sowas gibt, solche Erfahrungen dann machen? Ja, findest du das, das ist ein Zeichen dafür, okay, der ist sensibler, ne, weil er weiß, dass es sowas gibt oder geben könnte? Oder ist das ein Zeichen dafür, okay, der ist jetzt etwas leichtsinniger, was solche Sachen betrifft? Leichtsinniger würde ich nicht glauben, sensibler auch nicht. Aber ich denke mal, das, was man erlebt, spürt oder so, ordnet man anders ein. Genauso wie ich gerade gesagt habe, wenn mir jetzt jemand auf die Schulter dreimal klopft, ich drehe mich um und sehe da keiner, denke ich, oh, muss Gott gucken. Andere denken dann schon, oh, vielleicht war da jemand. Und wenn es dann im Keller passiert, vielleicht noch eher. Also es ist eine andere Einordnung dadurch, dass man selber glaubt, wahrgenommen hat und was man erzählt bekommen hat. Dadurch bildet sich ja so eine eigene Gedankenwelt, so eine Vorstellung. Und dadurch ordnet man Dinge einfach anders ein. Ob jetzt das eine besser ist oder das andere, müssen wir gar nicht diskutieren. Ich denke mal, das können wir gar nicht sagen. Aber das ist der Unterschied, dass einige wahrnehmen, deuten und andere nehmen vielleicht exakt das Gleiche wahr und deuten es völlig anders. Also ich muss sagen, jeder Mensch ist irgendwie ein Medium, sag ich jetzt mal so. Bloß jeder Mensch hat das unterschiedlich ausgeprägt oder einen Sinn dafür oder beschäftigt sich mit den Dingen mehr, dass dann die Sinne mehr ausgeprägt werden. Ja, durch unsere Erziehung, also Kinder erzählen ja auch viel über Wiedergeburt, ne?
Ja, also ich, und ich, später ich verschwindet das. Das ist einfach durch die, durch das Training oder durch die Gesellschaft, ne, das kann nicht sein, was da ist oder so. Ja, ja. Nee, man muss auch Kindern zuhören, wenn die in meinem Kinderzimmer einen schwarzen Schatten sehen oder so. Nicht sagen, du hast geträumt, da ist. Man sollte mal genauer zuhören. Ne? Ja, genau. Okay. Das ist nämlich zum Beispiel, ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt schon der Meinung, sowas wie Geister könnte es geben. Ich bin jetzt da nicht so skeptisch und sage von vornherein, nee, das ist alles Quatsch. Aber selbst ich muss sagen, ich hatte bis jetzt noch irgendwie weder eine UFO-Begegnung noch eine Geisterbegegnung. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich bin jetzt dem nicht grundsätzlich abgeneigt. Aber ich persönlich muss sagen, ich hatte sowas noch nicht oder ich habe es einfach nicht richtig eingeordnet. Mhm. Ja. Ja, oder du hast es richtig eingeordnet und die anderen nicht. Das ist ja die große Frage. Ja, das ist jetzt die Frage. Kann man ja nicht beantworten. Und wir jetzt hier auch nicht diskutieren, wer recht oder unrecht hat. Ja, genau. Nee, aber deswegen ist das ja ein Mysterium. Genau. Ja. Und deswegen beschäftigen wir uns ja damit. Aber man muss ja auch leider, man muss ja leider wie bei allen Themen auch sagen, es sind ja auch sehr, sehr viele schwarze Schafe unterwegs, ne, die ja, besonders sein cool. wollen, Geschichten erzählen, die faken, die wirklich Dinge total das fehlinterpretieren. Ne? Also ich muss sagen, ich bin, glaube ich, auch so stumpf wie der Kripus, was so Geister angeht. Da hatte ich leider nicht das Glück gehabt oder ich habe es einfach so stumpf nicht mitbekommen, obwohl sie mir auf der Nase rumgetanzt haben. Ja, aber gerade genau. im mysteriösen Bereich ist sehr viel Schwachsinn mit erzählt. Oder einfach wirklich dezent bekloppte, ja nicht, ne? Ja, UFO-Bilder, alles, was man heute fegen ja. kann und ach, das ist ja mittlerweile grauenhaft. Ja, auch mit Geistergeschichten, ne? Wenn jemand richtig gut erzählen kann und das richtig genial rüberbekommt, ne? Der kann den letzten Scheiß erzählen und alle sitzen da so, boah, krass, echt, ne? Und sowas versaut es dann, ne? Einfach, ja. weil dann können die Leute sagen, oh, der hat nachher gestanden, der hat nur Märchen erzählt, seht ihr, alles nur Märchen. Und das macht es in allen Bereichen oft so schade und so kompliziert, wirklich zu sagen, was ist das jetzt? Ne? Ist es wirklich, ist da jemand so empfänglich dafür, nimmt das wirklich wahr? Oder ist es einer von so vielen Betrügern oder jemand, der es einfach fehlinterpretiert hat und es einfach so wiedergibt? Weil viele Leute kriegen ja auch wirklich eine Fehlinformation mit, sehen das im Schatten, im Halbschlaf, bilden sich dann unterbewusst viel mehr rein und sind dann auch steinfein fast überzeugt, dass sie sagen, boah, da war so ein, ne? Bedroom-Gast und hat mir was vorgespielt. Und da okay. muss man genau forschen. Ja, da könnte man jetzt schon wieder bei den Dings. Es ist ja genau beides falsch, wenn du jetzt dieses Kind ansprichst. Das finde ich auch eine super Idee. Wenn das Kind jetzt sagt, ich habe nachts einen Schatten gesehen, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage ihm, was ganz viele machen, da war kein Geist gibt es nicht, du hast nur was gesehen. Umgekehrt fatal wäre es ja auch, wenn du sagst, oh, du hast einen Geist gesehen, pass bloß auf, dass der nicht wiederkommt oder guck hier und da. Beides ist ja so ein Extrem, in das eine oder in das andere. Ja, das sollte man so nicht niemanden, machen. Nee. Es gibt ja fast niemanden, der sagt, ja, keine Ahnung, was das war, muss man nächstes Mal genau hinken, hab keine Angst vor, der tut dich nichts, aber beobachte, das macht ja genau, kein Mensch man mit sagen, Kindern. Das tut ja hab keine Angst und man muss ja wertefrei erstmal... Genau, und das ne? macht man nicht, das macht man nicht. Nee. Weil wir ja alle durch die Vorgeneration irgendwie geprägt sind. Ne? Genau. Deswegen auch die ganzen Dämonengeschichten waren ja alle. Ne? Die Amerikaner sind ja ganz schlimm da. Man kennt ja TLC und diverse Sendungen. Aber da ja, kann auch wieder... Die sind ja auch dran, die Amis. Die werden von Reptilien regiert. Also die sind ja echt arme. Ja, genau so ist das. Aber Bezo, da kann... Wenn wir mal den Bezo mal einklinken. Bezo, die Frage jetzt mal an dich, weil die jetzt über... von unheimlichen Begegnungen sprechen, wie Geistern und irgendwelchen Phänomenen. Hast du selber auch schon was erlebt, wo du vielleicht damit einbringen könntest, wo du sagst, das ist mir jetzt ein bisschen unheimlich, sei es, wo du mal unterwegs warst oder so. Außer die Preise im Biergarten. Ja, ja genau. Also bin ich ganz bei dir. Also ich war schon an Gegenden, wo sowas eigentlich sein sollte, ich habe nichts gesehen. Aber was ich schon mal erlebt habe, das war aber wirklich ein schönes Erlebnis. Das waren die Geisterlichter von Ansing und ich habe das in irgendeinem Livestream schon mal erzählt gehabt. Das war wirklich schön. Also es gibt bei München gibt es einen Forst und das ist bei Ansing und da gibt es Geisterlichter und ich habe sie gesehen. Also das war wirklich ein krasses Erlebnis, weil wir alle, das war eine größere Gruppe, wir waren darauf eingestellt, das zu sehen und haben aber nichts gesehen. Und als wir dann das angefangen haben zu sehen, da waren wir alle so, boah, was geht denn jetzt ab und so, was, und krass, also das Habt ihr die aufgezeichnet? Nee, leider nicht, ne.
Könnten das vielleicht so Sumpflichter sein? Glühwürmchen? Also es gibt Theorien. Also das oder gibt es da Geschichten in der Gegend, dass da irgendwas mal stattgefunden hat in frühester Vergangenheit? Also gibt es, ja. Also da gibt es auch eine weiße Frau in der Nähe. Und das Schöne ist, das ist ein Riesenforst und der ist in so Quadrate aufgeteilt. Und man kann sich da in so Weg, also Waldpfade reinstellen. Und wir haben das da gesehen. Da gibt es eine Theorie, dass weiter hinten läuft eine Bundesstraße lang und dass dann die Lichter der Autos sich in den Wassertropfen, die an den Bäumen hängen, dass die diesen Effekt auslösen. Aber diese Lichter, die sind am Waldboden hin und her geflitzt, in verschiedenen Farben. Wollte ich gerade sagen, hatten die eine bestimmte Farbe oder wechselnd? Also die waren bunt, also das eine war blau, das andere war orange. Und blau hört man oft irgendwie. Ja, und die sind auf einen zugerast, aber hauptsächlich sind die von links nach rechts am Waldboden langgeflutscht. Und kannst du was zu die Geschichte sagen, ob da in dem Wald mal was passiert ist in Vorzeit? In dem Wald ist nichts passiert. Also zumindest mal eigentlich weiß, Römerschlachten, irgendwas. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Genau, also es ist war viel Geschichte da, aber es ist nichts passiert da drin. Also es gibt nichts. Und diese Geisterlichter, ob das wahrscheinlich ein natürliches Phänomen ist oder auch nicht. Es ist ein schönes Phänomen gewesen, was in mir Freude ausgelöst hat, weil es einfach schön war, dem Ganzen zuzugucken. Das ist ja gut, wenn du Freude verspürst und keine Angst. Absolut, also das war wirklich toll und uns ging es allen so. Ich habe dann auch recherchiert, aber da gibt es nichts. Also es gibt nichts, dass da irgendwas Schlimmes passiert ist. Ja, dann kannst du ja mal in Zukunft eine Kamera mitnehmen oder Fußball. Bin ich dann. Und dann gehst du da nochmal hin. Ja, bin ich dran. Also ich habe mit Horst Kevin, meinem Assistenten, schon geredet. Wir werden, ich weiß nicht, ob es dieses Jahr hinhaut, dank der aktuellen Situation, aber spätestens nächstes Jahr sind wir in Ansing und dann werde ich das Ganze auch filmen und euch mitnehmen. Und auch EVP machen mit einem Turmband, ne, Digitalgerät oder irgendwas. Ne? Für alle, die es nicht wissen, Horst Kevin ist der Sidekick von Peso. Yes, ist der Robin. Ich bin Batman. Egal, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, da Ergebnisse zu sehen von euch. Sehr gerne, ja. Ja, es ist wirklich so, dass diese Lichter immer wieder in Erscheinung treten. Man hört das immer wieder auch von anderen Leuten, die Lichter im Wald oder im Bereich Sumpfgebiete. Ja, jetzt hätten wir den Rolli hier haben müssen. Ja, der hätte da jetzt einiges ein bisschen einbringen können. Es gibt ja auch Urban-Geschichten und Urban-Legenden, auch in meiner Umgebung natürlich, oder von bestimmten Licht in einem Ort, wo nachts plötzlich ein Licht erscheint. Ich kann mich noch gut erinnern, kann die Geschichte mal kurz mal ansprechen. Es ist schon einige Jahre her, da wütete das Hochwasser in vielen Bereichen und da war einiges überschwemmt. So ein, zwei Wochen später hat dann jemand erzählt gehabt, da würden so seltsame Lichter rumschwirren und auch eine weiße Frau und ein binkes Schwein. Denke ich mir, irgendwas stimmt da jetzt gar nicht. Da dachte ich mir, ja, läufst du mal rein, so gegen abends, wenn es schon langsam dunkel geworden ist und guckst dir die Sache mal an. Also ich bin dann unterwegs durch Schlamm und Matsch durchspaziert und alles und habe mir diese Gegend mal angeschaut, ob ich das sogenannte Licht sehe. Gesehen habe ich leider nichts. Bin aber später draufgekommen, dass das ein Dorfscherz war von irgendwelchen Leuten, die einfach das Schwein rosa angemalt haben und dann einfach mal durchs Dorf gejagt haben. Ne? Und einer hat sich ein weißes Leintuch mit angezogen, weiß bemalt und ist da so rumgelaufen. Die haben die ganzen Dörfer so verrückt gemacht. Ja, ja und, was man so in Bierlaune alles so erfindet. Ne? Ja, das waren so quasi Jugendstreiche von irgendwelche und es gab da wirklich Personen, die hatten Angst. Ne? Und ich konnte das zum Glück dann aufklären, weil mir das schon ein bisschen spanisch vorgekommen ist. Ne? Und auch mit diesen Lichterscheinungen. Gut, es gibt diese Geschichten und diese Legenden natürlich auch, wo dieses Licht dann erscheint. Das ist, glaube ich, habe ich vor Jahren mal gesehen, dass es leuchtet so ein helles Licht im Wald auf, in der Dunkelheit und schwebt so leicht über den Boden und verschwindet dann wieder, als würde es langsam ausgehen. Also es ist so ein Phänomen. Vielleicht kann man das auch mit einem Naturphänomen in Verbindung bringen. Ja? Elektrische, magnetische Ladungen vielleicht, so etwas in dieser Art. Mick, von solchen Erscheinungsbildern oder solche Erscheinungen hast du sicherlich auch schon sehr oft gehört, bei dir in deinem Channel oder auf deiner Facebook-Seite, glaube ich. Ne? Oder vielleicht hast du selber schon Erfahrungen gemacht. Ja, ich hatte das mal bei Berlin, hatte ich mal so eine Art, ich sage jetzt mal, so eine Lichtsichtung gehabt. Es handelte sich um so eine, wie soll ich sagen, wie eine Kugel,
in orangen Farben, also nur so richtig orange, nicht blau, rot oder sonst irgendwas. Und die ist total lautlos zwischen zwei Bäumen. Ist hier schwebt, sag ich einfach mal. Von der Entfernung her, wo ich das gesehen habe, waren das vielleicht so, ja, rundgerechnet 80 bis 100 Meter. Und ich habe die zuerst nicht bemerkt gehabt, muss ich mal ehrlich sagen, weil ich bin so ein bisschen spazieren gegangen, war auch schon ziemlich spät. Und durch Zufall schaue ich dann nach vorne einfach mal so ein bisschen nach oben und da hängt das Ding einfach zwischen den Bäumen. Da dachte ich mir, okay, das kann jetzt kein Autoscheinwerfer sein oder sonst irgendwas in der Art. Der Mond war es auch nicht und auch nicht die untergehende Sonne. Das war schon kurz vor Mitternacht, sag ich einfach mal. Und ich hatte natürlich leider nichts zum Fotografieren oder Filmen dabei. Und diese orange Kugel hat sich einfach nur zusammengezogen, wurde immer kleiner und ist dann einfach verschwunden. Also die ist nicht weggeflogen oder Ahnung was, die ist zwischen diesen beiden Bäumen, so wie sie war, immer kleiner geworden und dann war sie einfach weg. So das ganze Schauspiel, sag ich einfach mal, hat vielleicht 3 Minuten, 5 Minuten, ich hab das nicht so, aber jedenfalls war nicht allzu lange, aber auch nicht in Sekundentakt. Also so in dem zwischen diesem Zeitraum. Und ich habe bis heute nicht wissen, nicht rausgekriegt, was das sein kann. Ich habe mich natürlich informiert, was ist auf der anderen Seite von diesem Waldgebiet. Gibt es da vielleicht eine Autobahn, eine Landebahn oder irgendwas in der Art, wo also Licht durch die Bäume vielleicht durchstrahlen könnte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht hat sich das nicht so entfernt. Deshalb ist es immer kleiner geworden. Aber das konnte nicht gewesen sein, weil hinter diesem orangen Licht, hinter diesem oder Kugel, waren auch Bäume. Wenn es sich zurückgezogen hätte, hätte durch Bäume durchfliegen müssen oder wäre abgeprallt oder sowas in der Art. Es wurde einfach immer kleiner, als wenn man aus dem Luftballon die Luft rauslässt. So in dem Dreh. Aber es war komplett lautlos und es ist nichts weiter passiert. Und ja, das war einfach nur verschwunden. Und dann hat es schon, boah, wie lange ist denn das her? Aber schon 30 Jahre, also wenigstens. Und ist vielleicht am besten zu vergleichen, die meisten, oder haben bestimmt schon mal gehört, von diesen Lichtern von Brieselang, was bei Berlin ist. Und so in der gleichen Art diese Sache auch gewesen. Muss nicht in Brieselang, sondern direkt am Rande von Berlin. Wenn du sowas zum ersten Mal siehst, dann denkst du dir auch, spinne ich jetzt? Was ist das? Das ja. ist so eine Lichtkugel, die fliegt da so entlang und denkst da erstmal, ja. boah, dann ein bisschen auch das Grusel, wenn es einem die Gänsehaut dann aufzieht, weil du nicht weißt, was es ist, ne? Und wie sich diese Erscheinung auch verhält, ne? Oh, also ich weiß nicht, das ist ja, hört man auch immer wieder von anderen Zeugen, mit denen ich auch schon gesprochen habe, von solchen Lichterscheinungen oder die aus den Wäldern plötzlich auftauchen, aus dem Nichts oder sogar uferähnliche Lichterscheinungen mit kugelförmigen Objekten. Ja, das ist alles und so man in diese weiß Verbindung. Nicht, genau, man weiß überhaupt nicht, wie man das schätzen soll. Also ich sage jetzt nicht, dass das eine UFO-Erscheinung war oder irgendwas in der Art. Das war einfach nur eine Lichterscheinung. Aber das war jetzt, ja, wie so ein Ball oder wie eine Kugel. Das hatte also komplett runde Form, sehr symmetrisch. Und das Leuchten, das Orange war jetzt nicht, als wenn da so eine Art Feuer dahinter wäre oder so keine direkte Bewegung der Farbe. Es war einfach nur eine Farbe und fertig. Und wie gesagt, diese Sache hat sich zusammengezogen, war verschwunden. Ich war damals mit meiner damaligen Frau unterwegs gewesen, die war also die Augenzeugin dazu, die ist aber leider verstorben vor ein paar Jahren. Da kann ich sie also nicht jetzt noch ranholen und sagen, hier erzähl mal selber. Bis wir waren beide zusammen unterwegs und sie hat diese gleiche Erscheinung auch gesehen. Ich brauchte sie nicht darauf aufmerksam machen, sondern sie hat sie, ich denke mal, sie hat sie ja schon vor mir beobachtet, weil wir sind da Hand in Hand lang spaziert und plötzlich ist sie wohl, ihr habt so einen kurzen Ruck, als wenn sie nicht erst stehen bleibt, aber plötzlich ist, lass mich schon mal. So in der Art. Mhm. Dann habe ich die Sache auch gesehen. Also war eine verwirrende Sache. Also das, weil ich das auch komplett nicht einschätzen konnte und bis heute auch nicht weiß, was es war. Also ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, dahinter gab es keine Straße, keine Landebahn, keinen Mast, der jetzt einfach mal irgendwo rutscht oder sonst irgendwas in der Art. Und es war auch kein Ding, das war ein dauerhaftes Licht, was dann wieder einfach nur kleiner wurde und denkbar. Ja, das ja, das kann alles Mögliche sein. Ne? Das kann was Natürliches sein, was man sich in dem Moment nicht erklären kann. Vielleicht was Interdimensionales, UFOs, Geister. Ja, und war auch nicht am Erdboden, also nicht wie man so manchmal hört, okay, so eine Art Sumpfgas, das schwirrt ja doch mehr über die Erde, sag ich mal, vom Hörensagen her. Das hing wirklich zwischen den Bäumen, also nicht oben an der Spitze und auch nicht ganz unten, so in der Mitte ungefähr. Vielleicht, wie hoch waren denn da die Bäume? Puh, keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal vielleicht 6-7 Meter hoch. Mhm. So in der Höhe. Also, oder schon, Kugelblitze, irgendwie elektrische Aufladung. Ja, aber dafür hat es zu lange gedauert. Und Kugelblitz, denke ich mal, würde vielleicht nicht diese intensive orange Farbe haben und hätte sich vielleicht auch anders bewegt.
Ja, also Könnte ich, aber dieses Phänomen, das kann man ja weit gefächert einordnen, ne? Ja, Man das gibt kann nicht bestimmt sagen, das ist das und das ist das. Es könnte alles sein zum eigentlich. Beispiel dieses Phänomen mit diesen Kugeln, wie man da gesehen hat, mit den Kornkreisen. Da gibt es zum Beispiel auch einen Videobericht, wo Kugeln plötzlich über die Felder schweben und plötzlich Kornkreise entstehen lassen. Ah, übrigens, apropos Kornkreise, da hat der Josef natürlich am Anfang ja noch ganz was angesprochen, dass du dich da auch Oh dafür ja. interessierst. Ist da was Ja, dran mit diesen genau. kugelförmigen Objekten? Also, definitiv, diese Kugeln werden gesichtet. Ich sag mal so, da gab es ja dieses Video. Ich habe darüber auch ein Video gemacht, da wo diese mehrere Kugeln, also es waren ja Art wie Plasmakugeln, weil die Größe sich da immer permanent verändert hat, die dann über diesen Olivers Castle fällt, also so nennt sich der Hügel, wo ich ja auch dort war, diese Stelle besucht hatte. Und dort hatte in den 90er Jahren mehrere Kugeln einen Kornkreis produziert. Es ist eine lange Geschichte, also ich müsste wirklich lange ausholen, um dieses erstmal alles zu erklären. Also ich kann es nur erstmal eine Kurzform erzählen. Ich glaube, dieser Kongress entstand 1996. 11 Uhr vormittags, genau an diesem Morgen, wo dieser Kongress entdeckt worden ist, ist diese Person, der nannte sich damals John Whaley, mit der Videokamera. Und jetzt muss man sich ja vorstellen, 1996 gab es ja diese Videokassetten in der Videokamera. Und er ist gleich früh morgens um 11 Uhr ins Barge Inn gegangen. Barge Inn ist ein Lokal, ein sehr bekannter Lokal in Wiltshire in Großbritannien, da wo die Kornkreise entstehen. Er ist da reingegangen und hat diese Aufnahme von der Kamera, also angeschlossen an Fernsehen, mit der Videokassette gezeigt. Also das heißt, er hatte nicht die Zeit gehabt, nach Hause zu gehen und dieses am Computer zu manipulieren. Also, ich kenne ja viele, viele Leute in Großbritannien, auch die sich auch, ich nenne mal sie Kornkreisfälscher. Ich kenne ja ein paar Kornkreisfälscher heute. Und die haben mir gesagt, dass dieses angeblich echt sein soll, weil es war zu dieser Zeit nicht möglich, in so eine kurze Zeit so eine Aufnahme am Computer zu manipulieren, innerhalb von ein paar Stunden. Nachhinein, später, wurde dies angeblich als Fake dargestellt, um die Massen nicht darauf, oder ich sag mal, die Massen, dass die Massen, ich sag mal, dieses nicht als echt annehmen sollen, sondern als Fake. Ja? Wobei ich denke, dass dort da mehr die Regierung schon die Hand im Spiel hatte oder was auch immer. Das wurde dann später als Fake dargestellt, wo aber ich da persönlich und auch viele Leute, die da leben, sagen, nein, das war echt gewesen. Also anders kann ich jetzt das jetzt so nicht erklären, aber für mich und für viele meine Freunde, die dort leben, sagen, das ist echt gewesen. So, ich war kurz auf, ich musste schnell auf die Toilette. Hast du gut eingesprochen, glaube ich. Habe jetzt nicht alles leider mitbekommen, was du erzählt hast, aber ich musste schnell unbedingt, ne? Also ich habe es jetzt nur eine Kurzfassung nur erzählt. Also normalerweise, also um an die Quellen zu kommen, also ich sag mal so, Kornkreise gut und schön. Ich habe ja, wie gesagt, 70, 80 Stück seit 2007 bis heute besichtigt gehabt und auch untersucht. Und ich muss auch sagen, um dieses erstmal zu verstehen, muss man Jahr für Jahr darunter. Man kann nicht, wenn man ein oder zweimal also nach Großbritannien fährt und zwei, drei Kornkreise sieht und man kann dazu noch nichts sagen. Man muss an die Leute rankommen, die dort leben. Man muss in diese Lokale gehen, um die Leute kennenzulernen, die dort leben. Erst dann lernt man immer mehr Leute kennen und irgendwann mal lernt man die Fälscher kennen. Und ich sage jetzt nur eins: Reale Kornkreise gibt es, aber es sind nur ein oder maximal nur 2%, die real sind. Ganz genau. Ja, mehr ist das nicht. Für mich gibt es auch nur zweierlei Kornkreise: die gefälschten Genau. und die echten. Von den echten wird sogar im Mittelalter berichtet, als Teufelstanzplatz zum Beispiel. Genau, da gibt es ja auch ein Buch von. Da gibt es ja auch ein Genau, Buch. und da gibt es alte Kupferstiche oder Genau. Zeichnungen von. Hm? Ja. Da hätte ich jetzt mal eine Frage. Gibt es da eine Methode, wie man denn gefälschte von echten Kornkreisen unterscheiden Ja, könnte? gibt es eine Menge. Genau. Ja? Gibt es eine Menge. Einmal die Strahlung, Genau. einmal diese Knoten, die an dem Getreide, da gibt es ja Wachstumsknoten. Die platzen auf, genau. Und die platzen auf, als wenn die in der Mikrowelle gekocht wurden. Genau. Und dann sieht man diesen, wenn man unter eine Lupe anschaut, dann haben die meistens ein Loch, diese Knoten, und der ist wirklich nach außen
gestülpt. Als wenn so ein Alien aus seinem Körper kommen würde, wie im Film, ja, ne? Daran erkennt man das. Und wenn das Gefälschte sind, sind die einfach nur umgelatscht. Genau, die sind gebrochen, die Halme. Ganz und, genau. Und genau wie du es schon sagst, bei den Echten, da beginnt die Flüssigkeit in den Halm zu kochen. Und das bringt ganz diese Knotenpunkte zum Platzen. Ist das und wirklich das so, dass man da zu tun eine gewisse Energie spürt, ne? Genau, und ja, mit den Außerirdischen eben. Vielleicht ist das ja deren Art, uns Nachrichten zu schicken. Wir machen das mit einem Radioteleskop. Mhm. Ne? Aber vielleicht machen die das ja so. Und wir schnallen das nur noch nicht. Also definitiv und kann diese Idee finde ich total super. Mh. Wenn das wirklich so ist, wenn die Außerirdischen uns mit diesem Kornkreissymbol Nachrichten schicken, dann haben wir Nachrichten in Form von 1% und 99% Antworten, auf die jetzt wir keine Ahnung haben, was wir da für einen Scheiß in die Kornkreise reinmachen. Aber, vielleicht erzählen sie uns eine Geschichte. Wenn man es so sieht, Gott, ja. Das ist eigentlich ja. Also, wenn man es so betrachtet, ist das ja, wahrscheinlich denken die sich, oh, die spinnen doch. Weiß, was sie darin verstehen. Ne? Also, ja, definitiv. Aber wenn die Informationen geben durch Kornkreise, ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert, wir sind voll in der Technik drinne, die können sich doch, sag ich mal, jetzt gerade in den Stream einschalten, warum fliegen die auf den Kornkreis? Ne? Ja auch irgendwie beim Fernseher mit uns ja, wir wissen ja nicht, wie es bei denen aussieht. Wir gehen ja immer von uns aus. Ja. Ne, von der Menschheit aus, weil wir kennen ja noch nichts anderes. Mhm. Auch die ganzen normalen Wissenschaftler, alle gehen von uns aus. Aber auf deren Welt, was haben die für Erfahrungen? Wie sind die gewachsen und groß geworden? Vielleicht kennen die gar nichts anderes. Vielleicht haben die gar kein Radioteleskop oder Laserblitze oder wer weiß was, ne? Also definitiv. Ich glaube aber nicht, dass sie sich mit Kornkreisen mitteilen, dass die ihre Geschichte in Kornkreisen aufmalen oder so. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Vielleicht sind das auch interdimensionale Wesen. Ja. Ja, das könnte auch sein. Da kann man wieder alles breit fächern, was das wohl ist, ne? Genau. Wir halten mal so fest, so Kornkreise als Benachrichtigung ist eine recht ineffiziente Sache, aber sie fällt auf. Ganz genau. Ja, ja jetzt haben wir wieder dasselbe Phänomen wie vorhin mit den Vielverstümmelungen. Macht das da auch wieder einer nur so als so eine Art Klingelstreich? Oder wollen die da Nachrichten zeigen, die auch garantiert gesehen werden? Weil wir können davon ausgehen, dass wenn die sich jetzt zum Beispiel in unseren Stream hier einklinken würden, dann würde der Stream wahrscheinlich irgendwie, jemand würde was auffallen und dann wäre der Stream hier weg. Und vielleicht haben sie auch das Problem, dass ist jetzt nur eine Theorie, weil es klingt jetzt nach Verschwörung, aber das ist, wenn die jetzt wissen, dass sobald die sich jetzt irgendwo in ein Funknetz einhaken oder sowas, dass das dann sofort gesperrt wird und die jetzt da für gewisse Nachrichten halt auch nur diese Möglichkeit haben, die so auf diesen Planeten zu bringen. Das ja, Captain, aber ist eine Verschwörung, muss ich sagen. Ein kleiner Witz. Nein, es gibt ja so Theorien jetzt gerade, wo wir im Zeitalter der wachsenden KIs sind, dass vielleicht Außerirdische oder andere Wesen über unser Satellitensystem, wie auch immer, irgendwas in unser Internet einspeisen, woraus sich eine KI bildet. Ne? Und wenn die in unserem Internet sind, dann haben die ja ein komplettes Wissen über uns, weil im Internet steht ja alles über uns. Ja. Nicht nur, ja gut, auch Fakes, aber steht ja echt alles von der Menschengeschichte halt drin, ne? Und wenn die da erstmal drin sind, oder ist so eine Intelligenz? Also, ja, wie gesagt, auch das vielleicht was steuert, wer weiß. Ich verstehe Quipo, was Quipo da meint. Also, ich finde diese Art der Nachrichtenübertragung über Kornkreise schon recht seltsam. Also da hat da vielleicht einer von euch eine Idee, warum die das so machen? Also ich würde es auf das Einfachste runterbrechen, was wir Menschen in primitiver Form ja auch schon gemacht haben, dass die einfach eine Markierung hinterlassen. Ne, die waren vor dort, egal aus was die dann in der Ecke gemacht haben, hinterlassen die mit den Strahlenfrequenzen, die man ja scheinbar da auch dann feststellen kann, eine Markierung zurück, ne, die man auch von oben vom Schiff her sehen kann. Und wenn die rumfliegen, dann können die drauf gucken und sagen, oh, okay, die ist echt, weil Strahlung XY ist dabei. Und was steht drauf? So, ach, wir haben den Bauern untersucht, haben da ein Schaf mitgenommen.
ne, etc. Da weißt du nichts, so, okay. Das ist einfach ganz simpel. Ja, das ist einfach eine Benachrichtigung untereinander, ist eine Markierung. Aber das habe ich auch überlegt. Die miteinander kommunizieren und nicht mit uns, sondern untereinander. Ja. Aber die, wenn die von Planet zu Planet reisen, dann werden die ja andere Möglichkeiten haben zu kommunizieren und ja, die werden auch GPS oder was weiß ich haben, dass wenn ein UFO dann auf diesem Platz ist, dass dann irgendwelche Infos dort abrufbar sind, ohne irgendwas im Kornkreis zu machen. Das wissen wir ja nicht. Ne? Wenn das wissen wir nicht. Wenn sie sich auch vielleicht stellenweise durch Zeit und Raum bewegen oder sonstige Geschichten, da ist ja die Möglichkeit gigantisch, was wir denen ja zusprechen an Fähigkeiten. Ne? Dass sie einfach wie bei uns auch in der Wildnis, dass wir sagen, hey, ich bin jetzt hier lang gegangen, dann nehme ich ein paar Stöcke, mache eine Pfeilrichtung, ich bin da lang gegangen. Und ja, wenn drei Stunden später jemand kommt und sagt so, ach, der Garni ist da lang gelaufen, dann laufe ich auf jeden Fall in die andere Richtung. Ne? Das kann man sich ja immer... vielleicht spielen die auch einfach nur Schnitzeljagd. Das kann man sich ja mal gut... Wir versuchen zu interpretieren. Ja, ganz einfach. Die Frage ist ja auch, wenn die im Mittelalter, wenn es da schon Berichte gibt über Kornkreise, es sind ja jetzt Jahrhunderte vergangen und es gibt immer noch Kornkreise, warum haben die sich nicht weiterentwickelt? Es gibt immer viele unterschiedliche Kornkreise. Jetzt die Kornkreise oder meinst du die Wesen, die machen? Genau. Also, vielleicht hätten die auch eine andere Kommunikationsmöglichkeit dann entwickelt. Oder warum? Naja, immer noch wie gesagt, Kornkreise. Naja, man muss auch sehen, die Kreise selber haben sich wohl weiterentwickelt. Also ich habe auch schon Berichte gelesen aus dem Mittelalter, wo die Form dieser Teufelskreise da beschrieben wurde. Und es gibt nicht viele Detailbeschreibungen aus der Zeit, aber man kann davon ausgehen, dass die damals nicht so komplex waren wie heute, die Kornkreise selber. Und was ich mir jetzt noch erklären könnte, wie gesagt, ich finde diese Art der Nachrichtenübertragung sehr seltsam, aber sie wäre auf jeden Fall relativ störunempfindlich im Vergleich zur elektronischen Übertragung. Genau. Oder sie kommunizieren... Das habe ich nämlich gerade auch überlegt, ja. Ja. Oder sie kommunizieren... Deswegen kam ich ja auch... Moment, oder sie kommunizieren... Ich meine, da kommt der Bauer, fährt mit dem Trecker drüber, dann ist auch weg. Also wie lange hat denn so ein Kornkreis bestanden? Jetzt muss man sich überlegen, wenn die hier durch die Gegend düsen von Planeten zu Planeten, so ein Kornkreis hat in der Regel, ich sag mal, 3-4 Wochen Bestand, dass in so kurzer Zeit eine Nachricht für irgendjemand anders hinterlassen wird, die nicht anders übermittelt werden kann, als durch so einen Kornkreis. Einfach für unsinnig. Nee, aber was sein kann, wenn man jetzt solche Nazca-Linien sagt, das ist vielleicht so ein Kommunikations-. Absolut, genau. Da bin ich voll bei dir, Quippo. Die sind natürlich seit Jahrhunderten dort. Da würde es natürlich Sinn machen, sagen, okay, das ist eine Markierung, die ist für jeden wieder sichtbar. Beim Kornkreis, ich bitte euch, also beim Kornkreis, da steht nur drin, Kilroy was hier. Ja, was ist, wenn es wirklich Vandalismus ist? So wie das eine Klingelstreich ist? Ja, Graffiti. Ja. Und dann hat einer Unfug getrieben, hahaha, und ist weg. Ja, ich habe hier meine Theorie. Also Klingelstreich, Graffiti, sind die Jugendlichen, Außerirdischen, die hier Graffiti mit uns machen. Weißt du, ja. Also definitiv kann aber ich jetzt... Aber alles andere wird ja keinen Sinn machen, weil WhatsApp ist ja praktisch für Nachrichten als im Kornkreis, oder? Aber man muss ja auch die technischen Möglichkeiten betrachten. Ne? Dass man sagt zum Beispiel, dass die Verbindung von den Strahlungen mit dem Nebeneffekt der Kornkreise, dass man sagen kann, selbst wenn mein Kollege 10 Jahre später kommt, kann er dann immer noch die bestimmten Strahlenwellen in der Musterform wahrnehmen, in der Technologie, die uns vielleicht ne, verborgen ist. Und dass das Kornkreis nur ein Nebeneffekt ist, was dann passiert an Symbolik. Und die sagen, wir nehmen uns so eine ebene Fläche wie ein Feld, weil man da wunderbar drauf schreiben kann, um eine Nachricht zu hinterlassen. Gehen wir davon aus, sie hätten so eine Technologie. Und die Nazca-Linien als Beispiel daneben, dass man sagt, okay, das war dann so Menschenhand, die zu Ehren der Götter das vielleicht nachgeahmt haben. Man sagt, oh, die Götter lassen sich Botschaften da, kopieren wir es auf unsere Art und Weise, ne, um sie zu ehren. Weiß man ja auch nicht, was jetzt genau der Hintergedanke war, um es zu hinterlassen. Aber wir gehen jetzt also davon aus, darf ich das Außerirdische sind, weil es ja eine interdimensionale oder andere Wesen sind. Es wird ja auch oft Das geredet, betrachten wir jetzt mal als ein und dasselbe. Unter also der Erde. Also bei den Kornkreisen, bei den echten Kornkreisen möchte ich nur kurz sagen, dass dort erhöhte elektromagnetische Strahlung festgestellt worden ist, die sich aber von Tag zu Tag oder Stunde zu Stunde schon abbaut. Also das kann ja auch passieren, vielleicht, wenn so ein interdimensionales Portal geöffnet wird. Ja, genau. Darauf wollte ich auch hinaus. Und da spürst du auch, wenn du zum Beispiel in so einen Kornkreis gehst, in einen echten, und der, ich sag mal, nur ein paar Stunden später oder vorher schon entstanden ist und du gehst hinein, da spürst du am Körper. Du kriegst Kopfschmerzen, Magenschmerzen,
Du kriegst metallischen Geschmack auf der Zunge. Das hatte ich 2007. Ich habe ein Video darüber auch gemacht. Hatte ich. 2007. Es ist mir nur einmal passiert. Danach nie wieder. Also das ist... Phänomene mit Geister. Ist da auch dann, da Strahlung von? Dass bei Geister? Du da irgendwelche Gefühle hast oder Empfindungen. Da waren wir mal in so einem alten Bunker und da habe ich totale Druck, Belastung auf die Schultern bekommen, als wenn da eine riesenschwere Last drauf liegt, ne? Okay. Ganz komisch, also... Ich habe, glaube ich, auch mal irgendwo gelesen oder so, dass es vorkommen kann bei einigen Kornkreisen, dass wenn die abgemäht sind und der Bauer dann im nächsten Jahr wieder neu gesät hat, dass diese Kornkreise vom Vorjahr dann nochmal durchkommen, weil dann wohl angeblich das Getreide dann irgendwie anders wächst an den Stellen. Genau. Ghost Crops, was heißen die? Ghost, ja, also, Geisterkornkreise. Also, gibt es wirklich, ne? Habe ich mich nicht gehört. Ja, ja, okay. Es gibt es. Ja, ihr habt davor auch das. Aber das kann sich ja auch ganz einfach erklären. Also so ein Feld ist ja auch eine ziemliche Monokultur. Da muss man düngen, da muss man alles Mögliche machen, damit da überhaupt noch jedes Jahr der gleiche Blödsinn wächst. Und wenn dann eine Fläche ist, wo die Nährstoffe nicht so verbraucht worden sind, weil nämlich diese ganzen Halme vorher umgeknickt sind oder so, sind da natürlich mehr Nährstoffe vorhanden. Und dadurch sieht man den hinterher wieder. Den sieht man ja nicht super toll, das wäre aber natürlich auch, nur genau. Ganz ist leicht. Ist ja genauso, wenn man alte Mauern auf einmal unter so einem Feld findet durch Luftaufnahmen. Ja, dann aber sieht es man gibt ja auch an diesen Stellen, Kornkreise in Wiesen weniger wächst. Und dann hat man mal eine Nachforschung gemacht und dann hat man alte Stadtmauern oder so unter diesem Feld gefunden. Klar, da ist weniger Erde drunter, wächst es schlechter. Und so ist das bei den Kornkreisen im nächsten Jahr auch. Ja, aber es gibt ja auch Kornkreise in den Wiesen, ne? Ja, aber es ist ja dann kein Unterschied. Also wenn da die Pflanzen vorher wecken und keine... Das kann ja auch wild gewachsen sein. Es muss ja nicht vom Bauer angepflanzt sein, obwohl es könnte ja deswegen eine Nachricht sein, weil es ja meistens in angepflanzten Dingen Sachen passiert, ne, in Korn. Hier spricht er dieses Korn so, fällt eigentlich auch Hinweis. An. Schaut hier hin, wir haben eine Nachricht für euch, ne? Aber da kommen wir wieder zu dem traurigen Punkto, dass nicht bei solchen und vielen anderen Phänomenen auf unserem Planeten nicht da geschlossen die Menschheit die Wissenschaft unterstützt, um das einfach zu wirklich maßlos zu widerlegen. Ne? Dass sie wirklich sagen können, so, hey, wir haben weiß Gott wie viele Forscher mit allem Material, was es gibt, hingeschickt, die haben uns untersucht und die können hinterher sagen, bei 1 Million Kornkreise waren vielleicht 1% interessant gewesen, aber selbst genau. Da haben wir eine logische Erklärung gefunden, das und das, das wäre mal interessant, aber solange leider nur kleinere Grüppchen mit kleinen finanziellen Spritzen und meistens mit bescheidener Ausrüstung rangehen, kann man das leider auch immer gut anzweifeln. Weil man einfach sagt, ja. So, hey, ihr habt es mit einfachstem Material versucht, habt vielleicht auch wirklich interessante Fakten gefunden, aber ne, das ist ja nicht ausschlaggebend, weil nicht das Wissenschaftlerbüro mit 50 Millionen Förderungsgeld untersucht hat. Ja, das Problem ist einfach, es gibt wissenschaftlichen Standard, der eingehalten werden muss, was ja auch gut ist. Es kann ja nicht jeder irgendwas erforschen und dann öffentlich stellen und dann, jo, so ist es. Nein, es muss ja gewissen wissenschaftlichen Standards, die dann ganz fest definiert sind, entsprechen. Und das schaffen die kleinen Gruppen nicht. Nee, deswegen. Und weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Deswegen bleibt das Phänomen ja so, wie es ist, halt unerklärlich. Ja, da habt ihr ja auch eingebracht mit diesem Phänomen, ne? Diesem Kornkreis, ob das nicht eine Botschaft sein könnte. Was ist, wenn dieser Kornkreis vielleicht einen Hinweis für eine andere Zivilisation darstellt, mit denen sie nicht kommunizieren können, aber eben durch Bild, eben durch solche Symbolen natürlich sichtbar machen und es verständlich wird, das Ganze. Ja, was gut, er auch, das glaube ich jetzt nicht. Also habe ich gerade auch schon erklärt, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Sinn und Zweck der Sache ist. Wenn überhaupt, also ich halte alle Kornkreise für natürlich entstanden und erklärbar, natürlich entstanden sind auch dann die fake sind. Fast alle. Ich denke nicht, dass da nur ein einziger wirklich bei ist, wo man hundertprozentig sagen kann, der ist nicht natürlich entstanden. Die haben dann bestimmte Besonderheiten von irgendwelchen Metallkügelchen, wurden ja mal gefunden, die sind reingeworfen worden, gefunden. Also man versucht ja auch als Faker in diesen Kornkreisen bestimmte Sachen hineinzubringen, dass sie dann außergewöhnlich sind und nicht nur die Halme umgeknickt. Und mit diesen Halmen brechen und biegen,
Das ist auch so eine Geschichte. Da habe ich mal einen interessanten Artikel gelesen. Ich kriege den aber nicht mehr so ganz zusammen. Ich habe mich schon länger nicht mehr damit beschäftigt, dass dieser Hinweis mit diesen geplatzten Knoten oder dieses gebogene, dass das auch ganz natürlich zu machen ist. Das liegt daran, wie viel Feuchtigkeit im Halm, wenn das umgelegt worden ist, wie lange das da liegt, dass es sich wieder aufrichtet, dadurch diese Knoten so komisch aussehen. Also diese geplatzten Knoten. Nee, da glaube ich nicht so dran. Also die sehen wirklich extrem aus, die Knoten. Also die Fälscher arbeiten heute mit einer sehr guten Technologie. Ja, ich kenne genau. Ja welche, ich habe welche kennengelernt. Technologie, ein Brett und die arbeiten und Band, mit, ne? So eine Schnur. Also Schnur definitiv, die arbeiten auch mit Laserpointer, um die Markierung zu setzen und den Abstand. Und ich kenne ja auch welche und die haben ja, ich habe sogar einmal zugucken können. Ja, der eine hatte ich ja schon damals geoutet, die hatten auch einen YouTube-Kanal, Matthew Williams, vielleicht kennt irgendwelche von euch den Matthew Williams, der hat schon damals in den 90er Jahren sich geoutet und hat auch gezeigt, wie sowas gemacht wird. Ach, der, ja, jetzt fällt's mal ein. Matthew Williams, er ist in dieser Szene sehr verhasst, weil er hat natürlich viele, ich sag mal, Crop Circle oder Kornkreis Enthusiasten oder wie das heißt, ja, enttäuscht, ja. Weil viele Leute sagen immer, alle Kornkreise sind echt. Nein, sind sie nicht. Nun, nicht. Ja, nur 1% sind echt. Aber und, ich glaube auch an die Echten, die gibt es. Ja, die gibt es, klar, aber nur 1-2%, mehr ist das nicht. Ja. Und ich muss auch dazu sagen, das ganze Kornkreis in England ist heute zum Geschäft geworden, ist Business. Wenn keine Kornkreise entstehen, reisen auch keine Leute mehr dahin. Ja, die Marienerscheinungen. Genau. Also was macht man? Man kommt ins Geschäft. Die Leute, die Bauern, die Kornkreismacher und auch die Leute, die da mit Drohnen rumfliegen oder Videos machen, komischerweise wird jedes Kornkreis gefunden. Wie finden diese Leute die Kornkreise? Natürlich durch Information. Die Kornkreismacher machen einen Kornkreis, setzen die Informationen weiter an den Nächsten und sagen, da ist ein Kornkreis, aber wir wollen alle mitverdienen. Es ist Business, weil über die Jahre lernt man diese Leute auch kennen. Und es ist ja, die arbeiten ja auch in Gruppen halt. Ne? Und teilweise machen die ja auch so Art wie ein Challenge, wer den besseren Kornkreis machen tut. Ja, das stimmt. Ja. Das Geld und das habe ich auch. Sinn, ne? Geld genau. Macherei, und ja. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich sage es jetzt, so wie es ist, manche Bauern machen damit noch Business, indem sie ihre Felder versichern, geben den Kornkreisfälschern Geld, ey, mach mir bitte einen Kornkreis in meinem Feld und ich kassiere nach die Versicherung. Genau. Ja? Das kriegt man alles mit über die Jahre hinweg, wenn man dort... Nimmt der Eintritt, Bude hin, hier könnt ihr noch Getränke kaufen. Genau, so sieht es aus. Oder T-Shirts mit einem alles. Luftbild. Es ist Business, absolut. Aber diese 1%, die gibt es wirklich, diese echten. Ja, ist wie bei den UFOs, ne? Genau. Ein paar Prozent sind die Wahrheit. Genau, so sieht es aus, ja. Ja, wahrscheinlich sind das auch die am F und am beschissensten aussehen, die echten. Und ja. Die anderen, die so wahrscheinlich so perfekt sind, sind dann die, wo man sagen kann, so, hey, da hat sich echt jemand mit künstlerischem Talent dran gesetzt. Genau, klar, definitiv. Wo man dran zweifeln muss, ist es, wenn diese Kornkreise in an bestimmten Orten immer statt erscheinen. Also immer am gleichen Ort. Also das ist wahrscheinlich in Wiltshire, unmöglich, genau. Ja. Und dann muss man das schon ein bisschen hinterfragen. Da stimmt doch was nicht. Warum immer am gleichen Ort? Weil wenn man sich die Kornkreise so ansieht, es passiert eigentlich weltweit. In Holland mal, in Ungarn war da schon mal was und es ist überall etwas. Aber wenn sich das alles auf einem Ort abspielt, da weiß ich nicht, ne? Ob da nicht doch da... Tom, da denke ich jetzt nochmal auch umgekehrt. Wenn jetzt so eine UFO-Landestelle ist, da wächst dann kein Gras, manchmal leuchtet die Stelle im Dunkeln. Ja, aber da müssen auch dann natürlich gibt's auch Berichte auch so stattfinden, dass man hier mehrere Sichtungen dann hat. Ne? Und das ist nicht immer der Fall. Das, oder Brandstellen oder irgendwelche Strahlungswerte werden da gemessen. Mhm. Genau. Oder der Bauer, der kann so viel sehen, wie er will. Auf einmal wächst da kein Gras mehr, nichts, ne? Kein Korn. Aber da wären wir wieder dabei, ne, dass dann leider die Szene in all diesen Bereichen ihre Güppchen hat, die fälschen bis zum geht nicht mehr. Das ist ja unsere Last, sag ich mal, unserer modernen Technik, ne? Und was wir eben auch schon festgestellt haben, dass es nicht im großen Stil eine Wissenschaft gibt, die das wirklich widerlegen will mit großem Geld. Ne, um wirklich dann sagen zu können, ey, was ist hier nachgeholfen und was könnte eventuell echt sein? Weil selbst dafür könnte man vielleicht 10 Jahre später eine Lösung finden und sagen, oh, das haben die so und so hingemacht. Ja, es gibt aber auch Berichte, wo ich schon gelesen habe von Kornkreisphänomene, wo die Bauern völlig durchgedreht sind, weil das eben immer in ihrem Feld stattgefunden hat und das Feld kaputt getreten worden ist, dass
Das Weizen und das Getreide liegt einfach flach und da weiß ich nicht, also wenn da wirklich Fälscher im Werk sind oder so, kommt das nicht irgendwie ans Tageslicht aus, es Genau. würde irgendwie abgesprochen zwischen den Dorfleuten. Genau, Tom, wie du sagst, es gibt auch die Bauern, die wollen gar keinen Besuch, die wollen keine Presse, die wollen gar nichts haben. Genau. Bei denen ist auf einmal ein Kornkreis und dann geraten die schon in Panik, die wollen niemanden da haben. Und mähen es gleich ab? Ja, Ja, genau, genau. ja. Genau. Gibt es auch. Ja. Also da Oder die wollen Geld haben. weil sie wahrscheinlich genau wissen, wer von dieser Dorfjugend wieder sich einen Streich gemacht hat, weil diesen Bauern keiner leiden kann. Deswegen kriegt er Entweder das oder es ist ein echter Kornkreis, Ja, ne? ein, ein. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube so die Erstvariante. Wenn es so ein Bauer ist, den keiner leiden kann, dann kommen die Dorfjugend und macht sich dann einen hübschen Streich. Ja, Jedes Jahr aufs Neue oder wieder. die El oder die El Jugend in Kripus, du der musst jetzt dritten so reden, Generation. ne? Nee, ich glaube das wirklich, natürlich. Also, da bin ich überzeugt. Dieser Ich blöde glaube ja auch, dass du Bauarbeiter. das wirklich glaubst. Ja, ich glaube das wirklich. Ja, ich weiß nicht. Oder die Alien-Jugendlichen, sie sagen einfach sich so, ey, wir verarschen schon die 12. Generation vor Ort. Kann ja Oder auch das? sein. Ja, Ja, das das war so ist. ein Gedanke von mir, ja. Ja, wenn mal ein Besucher vorbeikommt und sagt, kannst du mir mal das Brett kurz halten, dann gehe ich mal eine rauchen. Wenn sie wollen, können sie weitertreten. Ne? Und wenn der Bauer kommt, würde ich schnell abhauen. Ne? Aber wie gesagt, das ist ein Phänomen. Also, wenn man das ein bisschen hinterfragt, also man sieht ja auch die Berichte, wenn die Bauern plötzlich durchdrehen, da ist ein Kornkreis in ihrem Feld drin. Einige berichten zum Beispiel von Flugobjekten, die sich kurz bevor dieses Kornkreis entsteht, sichtbar werden. Und wie auch Josef schon angekündigt hat, es gibt natürlich sicherlich einige und ganz, ganz viele, die natürlich mit Fälschungen zu tun haben. Ne? Ja. Themawechsel. Was Ja. heißt Fälschung? Also wirklich 99% sind offensichtlich anerkannt Fälschung und der Rest ist noch nicht anerkannt Fälschung. Das war jetzt Falls gemein von genau. mir. Sollen wir Un mal unbekannte gemein von Herkunft. mir. Unbekannte Herkunft. Noch Kollegen, unbekannte sollen wir Herkunft. mal die Zuschauer Zu. Ja, wollte ich fragen, ob gerade die eben irgendwas wissen möchten? wollte ich gerade eben ansprechen, dass wir jetzt mal auf die Themen der Zuseher eingeht, auf die Community. Es sind übrigens 396 Zuschauer hier. Und wenn ihr Wahnsinn. Fragen Sehr habt, schön. das sind jetzt definitiv fast 100 mehr als im letzten Mal, glaube Ja, ich. Ja. großen Dank, dass ihr Vielen Dank. am Pfingstsonntag zuhört. Ja. Und Ja. wenn ihr jetzt Fragen habt, einfach mal in den Chat schreiben. Der Captain guckt sich das mal an. Ich gucke jetzt auch mal ein bisschen drauf. Und einfach mal die Frage stellen und wir geben das in die Ich Runde denke mal, weiter. wir waren jetzt recht ausführlich zu dem Thema, Oh aber wenn ja, jemand noch eine Frage hat, mit den dann Kornkreisen konnte berechnet man. bitte die Zeitverzögerung mit ein. Also wenn ihr die Frage schreibt, kann ich sie nicht gleich im Stream ansprechen. Also wer noch was wissen will, will jetzt schreiben. Ja. Es ist wirklich so, mit den Kornkreisern waren sie nicht mehr zu bremsen. Das habt ihr mitbekommen. Das Thema hat sich gut ausgefächert. Auch ein interessantes Thema. Auch ob sich das jetzt mit den unheimlichen Begegnungen zu tun hat, finde ich eigentlich ja, wenn man zumindest es mit echten Kornkreisen zu tun hat. Ne? Wir können ja auch mehr auf UFOs eingehen und den Ah, Grays, es gibt, wurde den anderen angesprochen, Wesen, die es da so geben soll. habe ich ja auch schon gelesen gehabt, unheimliche Begegnung mit Geistersoldaten oder so. Also das gibt es für, oder den Chupacabra zum Beispiel. Geister, Ja, ja, leider auch jede konnte der Menge. Lars Fischinger nicht dabei sein. Der hätte da auch einiges einbringen können über Chupacabra, der auch immer wieder gesichtet wird. Ich glaube, das ist in Amerika oder Südamerika auch, glaube ich, wird. Südamerika. Südamerika ist das Genau. hauptsächlich, ja. Ja, das ist ein Thema, ist das. Ja. Für mich ist das vielleicht eine Art Kreatur, vielleicht eine Mischung zwischen Hund, Wolf, ich weiß nicht. Parallelwelten lese ich da Ja, das gerade, habe ich auch gerade gesehen. Teleportation. Parallelwelten, ja. Es ist auch die Möglichkeit, dass sich vielleicht Parallelwelten in unsere Welt Ja, da einbringen. sind Das wir ja ist. dann wieder bei den Schattenmenschen, Hutmenschen. Oder aktuell, was vor ein paar einer Woche da die Meldung ja war aus Antarktis, die offizielle Bestätigung, Ja. dass man davon Ja, ausgeht. man schätzt durch diese Teile, die man durch die Erde empfangen hat, da, diese Neutrinos, dass es eine Parallelwelt geben könnte, wo die Zeit rückwärts läuft. Ja, aber das ist ja schon mal Aber deutlich. ist ja keine Bestätigung, das ist ja nur so ganz, ganz Die haben ja gesagt, nach einem Ausschlussverfahren, das so die letzte Möglichkeit, was denen einfällt. Ja, aber viel wurde jetzt durch die Presse und durch alle ein bisschen aufgebauscht. Natürlich ist das möglich. Es wird viele Parallelwelten geben. Ich denke mal, Ah. jede Entscheidung von uns lässt eine neue Welt entstehen. Oder. Also, ich weiß es, wenn wir drüben im Jenseits wieder ankommen oder in der Gottescloud,
sehen wir nicht nur den Lebensfilm, dann sehen wir auch einen Film, wie es bei jeder Entscheidung anders gewesen wäre in unserem Leben. Der Onkel schreibt. Das dauert dann Jahrhunderte, bis das gelaufen ist. Das geht da zeitlos, weil Zeit interessiert da drüben nicht. Der Onkel schreibt gerade, warum stand und, ich deswegen so an. Ich werde aber das Bild wechseln. Könnte die Wissenschaft mit ihrer Quantenphysik und alles recht haben, dass es viele Parallelwelten gibt, wo wir alle nochmal leben, bloß eine andere Richtung eingeschlagen haben. Darf ich mal einbringen? Der Kaninchen-Kellnase schreibt, wisst ihr etwas über den Black Goo? Über das Black Goo, ja? Das ist dieses flüssige Öl, ne? Von dem da auch immer wieder berichtet wird, häufig. Aber in letzter Zeit hört man ja nicht mehr so viel Black Goo. Ja, Black Goo, da hätten wir jetzt Gedanken in der Zeit gebraucht. Der hat sich auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Ja. Also ich kann zum Thema Black Goo nicht viel sagen. Da müsste man erstmal ein bisschen mal genauer nachrecherchieren, oder Peso? Black Goo? Ich auch nicht. Ja. Also ich habe da, nee, hab da keine gute Meinung dazu. Ja. Habe ich auch nicht. Also ich habe auch von diesem Black gehört, aber dieses schwarze Öl. Nein, ich halte das auch für... Nein, ich habe da auch keine gute Meinung. Für mich kommt das irgendwie aus Akte X. Ne? Danke, ich habe es versucht, diplomatisch auszudrücken. Genau. War das nicht in Akte X? Wo ich wollte gerade sagen, die einzige Kenntnis, die ich habe, ist aus Akte X. Okay. Ja, was sehr interessant ist, erkannt. Mit den Parallelwelten, weil wir gerade umgehangen sind, ist ja ein Thema, das haben wir vor ein paar Livestreams auch schon mal gehabt. Parallelwelten, Paralleldimensionen ist für mich, muss ich echt sagen, die beste Erklärung für alles. Ob es UFO-Sichtungen sind, ob es Geister sind, andere unerklärliche Sachen sind, auch UP-Arts und so weiter, wo einfach, warum nicht, wir leben in einer Dimension, es gibt parallel zu unserer Dimension unendlich viele Dimensionen, ab und zu überschneiden die sich und in einer anderen Dimension haben die zum Beispiel keine Flugzeuge, sondern Flugscheiben und wenn die sich überschneiden, sehen wir auf einmal Flugscheiben vorbeifliegen. Wir sehen einen Menschen aus der Paralleldimension, ja, genau, der wirkt wie ein Geist. Also das ist für mich eine plausiblere Erklärung, als dass jetzt irgendwelche Außerirdischen mit ihren Raumschiffen hier vorbeifliegen und Servus sagen. Und man kann das auf so viele Sachen anwenden. Und das Tolle ist, wenn man sich mal darauf einlässt und überlegt, ich selber, also ich für mich, ich der Peso, ich mache jetzt gerade diese Entscheidung, in einer anderen Dimension mache ich ganz was anderes. Und ja, genau. In vielen x-fachen Dimensionen mache ich ganz andere Sachen. Und das Tolle ist, für mich ist ja auch schon drüber geredet, mein Körper ein Fahrzeug und meine Seele ist der Fahrer von diesem Fahrzeug. Genau. Ja. Und diese Seele, die hüpft vielleicht, wenn ich abends träume und in meinen Träumen merkwürdige Sachen mache, dann ist das nicht irgendwie nur eine Abarbeitung von Informationen in meinem Gehirn, sondern vielleicht tauche ich dann in das Vehikel in einer anderen Dimension ein, wo ich genau das erlebe. Genau. Habt ihr schon davon gehört, dass man um 600 Gramm leichter sein soll, wenn man tief schläft? Ja, das ist so. Es wurden Experimente mit einer Feinwaage gemacht, wo praktisch so ein Bett auf eine Feinwaage montiert wurde. Die Personen, die geschlafen haben, dann wurden die um 600 Gramm leichter. Ich denke mir das auch so, ja, es gibt so eine Art Gottescloud und jede Seele ist so ein Splitter davon. Und wir wurden hier auf der materiellen Ebene geschickt. Praktisch wurde hier so eine Matrix erschaffen, um das so auszudrücken. Ja, also ne, auf der materiellen Ebene, um Erfahrungen zu sammeln. Es ist ja auch so, dass es uns mit diesen Dämonen in Verbindung gebracht. MC1R schreibt 2.0, was sagt ihr zu Dämonen? Das könnte ja auch mit diesen Parallelwelten zusammenhängen, dass man da vielleicht ein dämonisches... Das möglich, dass es negative Welten gibt, ne, nach hinduistischen Kosmologie liegt die Erde eigentlich so in der Mitte und dann gibt es 7 obere und untere Welten. Die oberen Welten sind eher spirituell und die unteren Welten sind eher technisch angesiedelt, wo auch die Grauen dann herkommen könnten. Dass man das als wer weiß, vielleicht ist das, aber Dämon heißt ja eigentlich auch von der Kirche übersetzt eigentlich nur Geist. Also ich denke mal, viel ist auch von der Kirche aufgebauscht. Es gibt absolut. Zwar in anderen Religionen und Geschichten Welten, die scheinen wie so eine Hölle dazustehen. Aber ich denke mal, nicht so wirklich. Also, ich glaube, aber da kommt auch noch sehr viel, dass die Kirche auch sehr viel verdammen und verteufeln Leute. Ganz genau. An Wissen, an Informationen, an wirklich vielleicht an Kreaturen, alles, was es mal gab, um es einfach aus unserer Existenz zu bannen, weil es nur das eine Wissen, das bescheidene Wissen der Bibel existieren durfte.
Absolut. Und deswegen mache ich ja in meinem Kanal immer Videos über altes Wissen, wie auch in meinem Video Das Haus der Dämonen, wo der Dämon nicht einfach nur ein dämlicher Dämon ist, der halt einfach seine Dämonensachen macht, sondern der halt auch Rechte hat und der halt auch, sag ich mal, eine ernstzunehmende Persönlichkeit ist. Und ich konnte es ja in dieser uralten Geschichte, die anscheinend tatsächlich passiert ist, gut darstellen, dass das einfach jemand ist, der sagt, hey, stopp, wir haben hier Rechte, die sind so ausgemacht worden und halte dich dran. Und die Leute respektieren das auch. Und ich finde es ganz wichtig, dieses andere Licht auf diese Dämonen zu strahlen, weil die einfach mir in dem katholischen Denken sehr als dumme Höllenwesen dargestellt werden. Ja, die einfach nur böse Dinge tun. Ich denke mal, die haben nur eine andere Position, wie jetzt zum Beispiel in dem Hinduismus dargestellt, dass sie eigentlich, die haben aber auch ein Verlangen, aber die stehen in einer anderen Position irgendwie, ne? Ja, das ist auch, ich glaube auch, dass Dämonen jetzt, gehen wir mal davon aus, Dämonen kommen jetzt aus einer Paralleldimension, dass die in ihrer Dimension vielleicht auch ganz normale Leute sind. Hier wie bei uns Lieschen Müller von um die Ecke, ne? Ist halt eine andere Dimension. Warum sollen die Lebewesen, die da leben, nicht anders aussehen als wir? Das ist ja, halte ich ja durchaus auch für möglich. Also ich kenne die Unterteilung Dämonen und Geister. Geist ist jetzt ein Energiewesen hier auf Erden. Und Dämon ist ein Energiewesen, was bislang noch nicht oder noch nie lebendig war. Was haltet ihr von dieser Unterscheidung? Das durchaus. Naja, eben, das würde ja dann eventuell darauf hinweisen, dass Dämonen vielleicht auch aus einer Paralleldimension kommen. Ja. Und dann halt da eben auch ganz normale Lebewesen sind. Nur halt bei uns dann so verteufelt werden, weil die einfach so ungewöhnlich aussehen. Okay. Macht man ja gerne. Könnten ja so von niedriger Energie sein. Alles schwingt ja, alles ist Energie. Egal, ne? Und wenn es da mehrere Ebenen gibt, wie man immer hört. Ja, diese Schwingungsenergie, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dass die Dämonen vielleicht auf niedere Energie sind. Ja. Das korreliert ja auch mit diesen hinduistischen Kosmologie, dass es untere Planeten oder Welten gibt und dass die einfach nur ein bisschen von unserem Spaß an abhaben möchten. Ne? Was ich jetzt aber auch interessant finde, ist jetzt, was Peso vorhin erwähnt hatte, die Opards in Bezug auf Herkunft aus anderen Dimensionen. Das finde ich sehr interessant eigentlich. Das ist für mich eine gute Erklärung, weil ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand in der Zukunft eine Zeitreisemaschine baut und dann zurückfliegt und verliert dann irgendeine Zündkerze, die dann in einen Stein reinwächst. Ja, ja. Und das kann ja wirklich sein, also wie zum Beispiel bei dieser Zündkerze im Stein, dass wenn die Dimensionen sich überschneiden, was ja nicht passieren sollte, dass dann rein zufällig das Ding bei dieser Überschneidung in einen Stein hinein wie beim Philadelphia-Experiment. Ja, so genau, richtig. Ja, genau. Dass dann die Menschen auf dem Schiff mit dem Schiff verschmelzen und dann eine Einheit bilden, Schiff und Mensch. Genau. Also wenn ich gleich mal hier Katzentourette kriege, ich habe hier so ein Katzenbaby, ich habe eine neue Katze, die springt hier auf den Schreibtisch rum. Bis sie dich dann wieder ausklingt, ne? Wie gestern. Hallo Mieze-Katze. Also von daher finde ich die Theorie eigentlich, dass diese O-Parts eventuell auch aus einer anderen Dimension stammen könnten, finde ich ganz interessant. Also es macht vielleicht auch teilweise mehr Sinn als, ich würde mal den Nick jetzt auch mal... dass jetzt die Zündkerze da 5000 Jahre alt ist oder noch älter. Genau, richtig, ja. Also wie gesagt, die Paralleldimensionen, also je weiter ich mich mit diesen Themen befasse, es ist immer für mich, sage ich, die plausibelste Erklärung für viele Phänomene. Und ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich bin mal auf den Gedanken gekommen, als ich total besoffen am Wochenende irgendwie heimgelaufen bin und da durch so einen Park gelaufen bin. Und da habe ich mir auch gedacht, also wenn mich jetzt jemand in einer Paralleldimension sehen würde, wie ich da total dicht stolpernd durch den Park wanke, und da habe ich mir überlegt, in einer Paralleldimension hocken jetzt in dem gleichen Park Eltern mit ihren Kindern, da ist es irgendwie mittags, und sehen mich dann so im Kapuzenpulli, so, und dann, ein Geist, ein Dämon. Ne? Ja, genau. Ein Dämon, und das ist, und dieses Schwanken, und dieses, ja, weiß ich was. Ja, und ich habe so lachen müssen über, und es hat nach Schwefel gerochen. Geil. Ja. Aber ich weiß nicht, ob die Leute das nur in der Parallelwelt denken, oder die Ich sah da irgendwas Ungewöhnliches, der in seltsamer Sprache mit mir kommunizierte. Dieses war so unheimlich, diese Lallen.
Genau, aber, und aus seinem Mund kamen Strahlen. Aber was ja auch das nochmal unterstreichen würde mit den Fünden, ne, wo man sagt, vielleicht aus einer Parallelwelt, ne, wie Getriebe und andere Sachen in Stein geschmolzen worden oder ne, abgelagert worden, würde ja auch wieder eine kleine Unterstreichung geben durch die neue Erkenntnis, dass die Parallelwelt rückwärts läuft. Ne, in ja, eine andere Richtung. Als da die Verschmelzung war, hatten die gerade die Technologie, was für uns damals ne, die Vergangenheit nicht, war. Nicht unbedingt. Also da muss jetzt die Zeit nicht unbedingt eine Rolle spielen in dem Punkt. Also ja, ist mir nur als gerade eine Idee gekommen, weil die ja in die Richtung das ja spekuliert haben. Mir kommt ja auch gerade eine Idee. Wenn es so ein Universum gibt, wo die Zeit rückwärts läuft, dann braucht man für eine Zeitreise nur in dieses Universum springen und dann wieder zurück. Man muss vorsichtig sein mit dieser Meldung. Also diese Meldung, die ist nicht richtig. Also ja, diese weiß. Meldung... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ja, ja, klar. Nee, also ich sag nur, also natürlich, also die Dimensionen, die werden parallel verlaufen. Es gibt bestimmt auch welche, wo sie die Zeit rückwärts verläuft, aber diese Meldung ist falsch interpretiert worden. Also versteift euch nicht, also jetzt die Zuschauer, Zuhörer, auf das, was dort berichtet wurde. Es gibt viele Berichte, die in der Zwischenzeit, wie mit der Sichtung von den oder Freigabe von den Nimitz-Videos, wo auch zu viel hineininterpretiert wurde. Also das US, ich habe es ja, mehrere haben es ja schon erwähnt, die wollten nur bestätigen, ja, das sind authentische Aufnahmen von der Navy, mehr nicht. Mhm. Und genauso halt auch mit dieser Geschichte, dass irgendwas rückwärts läuft. Es ist, was das Komische ist, dass durch die Erde hindurch, sag ich mal, Teilchen durchfliegen, die dann irgendwo auftreffen. Und die Menschen wissen nicht, warum schaffen es Teilchen, durch die Erde hindurch zu fliegen. Das ist das Interessante. Das ist das Phänomen in der Antarktis, ne? Mit diesem Zeitphänomen angeblich. Aber das ist, ist ja nun jetzt nicht, noch nicht ganz so nachgewiesen, aber man hat festgestellt, dass es vorhanden ist. Das hat aber jetzt nicht zu sagen, dass wir plötzlich in eine Zeit zurückbewegen oder so, ne? Das, vielleicht hat das mit dieser freien Energie was zu tun, was diese Erdeatmosphäre auch abgibt von sich, ne? Wo die Teilchen einfach am Äquator aufeinandertreffen, eben durch die Erde durchschwingen und einfach dieses Phänomen entstehen lassen. Und kann durchaus sein, dass da irgendwas gerade passiert oder schon seit länger passiert. Also wenn es vorhanden ist, ist es seit die Erde existiert, sicherlich schon vorhanden. Genau, richtig. Nur in der Zwischenzeit haben wir als Technologie, das ist ja ähnlich wie mit den Teilchen, die durch die Pyramide fliegen, wo sie dann festgestellt haben, dass es da noch mehr Kammern gibt. Das waren ja Japaner, die das untersucht haben. Genau. Also es gibt Teile, die es schaffen, durch die Erde hindurch zu fliegen. Warum die das machen, wie lange die das schon machen, und das ist interessant, ja. Hm. Mick, du bist, haben ja wahrscheinlich keine Masse, sollen die ja haben, ne? Hm. Und die machen das ja durch die Erde, weil die Erde so eine Bremsungslinse eigentlich ist, ne? Ja, in dem Sinn, ne? Um diese Teilchen langsamer zu machen, damit man die überhaupt feststellen kann. Mick. Da gibt es ja diese komischen unterirdischen Kammern, die mit Wasser gefüllt sind und mit diesen Glasdingern, wo die Messsonden drin sind, ja, ausgekleidet ist. Ist das so viel, dass man diese elektrische, magnetische Felder messen kann oder so? Jetzt hat der Mick mal ein bisschen Nee, das hat mit Teilchen zu tun, nichts mit Feldern. Das sind reine Teilchen, die eigentlich masselos sind. Und die müssen durch die Erde mit die gebremst werden, weil nur die Erde hat die große, das große Volumen und die Masse, um die Teilchen ein bisschen abzubremsen, dass man die in diesen Kammern messen kann. Ne? Mhm. Mick, du bist und trotzdem leise. Dauert das ewig, bis da mal so ein Teilchen auf... Mick schläft. Alle tot. Mick schläft. Ich bin auch noch da. Ich schlafe nicht. Wick ist auch noch da. Nicht das, Ja, ich höre gespannt zu. Ach, die anderen mal zu Wort. Wir lernen von euch. Ja, ich noch mal kurz was einwerfen. Und zwar, wo wir gerade vorhin bei dem Thema über die Dämonen waren. Also meiner Meinung nach, also nur meine Meinung natürlich, für mich persönlich, existieren keine Dämonen. Weil ich bin nicht gläubig, ich denke nicht, hantiere nicht mit der Bibel, gehe nicht in die Kirche. Können natürlich alle gerne machen, wie sie möchten, haben ihren Glauben und so weiter und so fort, sollen sie glücklich werden, wunderbar. Aber diese Dämonen-Stories, das ist ja einfach nur eine aufgebauschte Sache, um den Leuten Angst einzujagen. Und zwar kommt das immer nur aus diesen Glaubensgeschichten. Also noch nirgendwo ist irgendwo ein Dämon wirklich optisch irgendwo zu sehen gewesen. Das glaube ich einfach nicht. Deshalb immer so ein böses Riesenungeheuer vor mir steht mit Hörner und Feuer aus der Nase und hast du nie gesehen. Das ist einfach irgendwie vollkommen. Du musst ja Alter. Und das finde ich einfach vollkommener Quatsch. Ich denke, die Dämonen stecken in einem persönlich, wenn das denn so wäre. Und zwar, wenn sich jemand erschrecken tut. Ich sag mal, der hat einfach mal eine kleine Geistererscheinung.
So, ja, oder Spuk, Scheine, oder Poltergeist oder irgendwas in der Art. Irgendwas, was Außergewöhnliches, was eben die Person nicht sofort einschätzen kann. So, kommt immer darauf an, wie ist die Person eigentlich eingestellt? Ist sie sowieso von Hause aus eine ängstliche Person oder ist sie einfach eine coole Person, die das einfach locker abtut oder so, hast du nie gesehen? So, die total ängstliche Person kriegt vielleicht fast einen Herzinfarkt, weiße Haare, rennt schreiend weg und für die ist auf immer die Hölle los, auf gut Deutsch. Die andere Person sagt sich, ach komm, das ist ja ganz easy, das war wahrscheinlich nur der Wind, der die Scheibe da irgendwo oder die Tür zugeknallt hat oder sowas in der Art. Ich denke, dass das immer davon abhängt, wer hat so ein Erlebnis erlebt oder wer steckt gerade in dieser Situation drin und wie verarbeitet die Person das? Wir hatten deshalb gibt es diese total ängstliche, für die ist es wirklich wie die Hölle auf Erden. Könnte ich mir gut vorstellen. Und daher kann das als dämonisch vielleicht ausgelegt werden, weil sie vielleicht noch gläubig ist nebenbei oder wirklich die Bibel neben im Schlafzimmer dazu liegen hat irgendwo. Deshalb denke ich mir, das ist immer bedingt von der Person. Also ich glaube nicht, dass es Dämonen gibt. A, wo sollen die herkommen? B, wer kommen die aus dem Ei rausgeklettert oder werden die irgendwo geboren? Ich meine, da muss es ja Mama und Papa Dämonen geben. Wenn man das erstmal so ein bisschen nicht durch den Kopf gehen lässt. Das ist einfach vollkommen, also für mich jedenfalls auf alle Fälle, nicht überlegenswert. Das ist eine Art böse Art von Energie. Könnte ich mir vorstellen, nicht jetzt unbedingt direkt böse, nicht wie wir als Menschen so denken, sondern einfach, die uns einfach negativ begegnet, wo wir nicht mit umgehen können, was einfach für uns nicht positiv ist. Das bringt uns nichts, das bringt uns nur Ärger vielleicht. So, dann ist es automatisch schon mal was Böses, was Schlechtes. Dementsprechend wird es einkatalogisiert, und dementsprechend wird das auch behandelt. Aber ich denke nicht, dass es grundsätzlich, also nur meine Gedanken natürlich, dass es grundsätzlich für mich persönlich keine Dämonen gibt. Nein. Wie man sagt, okay, es gibt auch Engel und so weiter. Das ist von der Kirche aufgebauscht und ja. Dämon heißt, wie gesagt, Geist. Und es wird irgendwo in der Hierarchie von unserem Weltensystem, wie auch immer, was dahinter steckt, wird es vielleicht Wesen geben, die tiefer stehen und die haben dann vielleicht ein bisschen Neid oder auf unsere Energie ein bisschen Neid. Aber es sind keine reinen Dämonen, die wollen vielleicht ein bisschen was abhaben. Nein, da geht dann auch schon. Ja, aber ja. Ich würde auch sagen, wir müssten eigentlich bei Dämonen von der Betrachtungsweise, von dieser überirdischen Betrachtungsweise weg, dass wir jetzt so Magiewesen sind, so wie Engel oder so, die von Gott und vom Teufel kommen, sondern Dämonen, Dämonen, wenn sie gesichtet werden, es gibt auch Berichte über Dämonen, die gesichtet werden, dass das, was dort als Dämonen bezeichnet wird, jetzt nicht Dämonen im eigentlichen Sinne sind, wie wir sie aus der Bibel oder aus Religionen kennen, sondern wie gesagt, halt einfach nur eventuell andere Lebewesen, die halt so aussehen, wie man sich einen Dämon im Allgemeinen vorstellt. Also sie müssen jetzt nicht irgendwelche übernatürlichen magischen Wesen sein, würde ich damit also da sagen. Wollte ich auch anhaken, dass, sag ich mal, durch Kirche und andere Gruppierungen oftmals religiöser Art, die durch eine neuere Geschichte das Alte auch meistens wegwischen wollen, damit die neue Geschichte oder der neue Weg neu funktioniert, dass sie dadurch auch Kreaturen, die auch vielleicht in größerer Zahl bei uns heimisch waren oder öfters vorbeikamen, durch egal wie, ne, ausgemerzt haben, um es zu korrigieren. Und wenn man den wenigen Leuten sagen konnte, dass es noch was davon existierte, dass man sagt, es sind Dämonen, ne, die muss man bekämpfen, ne, ausmerzen, am besten aus den Geschichtsbüchern raus, löschen, wenn da irgendwas war. Es gibt ja viele Fälle, auch von der Kirche notiert, da hat er mal der Mythenmetzger einen schönen Beitrag darüber gemacht, über die Menschen mit den Hundeköpfen. Ja, das ist ja, sag ich mal, sehr viel in Geschichtsbüchern, wirklich in alten Texten belegt ist, dass darüber geschildert wird. Es gibt ja auch einen Heiligen mit einem Hundekopf, die Jahrhunderte ausgemerzt wurden. Oder die Berichte in Dinosauriern, ne? Das ist ja auch ein neuerer Begriff. Damals in allen Fachbüchern oder Texten stehen sie als Drachen drin. Ne? Auch wo manchmal auch erwähnt wird, es gäbe angeblich noch wenige davon. Wo man auch nicht weiß, hat sowas wie die Kirche sowas dann nach und nach dann weiter ausgerottet, bis man wirklich sagen kann, ey, die existieren nicht nur in Legenden, weil das, was wir nicht sehen, würden wir auch meistens eher als Theorie und Legende abtun und nicht als existent. Ja, und dass es dadurch einfach vieles verschwunden ist, was nur unter Märchen fällt, aber was es vielleicht mal wirklich gab. Ich habe das ja auch schon einiges in meinem Video angesprochen, wenn ich über die UFO-Phänomene gesprochen habe von verschiedenen Rassen und Kulturen. Es kann doch sein, dass sich Lebewesen auf anderen Planeten ganz anders entwickelt. Die haben vielleicht eine negative Energie, mit der sie leben, was wir und wir haben eben eine Art Mehrgefühl. Wir haben die Güte in uns, auch das Schlechte in uns.
und dass das einfach so eine Kommunikation ist, mit denen sie leben. Also diese negative Energie der Alien. Dass sie vielleicht auch nicht kennen, nehmen wir mal an, das Gute, also beispielsweise wie bei Star Trek die Klingonen, ne, sind ein rassistisches Volk in dem Fall, also ein kriegerisches Volk in diesem Sinne. Und es kann sich durchaus so sein, dass sich verschiedene Lebensformen auf verschiedenen Planeten ganz anders entwickeln, als wir hier auf der Erde. Ja, genau, ja. Ja. Sind vielleicht auch welche bei, die haben Hörner und rote Haut. Das kann auch durchaus sein. Richtig, ja. Ne? Ja. Ja. Ist nur die Frage, wie verhalten sie sich gegenüber den Menschen? Wenn die sich jetzt aggressiv verhalten, ist das für sie natürlich eine ganz normale Reaktion für sie. Und wir sehen also, das als eine Art Gefahr da. Ne? Ich sage auch mal so, also wenn jetzt eine Zivilisation rein theoretisch so lange bestehen kann, dass sie Raumfahrt entdeckt und auch andere Planetensysteme besucht, dann muss sie sich gegenüber anderen auch durchsetzen können, sonst wäre sie nicht so weit gekommen. Ja, natürlich. Das heißt, eine Zivilisation, die diesen Punkt erreicht hat, kann nicht immer nur so auf Friede, Freude, Eierkuchen machen, sondern die müssen auch mal auf den Tisch hauen, wenn es drauf ankommt. Mhm. Und in der Größenordnung steht dann mal die Zukunft einer ganzen Zivilisation auf dem Spiel. Das heißt, wenn die hierher kommen, das sind dann nicht die Erlöser und die Freunde, die uns nur Gutes bringen. Nee, also es ist auch so ein Irrglaube, denke ich. Also sind ja dass alles als was weiterentwickelt ist, als wir immer grundsätzlich gut sein müssen. Nee, das ist ganz falsch. Das sind ja dann auch die Berichte gegen die Naturgesetze zeigen, der Stärkere und Aggressivere setzt sich durch und diese Gesetze gelten im ganzen Universum. Also, ja, das hört man ja auch immer wieder bei diesen UFO-Entführungen, ne? Wie die Leute dann eigentlich auf dem Tisch liegen und hier werden Experimente durchgeführt, hier werden Sonden irgendwo reingeschoben, ja, weiß der Geier, also sie werden richtig misshandelt und sind danach immer traumatisiert. Ich glaube, dass da nicht ganz so alles so immer wieder, wie du eben angesprochen hast, alles mit guten Dingen vor sich geht da. Ne? Also da muss man schon vorsichtig sein, mit was man hier zu tun hat. Ich kann mir gut vorstellen, wenn wir jetzt mit in der Entwicklung noch nicht so weit sind, die sehen uns als primitiv an. Das ist jetzt ein Vergleich mit diesen Ureinwohner Christoph Kolumbus und sowas in der Art, ne? Dass schnell mal hier mal die Übermacht gezogen wird. Ne? Ja. Und wie das für die Ureinwohner abgelaufen ist, wissen wir ja alle. War jetzt nicht so schön für die. Ja, eben, ne? Ja, aber wenn es rein hypothetisch wirklich jetzt all die Sichtungen mit UFOs und sonstigen Geschichten wirklich alle wahr wären, glaube ich aber schon, dass im Großen und Ganzen es Schein des Forschungs und oder sag ich mal, wissenschaftliche Studie eher über uns hängt, weil wir sonst eher bewusst schon erobert wären, weil wenn sie wirklich annähernd bestimmte Technologien haben, würden sie uns beobachten, den schwächsten Moment abwarten und uns, sag ich mal, direkt unterwerfen. Und da glaube ich... Ist jetzt nur halt auch die Frage, was es ihnen bringt, uns zu unterwerfen. Also, wenn es ihnen nichts bringt, dann lassen sie das auch. Da können sie sonst wie aggressiv sein oder so. Aber ist halt auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Was bringt uns das, wenn wir jetzt diese primitiven Halbaffen auf dem Planeten unterwerfen? Was haben wir davon? Sich das für die nicht lohnt? Ein gutes Beispiel, oder? Wenn wir jetzt in dieser Situation wären, der Außerirdischen, dass wir jetzt technologisch so weit fortgeschritten sind, dass wir das Universum quer durchqueren können und finden dann einen bewohnten Planeten, sehen auf diesem bewohnten Planeten auch eine gewisse intelligente Lebensform, die sich vielleicht noch nicht so fortgeschritten hat, wie wir uns das vorstellen. Ich denke mal, das erste Moment ist mal, die zu beobachten und vielleicht auch mal den einen oder anderen zu entführen, um zu gucken, wie der wirklich funktioniert. Also die Kreatur funktioniert, dass man den vielleicht mal unter Sonden untersucht, in irgendwelche Proben entnimmt. So kann ich mir das auch gut vorstellen, dass wir so ein Planeten sind, der beobachtet wird von irgendwelchen anderen Kreaturen, sofern es der Möglichkeit entspricht. Man muss sich das ja so vorstellen, wenn es sich um eine intelligente Lebensform handelt und die Entfernungen überqueren können, die wir uns dem besten Willen noch nicht vorstellen können, dann sind die so weit schon fortgeschritten, dass sie eben einfach uns eben als primitiv ansehen und einfach mal ein bisschen beobachten und vielleicht die Dinge auch vielleicht versuchen, genetisch zu verändern. Das heißt, dass die irgendwie vielleicht versuchen, eine DNA, also sie versuchen vielleicht Kreaturen,
zu mischen mit unseren Kreaturen und die dann absetzen, um zu gucken, wie sich die entwickelt, ob die überhaupt lebensfreundlich sein können auf diesem Planeten. Das heißt dann noch lange nicht, dass wenn wir jetzt einen erdenähnlichen Planeten finden, dass wir auf diesem Planeten leben können. Dass die ersten Umstände, mit denen wir konfrontiert wären, wenn wir die Atmosphäre dieses Planeten einatmen, sind natürlich auch die verschiedenen Bakterien und Viren. Das heißt, der Planet könnte uns krank machen, weil unser Immunsystem nicht darauf eingestellt ist, diese Viren zu bekämpfen. Also könnte das auch globale Folgen haben. Da gab es mal eine ganz schöne Serie, damals ist es ziemlich alt, die nannte Earth 2 oder so. Die haben auch einen erdenähnlichen Planeten gefunden, wo sie sich eingesiedelt haben. Und da war ja auch dann sind sie auch natürlich primitiven Wesen begegnet, aber die wurden auch definitiv krank. So kann ich mir das auch gut vorstellen, dass das so ist. Weil die Umstände können zwar die gleichen Umstände haben wie auf der Erde, aber die Entwicklung auf einem anderen Planeten geht ganz von anders zustande. Das heißt, auch Viren, Tiere und was auch immer, Pflanzen und Gemüse, was da wächst, das sind dann alles vielleicht so Tätigkeiten, dass wir sagen, vielleicht macht uns diese Frucht krank und vielleicht die Lebensformen, die da drauf sind, ernähren sich von diesen Frucht. Also das ist halt schlimm, wir gehen ja immer nur von uns aus. Ja, also es muss nicht unbedingt sein, dass wir da leben können. Da fällt mir auch eine sehr interessante Folge von Enterprise ein, also diese neue Enterprise-Serie mit Cap Archer. Da waren die verdeckt auf einem Planeten unterwegs und die Leute, die da gelebt haben, die sahen 100% aus wie Menschen. Die hatten nur einen Unterschied, die hatten kupferbasiertes Blut. Und also wie die Vulkanier. Irgendwie hatten die so andere Blutsort. Und dann wurde Captain Archer und seine Truppe wurden gefangen, dann untersucht und da haben sie festgestellt, dass unser Blut für die hochtoxisch ist. Ja, giftig, ja. Ja, ja. Also so in der Art könnte ich mir das auch vorstellen. Alles möglich, ne? Ja. Aber es könnte vielleicht auch noch viel simpler sein, ne? Wenn sie wirklich stellenweise so weiterentwickelt sind und vielleicht auch durch Reisen erst nach tausenden von Jahren wiederkommen und sich ja auch in der Zeit dann wieder immens verändert haben, dass die vielleicht uns auch wirklich gerne erforschen, weil wir noch so fantasievoll primitiv sind. Ne, und vor allem, dass wir mit unserer Technologie, ne, unsere Radiosignale, Fernsehsignale raussenden, einfach ein gigantischer Fund sind und sagen so, ey, wir kriegen die besten Märchengeschichten dort. Ja, ne? Dass wir auch sagen, ja. So, ey, die sind noch so primitiv, ne, die erzählen so schöne Märchen. Vor allem, wir entführen zwei, drei Leute, gibt es direkt 10 neue Serien und 100 neue Filme. Ne? Ja. Genial, ne? So, komm, verstümmel noch ein paar Ziegen mehr. Ja, wir berichten heute wieder mal live von der Erde. Machen also unser Fernsehprogramm. Ja, sein eigenes Fernsehprogramm. Ja. Wir können nochmal einen Kornkreis irgendwo hinsetzen, eine versteckte Kamera und gucken, was wird. Ja, genau. Guck mal die Blöden an, wie sie jetzt rätseln und nicht wissen, woher es kommt. Ne, ist auf die Art. Leute, 2,5 Stunden Stream haben wir schon. Also das ist schon, wollen wir da langsam... Das ist echt krass, ja. Es geht so schnell, wenn man irgendwelche Themen anspricht, überhaupt, wenn es um unheimliche Begegnungen geht. Das ist ja auch das Begegnung mit Außerirdischen zum Beispiel, mit verschiedenen Kreaturen. Wie gesagt, schade ist das... Ist ein spannendes Thema. Ja, immerhin. Das kommt immer sehr gut an. Also der das eingebracht hat, Hut ab, gut gemacht. Darf ich was in den Raum werfen? Gerne. Ja. Gerne. Was ich mega interessant fände, ist... Meeting wollte ich schon sagen. Wie heißt das hier? Community. Das, was wir gerade machen. Das ist ein Livestream. Livestream. Community wollte ich sagen. Ist auch egal. Konferenzschaltung. Ja, Konferenz. Eine Konfi, ja. Ja, okay. Wenn man nochmal so eine Konfi macht zum Thema Schattenwesen. Also ich finde sowas mega interessant. Und ich bin dabei. Gerne machen. Und es gibt ja extrem viele, die sagen, ich habe so etwas schon mal erlebt. Ja, hier war im Chat ganz schön viel los, als das angesprochen wurde. Ja. Also da könnte man was machen, ja. Und da bin ich auch dabei. Ja. Also wenn ich mich selbst einladen darf. Natürlich. Leute, gerne. Habt ihr Lust auf Schattenmenschen demnächst? Also Leute, ich ja auch schon mal sind, also Schattenwesen finde ich gut, aber ich habe wirklich so meine ganz, ganz eigene persönliche Meinung zu. Das ist was, wo ich dann überhaupt nicht dran glaube. Obwohl ich diese Geschichte interessant fand, wenn die wirklich interagieren mit den Sachen, die im Zimmer sind, wie mit der Wäsche im Schrank. Das finde ich natürlich super interessant. Wäre auf jeden Fall dabei. Finde ich aber auch gut, wenn du dabei bist, Quippo, weil genau deine Meinung, das ist der Gegenpol, das finde ich super. Ja, bin da auch eher auf deiner Seite, also da wäre ich auch gerne dabei. Man muss ja auch die beiden Ansichten betrachten, also einmal die, wie wir sie sehen und einer von einem Skeptiker, also es gibt ja verschiedene Meinungen. Das setzt sich dann wie ein Puzzle zusammen.
finde ich. Ne? Da kommt man dann irgendwie auf eine Spur. Als wenn man immer nur der Behauptung ist, so muss es sein, aber wenn man auch mal das von einem anderen Blickwinkel betrachtet, dann denkt man sich manchmal schon, ja, ist eigentlich logisch. Ne? Und deswegen habe ich den Creepers auch gerne dabei, auch bei unserem Mr. Bandentalk und so, weil er einfach ein bisschen die Dinge anders angehen kann, als wir es sehen. Also ich sage zwar immer, man muss hinter den Tellerrand hinausblicken, aber natürlich auch ein bisschen weiter, dass man irgendwie auch die Zusammenhänge findet, um der Wahrheit ein bisschen... Kein Licht ohne Schatten. Da würde ich aber noch vorschlagen, was auch den anderen dann zugutekommen würde mit ihren kleineren Kanälen, dass man dann auch vielleicht mal den Livestream mit den, für mich den gleichen Gästen auch über sie mal laufen lässt, dass er auch dementsprechend die Zuschauer da mal hinkommen, dass wir Werbung machen, geschweige auch ein paar Abos mehr hinkommen, dass man sich wirklich untereinander hilft. Natürlich, so. Das ist eine gute Idee. Ja. Dass man wirklich dann auch mal die anderen zusätzlich, weil ich glaube, bei den anderen, die da erstmal ihre paar tausend oder paar hundert Abos haben, wenn auf einmal so ein paar größere Größen wie Remystery, Creepers, ne, der Peso und andere Konsorten hier auch und mal ich? Reinkommen. Genau. aber da hätte ich Angst bei meinen, weiß nicht, 1600, 1700 Abonnenten, dass da nur zwei Zuschauer sind. Du musst halt Werbung machen. Wir machen ja alle Werbung dann, ne? Und dann kommen ja, genau. Da kommen ja auch die anderen Idioten rüber und sagen, ey, was ist das für ein Kanal, ne? Ja, dann also, so wie ich gerade gelesen habe, Schattenwesen, ne, sind gefragt. Ja, also, machen wir. Leute, wir werden das wieder so machen. Dabei. Ihr seid die beste Community forever da draußen. Also, das ist absoluter also, Hammer. Ihr gehört zu Peso, ihr gehört zu mir, ihr gehört zum Quipus, zum Mythenmetzger. Ihr durchquert das ganze System ein, also die ganzen Mystery-Szenen-Bereich. Ich werde natürlich wieder eine Umfrage starten für euch, wo ihr die Themen dann wieder einbringen könnt. Schneidet das Thema auch Schattenmenschen an. Wir werden dann wieder gucken, dass wir wieder fünf Themen dann zum Herausfiltern werden. Also die meisten, ich könnte diese Themen natürlich auch wieder liken. Ich gehe da meistens immer von den meistgelikten Beiträgen dann aus, also von den Ideen, die ihr dann einreicht, und werde die dann als Vote-System wieder preisgeben. So eine Art kleine Challenge. Und der Hammer war, dass das über 1000 von euch abgestimmt haben und eben unheimliche Begegnungen der meiste Voting war. Also wie gesagt, ich werde dann wieder so ein Posting eröffnen, wo ihr einfach wieder eure Ideen als Thema einbringen könnt. Und da wäre vielleicht auch gut, vielleicht das Thema Schattenmenschen. Vielleicht können wir auch ein Thema eröffnen, Schattenmenschen, plus noch ein zusätzliches Thema. Da haben wir immer ein zwei Themen, die wir beschreiben können. Ja. Also wir sollten uns nicht nur auf ein Thema, nee, ist richtig. Ja, dann werden wir sagen Schattenmenschen und ihr habt dann wieder die Möglichkeit, und euer... eins nach Abstimmung. Genau. Kannst du das Schattenmenschen festmachen und das zweite dann nach Abstimmung. Genau, von der Abstimmung Community, was gerne mal besprochen wird. Wie gesagt, Alois Edelmeier wurde auch angesprochen. Der hatte noch kurzerhand mal die Führung übernommen gehabt, aber dann hat die unheimliche Begegnung ziemlich zugestimmt gehabt und der Irrmeier ist ziemlich abgestürzt. Also, und zum Irrmeier kann ich auch leider nicht viel sagen. Ja, also ich habe mich früher auch mit Prophezeiungen und Vorhersagen auch sehr viel beschäftigt gehabt in meinen jüngeren Jahren und da gibt es auch sehr viel zu berichten eigentlich in diesem Thema. Und was damals nach dem Krieg. Ja, weiß ich ja irgendwie. Damals vor dem Krieg, da hatte er ja. Aber wie gesagt, dieses Thema ist natürlich auch sehr interessant. Also wie gesagt, ihr könnt die Themen gerne wieder anwenden. Ich werde dann wieder in der Community auf meinem Kanal wieder eben ein Thema eröffnen, wo ihr dann diese Themen dann wieder einbringen könnt. Leute, wir haben zwei Stunden 35 Minuten gestreamt. Letztes waren wir 3 Stunden. Ja, so 20, ja. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Bitte vergesst nicht, Leute. Wir haben Gäste hier, auch neue Gäste hier. Und das heißt, ich lade auch gerne wieder Gäste ein. Mir ist es im Prinzip egal, ob einer weniger Abonnenten hat oder einer viel. Es geht mir immer darum, um das Thema. Und wichtig für uns ist immer, seid ihr es. Ihr, die Community da draußen. Und deswegen unterhalte ich mich auch gerne mal. Nicht so wie andere YouTuber, die gerne ein bisschen schlenkern lassen. Und daher, schaut gerne mal vorbei, auch beim Wick. Ihr findet übrigens auch die verschiedenen Links in der Videobeschreibung. Einfach mal anklicken. Dann auch der Wing, der unser Josef, der würde sich auch sehr freuen. Hat jetzt fast, glaube ich, schon fast bald die 1000. Ich muss mal kurz schimpfen. Nach, ja. Nee, lange nicht. Noch lange nicht. Nee. Ist auch egal. Also ich bin froh, dass ich bei euch bin. Ja. Ich hatte die Hoffnung, weil du bist ja
du bist ja voll im Thema. Du bist ja, das war ja heute naja, deine Zielgruppe. Ne? Also zum Schluss möchte ich nur kurz was ergänzen. Die seltsame Art der Tierverstümmelung ist ein ganz, ganz heikles Thema. Und ich habe ja schon im Vorgespräch schon mal gesagt, mir sind damals eine Menge Abonnenten abgesprungen und weggerannt, weil ich dieses Thema ja mit diesem Thema begonnen habe. Und klar, nicht jeder mag verstümmelte Tiere. Aber was ich hier zeige, das sind keine verstümmelte Tiere, die von Menschen verstümmelt werden oder von Raubtieren, sondern das ist ein ganz anderes Thema. Und da sollte man nicht einfach wegrennen, sondern sollte man lieber zuhören. Weil das ist wichtig, weil das betrifft jeden. Das kann jederzeit an jedem Ort bei jedem vor der Haustür passieren. Und ja, aber ich habe auch vollkommen Verständnis, dass nicht jeder dieses sehen möchte halt. Josef, da danke ich dir auch, weil das ist auch so ein Thema der ganzen Jahre nebenbei gewesen bei mir. Hm. Und ich danke dir für deinen Bericht über die Tierverstümmelung. Herzlich gerne. Herzlich gerne. Ja, mega spannend. Und ich möchte zum Abschluss noch sagen, es ist wieder eine Tierverstümmelung passiert vor 2 Wochen. Ich werde berichten nach meinem nächsten Video. Mein nächstes Video wird sein der Ostfaktor. Der wird sich leider etwas verschieben, weil ich da aufgrund von Zeitmangel dieses noch nicht geschafft habe, fertig zu machen. Aber danach nehme ich diesen neuen Fall von der Tierverstümmelungsserie wieder auf, weil es vor 2 Wochen wieder 2 Fälle gab, die sehr aktuell sind. Also ich bleibe dran und schaut bei mir rein und ihr könnt sehen, was hier noch weit auf der Welt passieren tut. Ja, das ist erstmal, was ich dazu sagen kann. Übrigens, der Josef ist zum ersten Mal in einem Livestream dabei und er war ein bisschen nervös am Anfang, ne? Aber es ist gut gelaufen heute für dich. Ne? Ich habe gesagt, frei Schnauze ist immer gut. Ne? Ja, hat man gar nicht gemerkt, das war profimäßig. Ja, danke schön für das Kompliment. Ich muss auch sagen, also es gibt natürlich ein paar nette Leute, wirklich nette Leute. Ich meine, das ist auch wirklich sehr nett, die sagen, naja, du redest manchmal so leicht gebrochen Deutsch. Da, wo kommst du her? Wo kommst du her? Also ich muss jetzt erstmal klarstellen, meine Muttersprache ist Ungarisch. Das ist die erste Sprache, die ich gelernt habe. Deutsch kam danach und jetzt die englische Sprache. Das heißt, ich rede tagtäglich 3 Sprachen. Und im Endeffekt, zum Schluss, kann ich keine mehr perfekt, weil ich komme mit alles schon langsam durcheinander. Ist mir aber nicht aufgefallen, war super. Dafür bedanke ich mich. Also, und Feuertaufe bestanden. Ja. Oh ja. Dankeschön. Du müsstest dann vielleicht mal so ein Video machen auf Ungarisch, dass du auch mal die Zielgruppe in Ungarn erreichst. Ich könnte, versuch das mal. Ja, Untertitel, da bin ich dann gespannt. Ja, ich könnte sowas mal machen. Und dann ganz kurz, auf meinem Kanal habe ich 2, 3 Kanäle vorgestellt. Das ist einmal UFO-Wissen. Bitte schaut da rein. Auch das Kanal von Leola und UFOs über Las Vegas. Bitte da mal reinschauen, sind auch gute Kanäle, sehr interessant. Und ja, würden diese Kanäle auch sich freuen, auch mal, dass man dort mal bei denen vorbeischaut. Und auch nicht vergessen, den Vic, sein Kanal, abzuchecken. Der hat ja nicht nur Mystery, sondern ist ja da auch ein bisschen künstlicherweise unterwegs. Also hat ja auch Musik. Also sehr interessant. Genau, mein Schwerpunkt ist Musik. Ja, bring das mal ein bisschen. Ich beschäftige mich jetzt aber auch mehr mit Bands, die ja ein bisschen mysteriöser sind, wie zum Beispiel jetzt Die Kreatur aus Deutschland oder zum Beispiel Ghost aus Schweden. So etwas greife ich sehr gerne auf, auch wenn dann paranormale Sachen im Metal sind, wie zum Beispiel neulich UFO und Metal, ne? Mhm. Ein Abo hast du, Vic. Ja, also, danke schön. Also falls ihr euch für ungewöhnliche Musik interessiert von Bands, die noch nicht so bekannt sind, könnt ihr gerne auf seinen Kanal gehen. Ja, ich dachte, da hat er garantiert ein paar Tipps für euch. Er ist vor 3, 4 Tagen auf ihn gestoßen, denke ich mal. Was ist das? Sehr ungewöhnlich, aber gar nicht so schlecht, denke ich mal. Ach, schreib mal einen Kommentar hin. Und dann hat er mir noch geantwortet, ich habe die Mythenbanden und dich schon seit längerer Zeit abonniert. Und er sagt, ach, lädt's denn doch mal ein. Ich habe dann auch gesehen, du hast Broadcast gemacht. Du hattest ja auch schon den Erich von Däniken interviewt. Ne? Da gibt es eben auch ein Video. Genau, das den Erich von Däniken. Da müssen wir uns nochmal drüber unterhalten, wie du das geschafft hast. Der konnte bei uns kostenlos Werbung machen im Radio. Ah, das jetzt live gesagt? Ja, okay. Ja. Gut, das sagt er einiges. Ja. Vielleicht ist das. Wie viele Anfragen bis morgen kommen? Also, wie gesagt, er hat ein Interview mit Erich von Däniken. Falls ihr euch dafür auch interessiert, könnt ihr auch gerne auf seinen Kanal. Wer weiß, vielleicht ist er heimlich auch im Chat tätig. Und wenn er das hören sollte, Däniken, ich würde dich auch gerne in den nächsten Livestream einladen. Aber ich glaube, wieder denkt. Ja, Erich, gerne. Ja. Würde mich auch freuen. Ja. Erich geht immer. Wird nur ein bisschen schwieriger. Das denke ich auch. Ja, Josef, du kommst aus Ungarn. Guck mal, ich komme aus Polen. Das heißt, wir haben schon 2 Ossis hier. Aha. Ah, okay.
Also geboren, bin ich im ehemaligen Jugoslawien, jetzt was Serbien ist, aber an der ungarischen Grenze in Subotica. Und ja, und dort reden wir alle Ungarisch. Und deswegen, ja. Aber du bist aus Polen. Ja, genau, okay. Katowice. Katowice, okay. Katowice. Also ich kenne nur Schlubice. Leute, seht ihr, wir sind international vertreten hier, also all over the world sozusagen. Also heute Europa, morgen die Welt, ja, ne? Richtig. Ja. Und dann der Mars. So muss es sein, ne? Finde ich, ne? Ja, auch nicht vergessen, Mick, wenn ihr Facebook nutzt oder so, schaut doch mal bei ihm vorbei in seiner Facebook-Gruppe. Vielleicht Mick auch noch ein paar Worte dazu. Findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. Habt ihr natürlich auch verlinkt, ganz klar. Ja, also wie gesagt, wer Interesse hat an das Außergewöhnliche, ja, die paranormalen Geschichten, ja, rund um den Globus, da findet man bei uns genug Sachen, wo auch wirklich ernsthaft diskutiert wird zum Beispiel, also nicht, dass da die Leute mal nur so verarscht werden oder alles nickt nur ab oder jeder schreit Fake, ohne Hintergrund zu sagen, warum er das so sieht und so weiter, also wir bemühen uns da wirklich ernsthaft hinterher zu sein. Ja, in der nächsten Zeit wird sich bei mir noch ein kleines bisschen was ändern. Sprich, ich habe vor, von Paraworld selber noch eine, ich sag mal, so eine Art Kernteam zu bilden, die dann wirklich in Deutschland Sachen hinterher reißt, sag ich einfach mal. Sich intensiv mit der Recherche beschäftigt, bei der Polizei nachfragt, Augenzeugen und so weiter und so fort. Vor Ort Recherche direkt. Denn manchmal kriegt man ja so Sachen, ich sag jetzt einfach mal, Bildzeitung, große Schlagzeile, wie es UFO über, keine Ahnung, Schwarzwald oder so. Dann stehst du da und sagst, ja, super. Ja, und dann, was ist da passiert? Was ist los? Da kriegt man nichts mehr hinterher. Weil das Thema ist danach wieder vom Tisch. So, also gibt es ja Leute, die dann auch überall entweder wohnen sie schon in der Nähe oder man sagt, okay, wir fahren zum Wochenende mal dahin. Und dass man da wirklich mal intensiv recherchiert und dann sagt, okay, da ist was dahinter oder das ist vollkommener Blödsinn und so weiter und so fort. Einfach mal probieren, der Sache ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Das war ein Haufen Arbeit, sag ich einfach mal, aber das ist ja auch das Spannende an der Geschichte, ne? Und ich denke, wir haben da die verschiedenen Leute, die auch wirklich Interesse haben und auch ein bisschen fachliches Wissen, also nicht nur so eine Ja-Sager, die einfach nur die Überschrift lesen und das war's, sondern auch die sagen, okay, wir möchten ja nochmal ein bisschen tiefer in die Sache. Also das wird demnächst bei mir so auf dem Plan stehen. Sehr gut, Mick. Und übrigens, der gute Mick streamt ja auch ab und zu mal bei dir auf der Seite, ne, in diesem Live-Chat oder, ne? Ja, ja, da haben wir auch schon des Öfteren Sachen gemacht. Also wir sind da sehr aktiv eigentlich. Ja. Da kommt keine Langeweile auf. Läuft, ne? Alles gut, ne? Ja, alles wunderbar. Mhm. Ja. Also wart ihr das, wo ich mal bei der Rückführung mit bei war? Auf diesen komischen... Ja, ganz kann genau. Kann sein, Jens, genau. Ja, genau. Ach, da wart ihr das ja sogar, genau. Ja, aber diesen heimlichen, mysteriösen Zello-Chat da, wo sich diese mysteriösen Cello Menschen treffen, Cello, die dann auch noch Experimenten durchführen. Nein, wir schneiden keine Menschen auf. Nein, aber so in die Richtung ist das immer so ein schönes Thema. Langweilig. Das werdet ihr natürlich bei ihm auch erfahren, sobald ihr der Gruppe beitritt. Also ich bin Zello und Mick ist ein sehr guter Atem. Wir werden euch auch nicht zeigen, wie der Peso von innen aussieht. Schade. Der gehört zur... Das ist einfach nur schwarz. Ja, für den Man. Oh, hier ist nichts. Ja, übrigens, den Captain habe ich auch verlinkt. Wenn ihr jetzt bei ihm vorbeiguckt, da seht ihr erstmal die Let's Plays Videos, glaube ich, ne? So kunterbunter, aber auch ein paar Mystery Videos. Ja, das ist alles mit bei. Aber dein Video hast du noch nicht fertig gemacht. Du willst das nochmal neu aufnehmen, oder? Das muss nochmal neu aufgenommen werden, ja. Okay, das war der Turmbau zu Babel, übrigens, ne? Genau. Pre-Astronautik war das Thema, ne? War Gunni war dabei, ich und du, deine Möglichkeit, ne? Ja, vielleicht Kostprobe gefällig für die Leute. Hast nicht immer. Ich hab ein Intro gemacht. Also falls sich jemand das ansehen will und Interesse hat, also wenn ich Zeit habe, mache ich das Video nochmal neu und dann kommt's auch online. Da steht demnächst und demnächst könnte auch in 2 Jahren sein, vielleicht, ne? Richtig. Ich hoffe, das ist Captain Unbrauchbar, ne? Ja, den Peso, uns kennt ihr ja. Ja, natürlich, die Mystery Bande, den Creepus natürlich auch besuchen. Ihr braucht ja nicht viel dazu sagen. Er hat ja analysiert immer schön die Videos. Demnächst wieder sicherlich was Neues bei dir. Ich glaube, gestern hast du eins hochgeladen, Creepu. Gestern habe ich mal wieder eins hochgeladen. Und zwar ging es mal wieder um diese wunderschönen Reptiloiden. Da hatte ich 2016 schon mal ein Video zu gemacht und hatte in der Zwischenzeit mal immer wieder hier und da ein paar Links gekriegt, habe ich gesammelt, dann wieder vergessen. Und jetzt war ja bei dieser Caroline K., wie heißt die gute Frau? Ich kannte die Pelikus.
Genau, Kebekus Show, da ist ja auch dieses Reptilien oder die Reptilienaugen von ihr aufgefallen. Und daraufhin hatte ich dann ganz, ganz viele Mails gekriegt und Hinweise und guck doch mal da rein und so. Und dann habe ich das mal so in einem Abwasch genommen, dieses Video analysiert und dann auch noch zwei, drei andere dazu genommen, sodass ich das Thema nach langer, langer Zeit mal wieder aufgegriffen habe. Ich glaube, ist ganz witzig geworden. Ist ganz interessant, aber das Problem ist halt einfach bei deinen Videos, du gibst den Fälschern immer mehr Tipps, wie sie es besser machen können. Ja, okay. Das Diese Sachen waren noch relativ offensichtlich, da habe ich mir auch schon gedacht, ja, wie kann jetzt jemand glauben, dass das da Reptilienaugen sein sollen, ja. Aber, so, er hat es erklärt, ja. Die Tarnvorrichtung. Aber der Creepers ist auch... Aber was ich nicht gecheckt habe, hat er gesagt, das mit den Zehen war nicht deine Glanzleistung. Was meintest du damit? Dieses Video mit den Zähnen, weil ich es einfach nicht erklärt habe. Ich habe ihnen hinterher irgendwann nur noch gesagt, dass dieser Typ ein Gebiss hat. Genau. Aber damit ist natürlich nicht erklärt, warum die Zähne so aussehen, wie sie aussehen. Die sehen ja so komisch spitz dazwischendurch aus. Mhm. Und dann ist der gute Mann ja auch noch ein bisschen gelacht und findet das ganz toll. Da habe ich damals einfach, habe ich nicht gut gemacht. Stehe ich auch zu. Hätte ich schon längst löschen sollen, dieses letzte Stück von dem Video. Aber dann sind die ganzen schönen Klicks natürlich weg, diese 260.000. Und das wollte ich dann auch nicht. Deswegen lasse ich das immer so stehen. Ja, aber jetzt nachher. Also, ich denke mal, bei dem letzten Video, das sind auch einfach Artefakte im Mund. Das hat nicht Gebiss oder sonst was zu tun, sondern halt diese weißen Zähne und diese Spitzen oder Löcher. Das liegt einfach an dieser miesen Aufnahme von der Kamera. Aber wie gesagt, auch, das ist jetzt so, nein, ist nicht ganz korrekt, aber ich lasse es jetzt so. Ja. So. Und können sich die Leute immer wieder drüber aufregen. Ja. Gut. Das passt sehr gut. Und natürlich auch den lieben Peso, der mittlerweile auch zu uns gehört. Zumindest ist er immer aktiv im Livestream. Er muss einfach dabei sein, anders geht das gar nicht bei dir. Wurdest du gezwungen von mir oder war das irgendwie so freiwillig? Ich glaube, ich habe dich da schon ein bisschen gezwungen dazu, aber du tust das gerne. Nein, überhaupt nicht. Nee, ich fühle mich total geehrt. Ja. Und vielen lieben Dank. Also ich freue mich, dass das alles sich so entwickelt hat. Und ich denke, wir passen gut zusammen. Wir haben den gleichen, ähnlichen Humor. Und ich glaube, wir ergänzen uns. Sehr gut sogar. Natürlich, ja. Also das spürt man auch gleich, auch wenn man sich ein bisschen unterhält über diese Dinge. Es geht ja nicht nur über Mystery-Sachen, auch mal über private Sachen oder so. Ich denke, das passt einfach. Ne? Auch was wir hier machen. Ich finde das auch mit anderen Mystery-Kanälen so. Wie jetzt Vic mit seiner Musik oder der gute Josef, ne, der eine andere Präsentation präsentiert und ein anderes Thema dann wieder aufarbeitet. Und da schaut man doch gerne mal drüber weg in diesem Sinne, ne, finde ich auch. Und wir haben auch den guten Gunni natürlich da. Wir haben unsere Webseite, die momentan in Umbau ist. Den guten Mythenmetzger, den haben wir verpflichtet, die Webseite in Schwung zu halten. Deswegen ist er nicht dabei. Er muss, genau, der muss arbeiten. Der hat Überstunden, der wurde einfach vergöttert von uns, also von Creepers meiner Seite und auch der Biso hat ein bisschen Stoff gegeben. Ich frage mich auch, warum er hier im Chat war. Da hat er heimlich wieder aus seinem Folterkeller ausgebrochen. Genau, irgendwie muss da rausgekommen sein. Also ich habe alles gut abgeschlossen. Ja, ich habe gesagt, er kommt erst da raus, wenn die Website fertig ist. Er hat Pause gemacht, also so eine Rauchpause oder so, hat aber ein bisschen ausstempeln, ne, dass die Stunden auch gezählt sind. Ne, und dann, genau. Also Metzger wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr da sein. Er wird noch an der schönen mysterybanden.de-Seite arbeiten. Wie gesagt, die ist momentan am Umbau wieder. Es gab da Probleme mit diesem Design und da waren die Seite selbst an sich, das hat man sich runtergeladen, ist einfach fehlerhaft. Wir konnten das einfach so nicht lösen, weil es schon vom Hersteller so entworfen worden ist, dass die Seite einfach nicht fehlerfrei arbeitet. Und Mythenmetzger ist da momentan dran, um eine sehr Top-Seite zu präsentieren und momentan haben wir jetzt mal eine andere Alternative, also mal Übergangslösung für eine Seite, damit ihr die Möglichkeit habt, auch ins Forum zu gucken, in den Chatbereich reinzuschauen. Ihr könnt euch da ruhig registrieren, anmelden, einmal vorbeigucken, wäre schön, das sind auch sehr liebe Menschen da. Wie gesagt, Gunni ist Mod, hat die Rechte da und wenn da was ist, ihr könnt auch gerne den anschreiben und dann macht es eine sehr gute Arbeit, ne, Gunni. Ich würde um eins nur bitten, ihr lieben Leute, wenn ihr mal reinkommt in den Chat, auch mal Hallo schreiben, nicht mal reinkommen und wieder rausgehen. Ich bin immer dauerhaft. Hallo soll ich auch noch schreiben? Also, das ist manchmal echt nervig, wenn du da stundenlang herumsitzt, rumvegetierst und dann hast du jedes Mal ein Signal, wenn sie raus und reingehen und dann geht es immer blick, 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 blick und du
beschreibst du mal, hallo, hallo, moin, moin, hallo. Das kann aber auch gerade daran liegen, an den Umbau. Also, ja. Wie gesagt, ich habe da auch schon mal auf der Website geguckt, was funktioniert nicht und so. Es ist halt so eine Baustelle, wo man ab und zu mal vorbeischaut und guckt, wie es dann aussieht. Das kann sein, sich dann da durchaus schon mal auch in den Chat reingeguckt, da funktioniert da noch, ist er noch da, jo, ist noch da und zack, wieder raus, das kann sein. Es ist momentan, habe ich auch gesehen, wo die neue Seite hochgeladen ist, wenn man im Chat ist, ist jetzt natürlich die Schreibleiste richtig dick, fett. Also ich sage da immer, ja, das ist jetzt momentan auch für ältere Personen, die nicht mehr so gut sehen können. Und ich stelle da jetzt gerade... Wir werden ja auch alle älter, ja, wir müssen ja schon mal ein bisschen vorsorgen. Ich stelle da... Ich das in 10 Jahren eben, lesen. Das ist so, also es sieht schon sehr witzig aus, aber also ich stelle jetzt da noch nichts um, sofern die neue Seite nicht steht, weil... Mal gucken. Ja, aber da sollen sie sich mal alle überraschen lassen, wenn sie so weit, da eben. Verraten wir jetzt erstmal nichts so weiter. Wie es aussehen wird... Das bleibt, ne? Das wird. Kommt dann die große Überraschung. Ja, deswegen... Weil in 2-3 Tagen, Wochen, Monate, Jahren... Ja. Ja, liebe Freunde, ich glaube 2 Stunden, ja, jetzt fast 3 Stunden. Fast 3. Ja, kommen wir langsam. Ich glaube, seit einer halben Stunde verabschieden wir uns schon. Das ist immer der Schluss, da zieht sich dann immer so in die Länge. Aber die lieben das natürlich, die Community. Die könnten Tag und Nacht hier sitzen. Ich glaube, wir hätten immer noch einige Zuseher, wenn wir auch 2 oder 3 Uhr morgens noch streamen würden. Und wie gesagt, liebe Freunde da draußen, alles nur Bots, die hier du. Ich hätte noch etwas, um das Ende hinaus zu zögern. Wenn ihr Bock habt, mal mit mir irgendwie eine Sendung zu machen, dann können wir uns gerne hier über TeamSpeak einmal treffen. Ich hinterlasse meine Nummer und wie heißt das Ding nochmal? E-Mail-Adresse? Ja. Dann können wir gerne eine Radiosendung machen, soweit ihr wollt. Und dann sucht ihr euch ein Thema aus und dann gerne. Weg, da mal eine coole Sendung. Gerne. Also ich würde mich mega freuen. Ne? Das sind mega schöne Themen. Ihr seid mega coole Leute. Und das wäre echt cool. Übrigens, ja, vielen Dank. Ja, gerne. Aber das meinte ich ja auch, dass man sich gegenseitig da unterstützt, wenn man reinkommt. Ja. Übrigens noch ein Weg, aber gut, ich habe nur knapp 7000 Zuhörer. Ich weiß nicht, ob euch das jetzt weiterhilft. Ja, es ist einfach mal interessant zu sagen, gut, ich hatte mal Airplay mit meinen Sachen. Ne? Mhm. Ja, klar. Die anderen bringen mir mit, das ist kein Problem. Ja, die Community ist immer hinten, wir vorne ran. Ja, 7000, dann bringen wir noch 100.000 mit, dann ist gut. Genau. Klar. Alle zusammen. Übrigens, Vic, dieses Teamspeak hier könnt ihr immer gerne nutzen. Es sind immer Leute da. Es ist jetzt nicht gezwungen, dass ihr da erst nachfragt. Wenn ihr Lust und Laune habt, kommt einfach rein. Es ist öffentlich. Wir haben um hier diese Mystery-Kneipe, wo auch andere noch drin sind, wenn ihr euch mal unterhalten wollt. Und wie gesagt, es ist immer offen. Schaut einfach rein. Der Piso ab und zu sehr mal gerne. Da, ne? Ich will euch halt nicht auf den Sack gehen, aber nein, wenn ich so eine schöne Einladung kriege, dann da geht das keiner auf den Sack. Ihr seid ja jeden Abend da? Seid ihr jeden Abend da? Naja, oder? Fast, ja. Fast, also, meistens also einige von uns sind einige von uns sind eigentlich jeden Tag da. Ja. Hm. Cartman, der ist ja eigentlich schon jetzt, so gut. Also einmal die Woche bin ich vielleicht. Ich bin jetzt nicht so täglich da. Aber wenn ich dann da bin, sind immer welche da. Also ich war noch nie ganz alleine hier in diesem Chat. Aber dann springen wir mal ein. Ja, genau. Dann werden wir mal zwischendurch mal einspringen. Na klar. Ja, am häufigsten hier im Chat, das ist der Cartman oben. Der hat von mir auch den Status Teamleiter bekommen. Wenn es da mal Probleme gibt, der erklärt dann auch gerne, ist zwar ein Ostdeutscher, man muss genau hinhören, aber viele verstehen ihn natürlich auch, ist kein Problem, aber er macht seine Arbeit gut. Aber ist okay. Bist du natürlich auch Ostdeutscher, ist okay. Und Berliner. Nein, er hat schon diesen eigenen Dialekt, ne? Also diesen, ja. Aber ich denke mal, wir kommen jetzt langsam schon hier in unsere Mystery-Kneipe und so. Wir haben uns immer noch nicht verabschiedet. Ja. Wir sind also immer noch da. Also ich bin jetzt auch fürs Verabschieden. Ich würde jetzt echt gerne in den Kuchen gehen. Wir verabschieden uns, meine lieben Community-Freunde, bis zum nächsten Mal. Und mal schauen, wenn wir den nächsten Livestream machen. Ich denke bald. Und jetzt einmal durch die Runde und jeder mal von oben nach unten Tschüss sagen. Und dann klinken wir uns aus. Von oben nach unten, dann bin ich jetzt dran. Ja, ich fand das total spannend heute, sehr interessant, auch mal mit so vielen Gästen zu quatschen, weil ich halt ich hatte da immer gedacht, das ist schwierig, kommt man nicht so oft dran oder weiß nicht, wer hat gerade was gesagt, aber ich fand das, haben wir alle sehr diszipliniert gemacht und dadurch wirklich interessante Themen und Ecken aufgegriffen und ich bin nächstes Mal auch gerne wieder dabei. Tschüss an alle. Captain? Ja, also ich habe mich heute auch sehr
gut unterhalten gefühlt, muss ich sagen. Doch, war ein schöner Stream, hat mir sehr gefallen. Auch die Gäste, die hier waren. Und ich muss dann dazu sagen, ja, wir lassen den Stream stehen, also keine Panik, Leute. Ihr könnt ihn euch immer noch angucken. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Peso. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, es war super. Und wie der Küpper schon gesagt hat, also super diszipliniert. Es hat echt Spaß gemacht und ich freue mich auf den nächsten Livestream, der dann hoffentlich nicht in allzu weiter Ferne weilt. Und der kleine Zwerg, der Gunni. Ja, also ich muss auch bedanken mich auch in dieser nette Runde und an die netten Zuhörer. Es war wieder richtig, richtig schön. Also ich bin jedes Mal begeistert, wie gut es funktioniert. Und ihr dürft mich alle ganz lieb und gerne mal auf der Seite der vier apokalyptischen Reiter besuchen und mal schon Hallo sagen. Darüber würde ich mich freuen. Schönen Pfingst doch und nicht zu viel saufen, ne? Ja. Josef? Ja, also ich möchte mich auch bei jedem bei euch bedanken, die hier waren, zugehört haben. Und auch die Gäste, mit denen ich hier reden konnte. Es war für mich Neuland. Ja, es war für mich Neuland. Ich war natürlich auch ein bisschen nervös, weil sowas macht man nicht jeden Tag. Und ja, ich freue mich auch in Zukunft mit euch mal öfter mal zusammenzutreffen und unsere Erfahrungen auch auszutauschen mit den Zuschauern. Und ja, bedanke mich auch bei allen Zuschauern, die dabei waren. Und bis zum nächsten Mal, Freunde. Dann mal den Para-Invest. Ja, ich kann mich auch nur bedanken bei den Zuschauern und hier bei Diskussionsmitgliedern. Ist alles friedlich und super abgelaufen. Keiner hat ein blaues Auge. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und noch einen schönen Pfingstmontag. Wetter soll ja super werden. Ja, das war es erstmal auch. Mhm. Und ich freue mich auf den nächsten Stream mit neuen Themen, gleich die Schattenmenschen. Mhm. Und dann den Vic von Metachemie, ne? Ausgesprochen. Genau, Metachemie, richtig. Ja. Erstmal mega coole Runde, sehr kurzweiliges Gespräch. Danke, dass ich hier sein darf und danke an die Community, dass ihr so fleißig geschrieben habt. Ihr seid hier mega aktiv, ist ja echt cool. Und ja, ich freue mich auch auf Thema Schattenwesen und mehr mit euch zu machen. Und dann einmal. Meine Verlobte steht hier an der Tür und sagt: Abendessen beeil dich. Ah, beeil dich. Das eben, deswegen bringt das Nudelholz. Und am Schluss der gute Nick von Paralleld. Ja, bevor ich das Licht ausknipse für die Runde, sag ich nochmal schönen Dank erstmal für die Einladung. Ja, besten Dank für den interessanten Austausch mit den Leuten, die hier im Chat heute drin waren und auch für die Zuhörer, die dabei waren. War richtig klasse, hat mir sehr gut gefallen. Ja, und für die Schattenwesen oder Schattenmenschen hätte ich da auch noch ein paar Sachen zu erzählen. Also da würde ich gerne noch dabei